Ach, siehst du, jetzt hat er Vorbereitung auf den Livestream einrichten und eben hat er gesagt, geht nicht. Na, fertig. Ja, es scheint zu laufen. Wenn die das mal da so umstellen, alles so umständlich dann. So, also wir sind jetzt live. 5 Minuten vor der Zeit. Wir sind schon live. Wir sind jetzt schon live, ja. Bin noch erst dabei, meine Hintergrundgeschichten zusammen Was? zu glauben. Ja, aber das wird ja nicht in Echtzeit Bin. übertragen, sondern da gibt es ja mal eine Latenz noch. So, jetzt muss ich mal das gucken. Was war das? Ein bisschen Arbeit. Circa 20 Sekunden Latenz. Habe ich gerade mal gezählt. Grob. Ganz grob. So. Aber was ich sehe, der läuft auf Privat. Was ist das denn? Ist auf dem Senkel. Sichtbarkeit öffentlich. Ja, wo ist das Problem? Videolink? So. Zwei. Ist mit dem verstanden? La la la. Also, jetzt ist das Privat da oben weg. Chat gibt's auch. Test. Wird wohl kaum im Privatmodus laufen. Na, herzlichen Glückwunsch. Seit 2 Minuten. Wieso stand da eben privat? Ist ja auch mal ganz nett, wenn hier so die Realität ein wenig eine Rolle spielt. Das ist Was? ganz schön. Ja, dass wir hier so noch am Rumwerkeln sind, Da steht doch wenn so im wir schon. Skript, da haben wir hatten noch darüber gesprochen bei der letzten Redaktionssitzung, dass wir das so inszenieren wollen. Dass wir erstmal so tun, als ob wir uns nur orientieren müssten. Ja, als ob ist also immer schön. Mehr Schönes als ob. Ja. Bitte. Vorstellen wär ja auch blöd, wenn wir uns jedes Mal selber vorstellen, oder? Uns selber. Hm? Ich stell mich mir immer selber vor. Hm. Also von allem anderen habe ich ja gar keine. Wir Hier könnten muss uns doch man mal gucken. gegenseitig auffordern, uns so gegenseitig vorzustellen. Selber. Also du Ja, stellst mich vor so. und ich stelle dich vor, zum Beispiel. Okay, so, jetzt habe ich aber die zurechtgelegt. Jetzt will ich jetzt nur eben noch schnell Video, Hintergrund, virtuellen Hintergrund. So. Oh, Frank ist da. Bild hinzufügen. Das ist jetzt nicht so schön. Da ist er ja. Grüß den mal an meiner Stelle. Ich bin auch hier am Rumfuckeln. Frank, der Ich Andreas ist noch fummel am Rumfummeln. Ja, Ich ich sehe fummel schon. hier. So.
Sehr gut. Aber es macht nichts, weil das ist ja auch nur, Wir sind aber wie schon man so schön live. sagt, natürlich. Das ist falsch. Ist doch ganz schön, wenn man ein bisschen auf die Hinterbühne gucken kann. Alles nur Ja, das gepflegt. ist auch, gehört dazu, dass also zur Show nicht das Machen der Show selber mit gezeigt wird, nicht so. Nein, bloß nicht. Das ist doch, weshalb die Leute im Theater nicht unten ins Parkett gehen, sondern im Rang sitzen. Weil sie da so ein Ja, bitte bisschen so. drauf gucken können, wo die Komparsen herkommen und wo der Feuerwehrmann sitzt und versucht, Oh. mit der ganzen Und Sache zu man schon folgen. sieht, wer als nächstes kommt und man nicht so erschrocken ist. Und so, und meinst du mal hier? Wie in so einem Krähennest oder was? Ja, genau. Ja. Das trifft ja auch manchmal zu. Das darf nicht. Gibt so eine schöne Dokumentation, Niklas Luhmann, Soziologie aus dem Krähennest. Ja, stimmt. Okay, so, das ist jetzt bald genug für heute, Hast du auch oder? mit Luhmann da ein bisschen so experimentiert, oder, Frank? Was habe ich gemacht? Ich habe hier, wie heißt das hier, ökologische Dingenskirchen, so das Standardwerk. Das ist Was? relativ, das habe ich mir durchgelesen, dachte, Ja. da hat dann jetzt im Grunde genommen alles wiedergekaut, was an sonstiger Theorie sozusagen in Anführungszeichen wichtig ist. Und wenn man dann noch kann, dann kann man sich die 1000 Seiten Sonstiges reinziehen. Soziale Systeme und so Kram. Ja. Gesellschaft der Gesellschaft. Aber im Grunde genommen, diese Teilsysteme und wie sich gegenseitig dann als Umwelt begegnen und so weiter, das ist da auch schon drin. Da. Und mehr braucht man, glaube ich, nicht wissen. Spielt das bei dir in der Praxis auch so IT-technisch überhaupt gar keine Rolle, was so Doch, Systeme sind? in meiner Arbeit spielt das, also seitdem ich das, es klingt immer so komisch, seitdem ich das gelesen habe, verstehe ich meine Arbeit viel besser. Da gibt's so Sätze aus der Organisationssoziologie, wo da irgendwie schreibt, ja, also Menschen kommen ja gar nicht vor, sondern nur Stellen und Stelleninhaber dann so. Und wenn du das, wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man viel, also ich kann da viel besser damit arbeiten. Ich sage, okay, das hat mit der Stelle nichts zu tun. Das ist jetzt hier sozusagen sonstiges Gehabe. Also die Funktion, praktische Genau, und dann Funktionssysteme. kannst du, wenn du sozusagen nur noch auf die Funktionen drauf guckst, fällt es mir zumindest leichter zu arbeiten. Gibt doch manche, die sagen dann irgendwie, der wäre also unmoralisch, Hattest du oder? Nele jetzt angefragt? Nein. Weil sie geschrieben hat, das geht euch gar nicht. Sie hat gesprochen, das geht euch gar nichts Oh. an, was ich heute mache. Ich mache mir jetzt was essen und dann dusche ich. Ja. Aber wir haben noch gar nichts gefragt. Anita, wir übertragen gerade live in die Welt. Aber Ich das schaue ist wie kleine. Loriot, so, ne? So ein Wie bei bisschen wie Loriot beim Loriot. Andreas ist. Der Andreas macht mal wie bei Also, Loriot zu Hause. warum? So. Macht aber Wie nichts. Ist mein schon Ei, okay. 4,5 Minuten? Nein, ich möchte mein Ei nur einfach richtig. Also mit der Moral, das stimmt schon. Weil sie halt einem dafür vorgesehenen System zugewiesen wird, wo Moral halt verwaltet wird. Aber es kann ja sozusagen, wenn man aber gerade so auf das Wirtschaftssystem so drauf guckt, da Ja. kommt Moral nicht vor als Kategorie. Aber im Marketing kenne ich das aber schon, so Greenwashing und so versucht man doch dann irgendwie aus so Public Value als Marketing Gag oder Faktor Genau, aber das wird mit ja dort reinzubringen. unter der Maßgabe gemacht, Geld zu verdienen. Also, was ja Ja, das, das ist ja der klar, Auftrag ja. des, das ist der Auftrag eines Wirtschaftsunternehmens, Geld zu verdienen. Ja. Genau. So. Ja, ich bin jetzt soweit präpariert. Wieso? Erstmal hallo, Frank. Hallo Andreas, hallo Filterraum. Genau. Wir hatten noch einen Erst Disput, ob jetzt kulturelle Aneignung Teil 2 oder Thema Gold war eigentlich auch jetzt so ein bisschen virulent. Aber es ist beides. Ich finde, das lässt sich unheimlich gut koppeln. Also kulturelle Aneignung von Geld bis Aneignung von Geld. Also bis Geld zum und Gold. Aneignung von
Gold, ja, Gold. Gold. Ja. Und dann, was weiß ich, Gold malen, auch als eine Art von Aneignung. Und also ich finde, da ist ganz viel drin in dem Thema. Und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen spektakulärer, weil erstens die Vereinnahmung von Gold an sich als Stoff ist ja auch sehr breit gefächert, reicht von symbolisch bis sozusagen Rausch, Goldrausch und alles. Also es sind unglaublich viel. Also Anknüpfungspunkte, Zugänge und Anschlussmöglichkeiten mehr, als man wahrscheinlich ausschöpfen kann. Vielleicht auch man es vertragen kann oder so. Aber mir ist halt Also, aber das du hast auch Thema angezettelt eigentlich vom mit Gold, Design. ne? Ja, vom Design ist mir das eigentlich jetzt in letzter Zeit nochmal ziemlich im Fokus geraten. Was zum Beispiel der Frank da hinten hat, hat einen Tisch. Der Tisch hat eigentlich die Tischplatte, wäre für mich das Gold und das Regal das Schwarz, also der Kontrast Schwarz und Gold. Ne? Den findest du irgendwie im Design und so gediegenen Ambiente eigentlich ziemlich oft, dass das so reduziert ist auf diese Kombination Schwarz und Gold irgendwie. Ist mir mal so aufgefallen. Ja, weil Ich das finde Gold. auch so eine Ebenholzplatte, ne? Oder Schiefer, ne? So in der Größe. Hallo, Hallo, Matze. Matze. Guten Tag. Ich glaube, wir müssen nicht kurz aufklären. Wir designen gerade Franks Zimmer neu. Also es geht um Aneignung von Gold, beziehungsweise kulturelle Aneignung von Gold oder Macht mal, sowas, macht mal. ja, Premium Braucht Standard, man mir nicht Goldstandard. erklären. Wirst du schon merken. Also ich fantasierte da gerade sozusagen so das edelste Design. Also ich war jetzt angelangt bei einer schwarzen Schieferplatte, auf die sozusagen eine mindestens 2 Zentimeter dicke Goldplatte aufgetragen ist. Aber so wie Knetgummi. Das heißt also, als wäre sie sozusagen draufgeknetet worden, nicht? Also als wäre Ja, das also 2 Zentimeter glaubst, dass du mich geknetetes dabei Gold. mitnehmen kannst bei der Reise, so wie die losgeht? Das kannst du doch vergessen. Und dahinter ist dann der Schrank, auch schwarz, ne? So. Also kommt daher, dass der Bilderraum und ich uns so Kugeln angeguckt haben, die Und er Badewannen haben wir uns sogar, goldene Badewannen haben wir uns goldene Badewanne. Wir haben uns auf goldene Badewannen eingelassen, wobei angeguckt. wir von denen nicht eingelassen wurden, natürlich. Genau. Und da sind wir drauf gekommen, dass das also mit dem Gold irgendwie was hat. Also man kann sagen, das ist so protzig. Also wenn du da so im schwarzen Badezimmer eine schwarze Badewanne mit einem goldenen Innenleben hast und dich dann darin servierst, sozusagen für, du legst dich dann da rein, das Wasser ist schön warm, vielleicht gibt es auch noch so ein bisschen elektrostatische Aufladung, so stangemäßig, ne? Und dann kommt also geliebten Personen zuhauf, nicht? Und du sagst, boah, ich bin das Geschenk. Naja, gut, okay. Muss jetzt mir keiner folgen. Auf jeden Fall waren wir da dabei und dann war auf einmal klar, irgendwie müssen wir das jetzt in den Kunststock reinbringen. Irgendwie. Ja, jetzt ist passiert. Das Jetzt Interessante kann man. an dem Gold ist ja im Unterschied zum Silber, dass das ja industriell zum Beispiel vollkommen bedeutungslos ist. Also Silber hat ja eine echte, sozusagen, das wird dann in der Elektronik verwendet und so weiter. Und auch als Werkstoff, währenddessen Gold, das ist im Grunde genommen nur Schmuck. Ja, aber es gibt im Audiobereich auch vergoldete Klinken und Ja. so, ja, und im Zahnbereich Gold, ne? Ja, aber wenn du dir jetzt anguckst, die Weltproduktion von Gold, wo wird die verwendet, dann ist de facto, kommt da nur Schmuck vor und es verbraucht sich nicht. Das ist auch so interessant. Die irgendwie 98% der jemals geförderten Goldmenge ist immer noch verfügbar. Also die kann man immer noch anfassen, kann man hingehen. Währenddessen bei anderen Rohstoffen, das ist, die wechseln sozusagen die Form. Ja? Also die verrotten oder machen irgendwas. Währenddessen bei Gold, das bleibt. Das ist nicht so, dass das so sich so abschabt oder irgendwie, also es körnt nicht mal von ab, es staubt nicht von ab und so, es erodiert nicht. Ich meine, die Leute, die da teuer dafür bezahlt haben, die sorgen ja schon dafür, dass es am Samtkissen liegt, ne? Naja. So, obwohl bei Zahngold.
Also ich habe keins, also von daher. Ja, das Aber ist eben das, ich hatte eben auch erst gedacht, dachte ich, hä, es gibt doch eben dieses vergoldete Zeug und in Computerchips und so weiter ist das drin, aber das ist im Vergleich zu so verschwindend gering, dass die, und in Indien zum Beispiel, da gibt es richtig eine Art Jahreszeit, das ist die Goldsaison, weil da geheiratet wird. ist Das bei uns ja muss, eigentlich der Herbst auch, oder? Die naja, goldene irgendwie, ich müsste Jahreszeit. nochmal nachlesen, wann das wirklich ist. Aber das, da gibt es einen richtigen Begriff sozusagen dafür, bezogen auf das Gold. Gibt sogar Leute, die Gold essen, oder wie? Ne? Das ist irgendwie. Ganz dünn. Ja, kannst du. Trinken. Früher gab es das als Schnaps, ne? Also Goldwasser und so. Aber ich weiß Aha. nicht, wie viel. Also es ist ja der aktuelle globale Goldwürfel hat eine Kantenlänge von 22 Metern und 12 Zentimetern. Das erscheint zunächst wenig auch, ja. Also wenn man das mal mit Beton vergleicht. Genau, Beton gibt es ein bisschen mehr. Wenn man das alles an einer Stelle auf der Erde versammeln würde, so als Kubus, dann würde die Erde wahrscheinlich so echt eine Unwucht kriegen. Also wahrscheinlich ist der Beton aber gestreckt. Das ist ja kein 999er Beton, das ist ja nur Ja, 0,0099er Beton. die Deswegen, mischen ja immer mehr so Zeug da rein. es gibt ja von allem überall gleich, ist ja klar, ist ja gleich, hat sich ja alles gleich verteilt. Deswegen ist das ja kein sauberer Beton. Bei Gold ist das ein bisschen anders. Obwohl, da gibt es natürlich auch Mischungen mit Platin, Kupfer und so. Ja, Also, Legierung dann oder was? ja, es gibt immer Ah, so die gibt's, aber mehr oder weniger zartfühlende oder grobe. was ich jetzt da gelesen hatte, zum Beispiel laut Wikipedia, der Mensch arbeitet seit 6000 Jahren mit Gold. Vorher kannte der das gar nicht. Und da habe ich mir so gedacht, hä? Wenn man das so in jedem Bach irgendwie da in der Wildnis findet, ha, komisch. Ich Na, wenn meine, den man das. Steinzeitmenschen möchte ich sehen, der da so sieht, oh, ein Ja, seltsamer 6000 Kiesel, Jahre, ne? da waren ja Und keine tot auf. Steinzeitmenschen. Wann waren denn die Ja, aber es Steinzeit? war ja zu wenig, um das wie Eisen zu formen. Noch Also, zu weich wahrscheinlich, ne? Also als Werkzeug ja, da ist denn ist das. es unbrauchbar. Ja, aber als Schmuck zum Beispiel, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 6000 Jahren die Leute auf die Idee gekommen sind, Edelsteine als Schmuck zu verwenden. Nö, da haben sie Ja, lieber aber so als Glitzerfreude so, oder? Tierknochen genommen. Och, Ja, oder grauenvoll. Muscheln auch. Muschelketten waren sehr beliebt. Also hier so bei der Historiensuche ist das so mit 4000 Jahre so die ersten hochkulturellen Artefakte, Was? irgendwie so, dass man da 6000 Jahre. ja vor 6000 Jahren erste Spuren überhaupt von dem, aber Bei Kupfer genau. schon 10.000 Jahre habe ich auch nochmal geguckt. Da fängt das Ja, eigentlich mit an. Kupfer. das ist ja interessant, Also weil Kupfer ist ja auch ein eher Bronzezeit. weiches Metall, ne? Wann haben Sie denn mit Ja. Eisen rumgemacht? Wie lange ist das her? Das weiß ich jetzt auch Oh, nicht. das Also. kam, Bronzezeit muss voll durch gewesen sein für Eisen. Das war sehr schwer zu verhütten. Also Bronze, also Kupfer geht in die Bronze. Damit hat man die Bronzezeit. Aber wie sie darauf gekommen sind, schon allein, also das ist wahrscheinlich also eine Glanzleistung, dass man das Im wahrsten Sinne zusammentut. des Wortes glänzt ein bisschen, ja. Genau. Ja, das Das müsste ist man auch hier, nochmal guck mal, bei dem rauskriegen. Begriff, das fand ich so witzig. Gold habe ich mal geguckt, wie da der Hexwert ist von der Farbe Gold. Das ist natürlich doof, so eine Frage zu stellen. Ne? Hexwert, Aber ja, das kannten die damals noch nicht. FFD700 ist der Hexwert für Gold. Also es ist einfach nur irgendein Gelb. Ne? Ja, und das Wird ist keiner auf die Idee fatal. kommen, wird keiner auf die Idee kommen, das jetzt als Gold zu sehen, weil man da irgendwie viel mehr erwartet. Man erwartet nicht eine glatte Farbe, sondern halt irgendwie eine Mischung, eine Melange aus Übergängen, ne? Und Ja, hier das Stillleben hinter mir, nicht? dunkel. Da sieht man, Ja, was für genau. viele Farbvarianten Es gibt in fast diesen ein bisschen ganzen. Schwarz da rein, ne? Genau, ja, schwarz ist dann das In die A. Kante. Ja. Also witzig hier, das Schwarz, das ist dann so ein Topf, der offenbar für als Kochtopf bewusst ist, nicht? Also da, das ist natürlich auch nochmal spannend.
Und was ich nicht so erwartet habe, dass also, als ich habe ja so eine Pinterest-Suche gemacht für Gold, Jahrhunderte und irgendwie alles Mögliche. Und da ist ganz viel Kleidung. Ganz viel Kleidung. Und zwar total heiß versponnene Spitzen und Kleider und die alle sozusagen mindestens eine Goldanmutung haben, aber auch also so richtig da, wo das so brokatähnlich massiv wird, meinetwegen bei den Miedern, dann ist so richtig, merkt man richtig wieder, wie sie ins Volle gegangen sind mit dem Gold, nicht? Also es ist wirklich, drehe hier gerade mal durch, natürlich und alles, was an Perlen und an Ketten und so, Amuletten oder wie heißt das, Anhängern und so. Da ist es also immer wieder natürlich Gold im Haar. Also da ist das also natürlich als Schmuck ist das ganz, ganz, ganz vielfältig. Und aber auch als Kleidungsstück, richtig. Na, schon Schmückendes witzig. Kleidungsstück. Als schmückendes Dann Kleidungsstück. schmückendes Kleidungsstück. Ja, natürlich von Frauen, die dann auch tatsächlich repräsentierten und repräsentieren mussten und die da natürlich auch ihren Wert nochmal mit vorgeführt haben. Wo denke ich mir das? Mal eben, ob ich hier einen Hintergrund habe. Aber was ja interessant ist, dass das Hier ist ein Gold, Goldhelm. Goldhelm. dass das Natürlich noch Gold für. so über geografische Verteilung hinweg trotzdem so als wertvoll angesehen wurde, ne? Also in Europa oder bei den Inkas oder sowas, ne? Dass die das und selbst in Ägypten wurde es ja auch irgendwie gesammelt. Ja, die hatten ja tonnenweise da, Ja, also, ja. naja. Da steckt schon irgendwas drin, was hochgradig attraktiv ist. Ja, vor allen Dingen ist es sofort magisch und symbolisch aufgeladen. Nicht? Also es ist eben nicht nur sozusagen, oh, interessante Farbe, sieht hübsch aus oder so, sondern es hat ein großes Gewicht. Also man spürt das in der Hand. So ein kleiner Goldbarren schon allein hat sowas bedeutsam Gewichtiges, so, das ist da drin. Dann ist also dieses Hervortreten von Glanz, wenn man das poliert. Und es ist selten. Seltenheit ist, glaube ich, auch sowas. Und es hat immer irgendwie was mit Göttlichkeit zu tun. Also immer wieder. Obwohl mir das sich mir auch nicht so erschließt. Da gibt es ja dieses im Kleinen, so im Großen, so im Kleinen, das also eben das identifiziert ist mit so einer Anwesenheit. Und dann in den Ikonen ist es ja direkt so eine Art dran, soll das Gold, wenn die also, wenn die Marien- oder Jesusfiguren dann auf Goldhintergrund präsentiert werden, dann sind sie ja nicht auf irgendeinem Designelement, Tapete, sondern sind sie ja sozusagen in eine Transzendenz eingebettet, die also durch das Gold repräsentiert wird. Also es ist offenbar so, dass also im Gold etwas herüberleuchtet, aus ansonsten transzendenten, nicht für uns erfassbaren Bereichen. So. Also als wären alle Dinge an sich sozusagen golden oder so. Das finde ich auch ganz spannend. Das muss von vornherein. Und ach so, das liegt daran wahrscheinlich, dass Gold nicht so wie andere Metalle erst aus dem Gestein herausgeschmolzen werden muss, sondern also ganz oft Ur vorkommt, nicht? Also Nuggets und so, also oder tatsächlich also als schon fertige Körper gefunden werden. Also das trägt alles offenbar zu bei. Und da wo ist denn jetzt hier dieses Kleid, was ich da so mir so schräg geholt habe? Das ist jetzt an so einem Rock. Das sieht auch ein bisschen wie Klimt, direkt von den Farben sieht das für mich aus wie Klimt. Oder der hat auch so goldene Sachen Der Klimt hat ja so flächig ornamental aufgetragen. irgendwie. Ich meine vom Farbton her. Der hat für mich, was ich von dem gesehen habe, war da viel Gold. Ja. Ja, ist. Und dann Blattgold. Also ist wirklich, und
Und wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass also Gold eben nicht alt in dem Sinne, wie dort also diese Goldfarbe, diese genormte Goldfarbe erlebt und aufgetragen wird, sondern eben in unglaublich vielen Schattierungen ja, also als visuelles Erlebnis im Gemälde erlebbar gemacht werden muss, nicht? Also mit Grünuntermalung und tausend Sachen, die da brauchen. Ein Riesenspektrum an Brauntönen und es muss ja eben sowohl die Glanzstelle als auch sozusagen die Sache, die so schattig ist oder da, wo sich was drin spiegelt oder hier beim Stoff durchschimmert und so, muss ja alles bewältigt werden. Ja, links befindet sich, jetzt sieht man das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Da ist also so eine Tasche oder so ein Kissen, das also in einem sehr viel dichter gewobenen Stoff ist, nicht? Da sieht man dann den Unterschied zwischen dem, das ist dann opak, dann das Transparente und so weiter. Naja, also so in der Richtung finde ich, ist Gold aneignen und es nicht haben. So, ne? Aber die Bilder waren selber unglaublich kostbar. So. Während also bei Ikonen ja dann tatsächlich Gold aufgetragen wird als Blattgold. Das ist dann da direkt wirklich dort. Also, und hier ist es ja sozusagen eine Riesenpalette von Ölfarben. Ja. Ich glaube, Nebenbei. Messing wird auch, geht oft auch als Gold durch, ne? Für den unbedarften Beobachter. Der Messing des Ja. Gold. Es gibt auch Vermessing des Gold. Vermessing, So. vermessen. Aha. Messing des Gold. Dass man sagt, nee, ist auch bloß Messing, aber um damit über die Grenze zu kommen. Das Coole ist ja, wenn man eigentlich Gold hat und das aber dann verchromt oder so. Ja, klar. Und dann sagt man im Herzen golden. Ja, genau. Verchromt. Das Oder ist wieder alles nur galvanisiert. Oder Fantasie galvan. und Ja. Storytelling. Gummiertes Gold. Ja. Ja. Birgit ist Tiefes nur am Gold. Chat da jetzt hier, oder was? Ich weiß Hallo. es nicht. Voll der Birgit ist da. Männer-Podcast hier. Ja. Die kriegen bestimmt hier. Frank, hast du nicht noch irgendwie einen Avatar von einer Frau oder so? Mit neuesten Technologien kannst du ja nichts Nee. aufwarten als Wirtschaftsinformatiker. Nee. Genau, Das also ist Wirtschaftsinformatiker, das. langweilig. So. Also Nadine bin ich schuld, dass ich habe das ja sehr, sehr spät ihr annonciert, dass heute das ist und vermute, das ist einfach zu viel zu spät gekommen. Oh, Aber das wir werden glaube ich. sehen. Manchmal kommt die auch sowieso spät rein Muss oder ich so. glatt mal gucken, ob ich meinen hier Filterraum. Wir hatten das ja zusammen versucht, oder mit wem war das, als ich hier versucht habe, mein Gesicht umzubauen? Ach so, ja, da haben wir gemacht. Ich habe letztens noch gesehen, irgendwie mit Sprache ist auch jetzt irgendwie, sind alle am Jo, Anbieten. das geht Hast du Rolle. da 30 Du, Tausend verschiedene reich, reich Sprachen? ran, Ei, letztens gerade wieder aus Spaß, reich Ranitzky. ei, Weißt du, einfach Text-to-Speech. Und ich ei. habe 8 Minuten reich Ranitzky reingeworfen. Der hat ja so eine Reportage oder so einen Film, ne, so eine längere Ja. Reportage, gute Qualität. Und er redet da. Und du spielst sie 8 Minuten bei 11 Labs hoch, tippst irgendeinen Text. Und die werden, du kannst im Monatstakt, manchmal im Wochentakt mitbeobachten, wie die immer besser werden, die Satzbetonung, weißt du, den Inhalt auch irgendwie so, als wenn man das Gefühl hat, die bei 11 Labs so verstehen langsam, okay, die KI hat auch was von der Bedeutung der Worte, so wie die Sätze beendet werden, wie die Betonung läuft. Und das ist von Reich Ranitzky nicht zu unterscheiden mehr. Es geht nicht mehr zu unterscheiden. Und so kann ich jede Stimme da machen. Ja, ich habe zur Birgit, hatten wir jetzt Gespräch gestern oder vorgestern, habe ich gesagt, wir müssen gucken, dass wir jetzt im nächsten Jahr den Kunsttalk hier automatisieren. Genau. GPT generierte Texte, die Stimme ist aber noch ein bisschen teuer, muss ich mal so sagen. Weil bei 11 Labs, ich habe 100.000 Buchstaben, glaube ich, ja, im Monat. Da bezahlt man schon 20 Euro für im Monat. Um die 100.000 Buchstaben. Also da kann man natürlich schon ein paar Sätze oder ne, ein paar Texte mitmachen. Aber so einen ganzen Kunsthock durchquatschen, da wäre das schnell weg.
Ja, mach mal besser noch erstmal so Schmalspur weiter. Ja. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das war der Ausgang. Von wegen dieses hier, jetzt man, ich muss, das ist der Trigger gerade für mich, mal zu gucken, wie weit die Software ist, mein Gesicht zu umzubauen. Ob die, weil das ja schon wieder 2 Monate her bestimmt, ne, als wir beide uns das mal angeguckt hatten. Ja. Und Das sind ja Jahre, ne? In das dem sind Hast du dir Jahre. denn so eine Genau. goldene Maske verschaffen? Zum Genau. Beispiel. Also. So, also ich kann, ja, das weiß ich nicht genau, weil die müssen das Gegenstück, doch, das könnte sein. Aber es ist so, das dauert, hat einen Versatz von fast eine Sekunde oder so, bis das halt gerendert Könnte aber ist. auch ein interessanter Effekt sein. Obwohl, nee, warte mal, das Problem war, ich hatte meine Stimme umgebaut und das Bild. Das Bild kam schnell, ne? Filterraum, genau, das Bild kam schnell, die Stimme langsam. Sodass ich, um das synchron zu kriegen, das Bild nach hinten setzen musste. Dann bin ich aber quasi ich für mich selbst nicht mehr synchron. Ihr würdet das immer nur merken, der Moa ist bekloppt, der antwortet immer verzögert. Ne? Ihr würdet sozusagen, weil irgendwie eine Sekunde draufkommt. Das ist nicht mehr natürlich so. Ne? Wenn ich dann so denke, jetzt hake ich mal ein und so. Aber ob die Algorithmen schneller geworden sind, da muss ich mal gucken. Das wird Also ich sehen. meine so, wir hatten ja schon mal Premium und dann könnte man ja vielleicht Goldstandard nennen, nicht, dass man also dann würden die Leute uns als golden vor goldenem Hintergrund wahrnehmen können. Also ich weiß nicht, ob das, was wir dann so erzählen, ob das dann noch passt. Aber ich meine, das wäre natürlich toll, wenn man sozusagen die Oberfläche mehr Schein als Sein, nicht? Also die Oberfläche wäre sozusagen ultra kostbar. Man könnte verschiedene Transparenzen einbauen und so, nicht? Also Oder wir könnte legen einfach sozusagen. alles auf die Goldwaage. Jeder sagt was und alle legen das dann auf die Goldwaage. Genau. Ja, genau. Und als Stimme ist dann, setzt man sich ein Goldkehlchen ein und schon ist das Paket rund. Der goldene Schuss, ne? Genau, das auch noch. Also ich weiß nicht, ob ich damit kommen darf, aber ich hab mein Projekt angestiehlt. Ich habe sogar also mit der Degussa mich brieflich verständigt. Also da ging es darum, also Goldstaub zu erzeugen. Also ich mach das mal kurz mit Bildschirm teilen. Das anmachen. So. Ich mache das jetzt nicht so, wie ich das will. Degussa, die sind so Goldlieferanten auch für Zahntechniker und Das, so. ja, das ist eine Ja. goldverarbeitende Firma. Und wie mache ich das denn jetzt ein bisschen? Degussa, das ist da nicht auch, weiß nicht, war das der Krall oder was ist diese? Ja, nee, so auf jeden Fall Der Schwerindustrie kommen die, kenne ich die, aber ja. ich kenne die ja halt auch von Zahntechnikern, dass sie Gold liefern. Degussa, wusste ich schon auch nicht, aber. Ja, doch, mit Gold. Ich hatte das über den, die sind ja hier, heißt der Markus Krall? Dieser Ja, Goldhani? Ja. voll Und wert. da ist dann so immer Degussa. Und ich kenne das von dem Andreas, der so ein, der die Höcke-Recherche gemacht hat. Was? Andreas Kemper? Ja, genau, Andreas Kemper. Ja. Kemper? Genau. Und der ist ja so dahinterher, hinter diesem bösen, also wahrscheinlich an der Stelle dann auch richtigerweise böse, die große Konzern. Aha, ist ja gut zu wissen, dass Andreas Peschke also mit Ja, dem Kapitalisten der zusammengearbeitet hat hat. sich da gebückt, ne? Ja. Ja, Die hat das jetzt so ein Zusammenarbeit. Modell? Und das ist am Ende mal rausgekommen, weil ich Staub herstellen wollte. Nein, Dann das ist, kannst du also mir, ich hab also, natürlich das ist die ja wieder ein Fantasie, Weg. ich strapaziere die Fantasie aller. Also das ist jetzt natürlich ein millionenfach vergrößerter Staub, der auch, ich habe nur einzelne hier so ein bisschen mit Gold, Bronze versehen, damit so. Da wird es soll eigentlich Gold sein. Es gibt also ein Alpha und es gibt ein Omega. Und hergestellt werden sollen im Nanomaßstab. Aber ganz viele. Also sozusagen irre viele. Da hatte ich also drei Wege mir ausgedacht, wie man das machen kann. Das kann man also durch Printen machen und dann auch rausätzen. Ja, also wie die in der Elektronik ihre Wafer da machen. Man kann aber auch das chemisch herstellen, also indem man also mit komplexen Prozessen, also bestimmt geformte
Moleküle, also die Moleküle in bestimmte Formen bringt. Und man könnte es auch biologisch machen, sodass also Gold verdauende Mikrolebewesen eben diese Alpha- und Das gefällt mir Omega-Formen gut. Das solltest, herstellen. das hättest du verfolgen sollen. Das mit den Mikrolebewesen. Ja, Das da bin klingt ich mir am realistischsten. genau, ja. Ich hatte Die gehen auch. einfach zur Schule, vielleicht ein bisschen Studium und dann machen die das. Ja, aber genau, ich hatte natürlich klar, dass das also eine Zusammenarbeit mit Universitäten erfordert, dass ich also natürlich große Wirtschaftsmächte bewegen würde müssen, mich da auf der Sachebene zu unterstützen, dass diese Mikroplastik. Und dann wollte ich also mich sozusagen in die wollte ich also diesen Staub, den ich dann also meinetwegen in unglaublich geringen Grammaturen, aber mit unglaublich vielen Einzelstücken, nicht? Also granular, ne? Sozusagen hätte. Natürlich. Die würden dann sozusagen in einer Phiole sein und die würde ich dann aufbrechen und würde sie dann sozusagen in die Erdatmosphäre, so mindestens auf der Höhe, wo die großen Jetstreams sind, nicht? Na klar. Würden die dann ausgeblasen, nicht? Also Alpha und Omega, Anfang und Ende und Gold, nicht? Ich hatte da die Texte, da will ich euch jetzt nicht mit ärgern, aber das war also ziemlich fein ausgesponnen. Und dann würde die wissenschaftliche Arbeit an der Produktion übergehen in die wissenschaftliche Arbeit des Wiederfindens, nicht? Also da würde man also im Grunde Rechercheelemente brauchen, die, wenn jemand mal den Computer aufmacht, sieht, wie verstaubt das ist, das aber dann immer mitguckt, ne? Ist da vielleicht eins von diesen Goldstäubchen mit drin, ne? Ja, So. Und bisher kauft die. sich ein Elektronenmikroskop und sucht seinen Rechner ab. Genau. Also Ganz da würden, einfach. dann könnte man, also es würden Institute gegründet werden, die diesen Goldstaub, also alle möglichen Gegenstände, aber auch ein Bauer könnte natürlich auch auf die Idee kommen, sozusagen so den Staub, der beim Dreschen entsteht, nicht dieses ganze Zeug, was da vom Stroh, ne? So hinten Klar. rausgeblasen wird, ne? Ab und zu mal gucken. Natürlich, das wäre jetzt sozusagen so mit so unglaublich chancenarm. Aber wenn man eins fände, dann wäre es also das kostbarste Stückchen Gold, ne? Und dann ist natürlich auch Alpha und Omega und so ist auch klar. Und also das wäre also sozusagen kostbarer geht's dann nicht mehr, ne? No, Wenn man dann noch jemanden findet, der also meinetwegen der sagt, das also Geld, der ich, das Geld ausgeben will, dann ist es sofort kostbar, ja. ja, ich meine, es gibt ja so Heroen, auch schon in der Science Fiction, aber heute gibt es ja so einen Heroen, der sich aus so ziemlich allen wesentlichen also Themenfeldern von Kommunikation, also X bis hin zu Autos und Satelliten und was nicht alles, also betätigt, nicht? Mit einer unglaublichen breiten Brust, ne? Oh, wirft er sich her, heldenhaft, ne? Und das also so jemanden bräuchte man, der dann sagt, also die nächste Fuhre Touristen, die da hochgeht, ne, die dürfen dann mal das rausblasen in den Weltraum. Kriegen so eine Fiole mit, ne? Kleinen Zugang und dann würde so eine kleine Pressluftstoß, nicht? Würde dann machen und dann ging das also raus und würde dann sich also in dieser Schicht zwischen Weltraum und Atmosphäre sozusagen feinst verteilen, nicht? Also dem ganzen Weltraumschrott beigesellen, ne? So. Also ich finde, das also wäre außerdem eine große symbolische Tat, eine Botschaft an die Menschheit. Also man hätte also im Grunde das volle Spektrum von Bedeutsamkeit, aber auch eben von Wertgenerierung, nicht? Also es wäre sozusagen eine unglaubliche Wertschöpfungskette bis dorthin, ne? Und dann wäre es also das Mega-Glücksspiel, ne? So, also es ist unglaublich Ja, auf genau. die Spitze getrieben, ne? Ja, das Ja, Andreas, das ist ja alles gut und schön, aber gib Ich mal war ein mit, ich habe, die Bild, hatten ja, echt aber gib mal Interesse. ein in deine Bild-KI-Generierungsassistenz da, gib mal ein Rapper mit Goldkettchen. Mit Goldkettchen. Jetzt bei mir da in die Weiß nicht, Google-Suche. Midjourney oder womit generierst du die Bilder?
Welchem ich generiere hier gar nichts. Was? Nö. Nee, alles echt, kein als ob. Also natürlich ist das Generiere gedacht. gar nichts. Hast du keine Bildgenerierung? Das ist natürlich wirklich gedacht, ne? Dass das also reale Ja. Menschen real in Gang Nein. setzt, die real forschen und real Ja, das ist aber produzieren. auch Forschung. Das ist, wenn du da so trainiert bist, dann weißt du direkt, du brauchst das schon gar nicht mehr zu bemühen. Ne? Du weißt, was rauskommt. Aber Bin die ich auch dankbar, Virtualität wenn ich findet bald bei hätte. mir eben ganz woanders statt, als eben so bei der reinen Bilderzeugung, da wo das der Nee, wie Schein die schon immer mitgedacht ist Bildersuche. von vornherein. Wie die Bildersuche, wenn du auf, du würdest dann vielleicht jetzt noch bei Pinterest gucken. Rapper mit Goldkettchen. Keine Ahnung. Oder bei Soll ich Google bei Gebitter das Bildern. einmal Rapper mit Gold? Nein. Mal sehen, Ja. ich traue denen das nicht zu, Was? aber. Doch, da findet das so, ist zu gebombt mit Bildern. Das ist ein absolutes Symbol, wo die voll drauf abfahren da. Oder Bitcoin. Guck mal, wie Bitcoin. Wenn du Bitcoin-Bilder suchen, Google nur machst. Och. Oh, also mindestens einer. Mindestens Und einer. mindestens einer. Okay, also soll ich nochmal Bildschirm teilen machen oder willst du das lieber? Du bist doch da jetzt näher dran, oder? An der ganzen Chose. Nee, ich weiß ja nicht, was du da hast. Sag, mach mal einfach. Das sehen wir Das dann. ist jetzt nicht überwältigend, aber Also ich habe jetzt mal hier gegoogelt, Rapper mit Goldkette. Und da bin ich mit bei den Bildern direkt so völlig überflutet mit dem ganzen Scheiß da. aha, ja, also ganz Galaktisch voller selten. Zeichen Aber die und kriegt so. man ja schwieriger im Weltraum. Da brauchst du ja Elon Musk wegen der Masse. Ja. Aber den Mask würde ich auch brauchen wegen der Winzigkeit, ne? So, den brauche ich ja auch schon eigentlich vorher, um an die Universität mal. Also ja, gehe ich dann gar nicht, dann gehe ich gleich in so wirtschaftliche Institute. Die kriegen dann vielleicht auch noch einen Nobelpreis dafür, weil man da bestimmt irgendwas entdeckt als. Bestimmt, bestimmt. Ja, aber Vielleicht, vielleicht sogar als Beientdeckung. vom anderen Planeten sogar noch Ja, nee, eins. das ist ja langweilig. Andere Planeten. Ich meine, Ich auf glaube jeden Fall, ja. wenn da jetzt Aliens kämen, aber das darum geht es Ach, mir du bist nicht. bei Also. Pinterest oder wo? Ah, alles klar. Ja. Alles richtig Aber. hier? Also. Ja, ich habe jetzt nur bei Google geguckt in der Bildersuche. Ja, also dann guck, mach du doch deins, weil das ist ja Nee, ich sicherlich. sage, nee, das ist ja so ähnlich, das. Also Die hier, sind das ist schon hier zum Beispiel. durch mit der Monetarisierung, ne? Meinst du? Füllerum. Ja, die haben ja Nee, ich genau meine, das die. macht den Begriff, also das Wort Gold, ne? Und das Material, das wird so richtig, ja, das ist wie so Querdenken. Ne? Darf man auch nicht mehr sagen, obwohl es schön ist. Und jetzt darf man auch nicht mehr Gold schön finden, weil Gold eigentlich völlig hässlich ist, oder? Weil es nur diesen Scheiß Kapitalismus da irgendwie abbildet. Die Bitcoins Nein, werden in also Gold gemalt, es bildet die die Rapper Protzigkeit haben dieser ihre Typen ab. Goldkettchen und was, war goldene Badewannen, keine Ahnung. Ja. Hier, guck mal hier. Die Also ganzen Gitarre kann Prolls, ja die nicht mehr haben, spielen mit dem die Gewicht am hängen, Arm. das ist bestimmt alles Der soll ja auch nur Messing singen. an. Ah, dann kommt es abgehackt wahrscheinlich von daher. Na gut, ich sag mal, auch oh, guck mal hier Also Brillis. ja, Gold ist voll prollig. Ja. Das Ja, kann man auch so. sagen, ne? Gold ist voll prollig. Naja, Gold ist in der Weise prollig, dass man es sich dann ganz gerne gefallen lässt, wenn man es dann kriegt, ne? Kann man ja dann wieder verkaufen oder angucken lassen. Ja, das wird doch bestimmt mal so, dass das in irgendeinem kleinen Museum landet. Da lebt mal einer von hier, Düser, rahmreif, nicht, sieht aus wie eine Kette, aber hat diesen Mann gar nicht gefesselt, sondern beschwingt. Schwingen. Ah, guck mal hier, Medaillen hier. Aber vielleicht muss das mit beerdigt werden. Das ist ja, vielleicht hat das ja kein Schloss, das ist am Arm geschmiedet. Ja, das ist aber nur Messing. Angeschmiedet, ja, genau. Ah, hier, da ist, guck mal hier. Das Bronze, das ist Messing. Das sieht Das man ist auch. Messing, das ist ja, guck mal, Ja. auch hier Heiligenfigürchen. Oder ganz Und billiges so. Gold. Ah, das ist sozusagen so diese, das ist aber so sowas von amerikanisch, ne, Nullergold. oder von, oder also der Reichtum, das, was der da um Hals hat, zeigt, kommt jedenfalls in den Himmel. Ne? Also steht voll in der Gnade und Das kann Hemd also kostet bestimmt so. auch $5.000. Das Hemd, ja. Je nachdem, von wem das ist. Ja. Ja, wenn es von seiner Freundin ist, ist es unbezahlbar.
Aber Aber die die ist ist bestimmt bestimmt auch so. eine große in New York, eine große Künstlerin. Die macht Gott solche weiß nicht, Hände. hier steht Superklasse, Handspielen das steht hier. oder so. Aber kennt einer Damit die? meint die aber Also. was ganz anderes. Ja, überall Echt? Dollarzeichen. Superklasse, Dollarzeichen. Ja, aber nee, die singen ja auch, ne? Da muss ja auch was hinter sein. Also, wenn ich hier so meine kleinen aus Draht ge Gradmodellen sozusagen, um sozusagen die Idee jedenfalls in den Kopf zu kriegen, da ist ja, das ist ja nichts, also da kommt ja nichts von. Also ich habe mich auch nicht wirklich ernsthaft bemüht. Mal hier, da jetzt noch kommen die ganzen Kreuzchen, das so das christliche, abrahamitische, hier, das sind ja hier orthodox auch teilweise irisch, hier Judenstern ist auch abrahamitisch. Das hast du mit dem Isaac und dem Abraham, ne, dass er dann irgendwie, nee, wird nicht mehr umgebracht, kein Menschenopfer mehr und so. Ja, was Na, ja auch die eine Hindus, super gute Idee ist, ne? die Hindus haben mit der ganzen Das ist Geschichte ein, überhaupt nichts Andreas, zu tun. das ist entkoppelt. Also Das ist ein die Menschenopfer gibt's trotzdem, das Gold ist aber davon entkoppelt. Gott, das Gold wird behalten, auf jeden Ja, Fall. das Gold ist trotzdem, diese ganzen Kult und so haben sie, aber die Menschenopfer, das haben sie entkoppelt davon. Die gibt's Genau. auch ohne diese Goldgeschichten Also und so. Menschenopfer, Ist ja, auch schön. das geht dann an die Gesellschaft über. Nicht? Also was wir an Menschenopfer dem Autoverkehr dargeboten haben, nicht? In Aber das mit Unzahl. dem, Gebiss da zum Beispiel, das meine ich, ne? Dieses Absetzen mit dem Schwarz und dem Gold, das ist ein Aber das wird doch Merkmal. bei Zehen auch kein reines Gold sein. Das wird Nee, doch ist ja so scheißegal, was das ein, ist. so Nicht nachher, eine, das so ein Verhältnis zu ja, den genau, Farben und sonst den. Aber ich dann frage mich, Sammelsurium. wie haben die das schwarze Zahnfleisch hingekriegt? Ist das irgendwie so Blackwater, Black Was ist, wenn du Snow, da Black Schwarz und Rock? Gold eingibst, also nur Schwarz und Gold suchst? Du bist ja jetzt bei Pinterest dann, ne? Wir hatten ja auch zusammen mal geguckt bei Google Ich soll jetzt Bildersuche. einfach schwarz und Gold. Ja, Pinterest ist so eine Konsumästhetik. Also es ist im Grunde alles schwappt drüber. Es gibt Randbereiche, die dann auch Spaß machen, aber Arbeitsfotografie, nicht so. Ab in den Betrieb und da mit den Arbeitern zusammen Fotos machen. Das ist da praktisch fast nicht zu finden. Und alt und Fotos ist immer nur, wenn die wirklich pittoresk sind, die alten. Ne? So, was war das jetzt? Ich nehme immer das Startpage. Die haben auch ein bisschen dran gearbeitet jetzt Schwarz in und nee, einfach nur Schwarz-Gold. Gold. Schwarz-Gold und Gold ist er. Aber ich würde habe nur Schwarz und Ja. Gold. Ja. Das ist so ähnlich wie auch bei der Bilder-Google-Suche. Da hat man direkt irgendwie so einen visuellen Style. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, von wegen meinem Projekt, ne? Hier, das ist schon so eine tolle Vorstellung, ne? Das haben die So alles massiv wird es nicht nachgemacht. kommen, ne? Haben Aber sozusagen von wir. oben, nicht? Also von der internationalen Raumstation dann so runter, sich so ausbreitend. Das ist ja so. Goldstaub, aber Gar natürlich eben nicht nur so einfach, das von der da gemahlene Ware, runterzukriegen. ne? Ist gar nicht so einfach, das von der IIRS runter muss ja einen Schubs geben, dann in Richtung Erde. Ja, das muss so eine kleine, also kleine Explosion geben, ne? Da müssen die körnig bleiben, natürlich, ist Mit dem ja klar, muss China man. könnte man mit dem China-Böller machen. Das wäre dann Also da zerbricht das ja. zeitgemäß. Also ein Nee, zerbrochenes Alpha ist ja kein richtiger Anfang. nein, du kannst es ja so machen, dass der China-Böller hinter einer gedämpften, weißt du? Ja, genau, aber das ist wieder Forschung, nicht? Man muss genau. Machst so eine Taiwan-förmige Platte. Und dann drunter den China-Böller. Und dann Genau. Guck mal, schießt du und hier ganz macht das ja, vorsichtig. wenn man das von vorne sieht, dann hätte man genau so ein Bild von so einer Supernova, die dann ja auch im Weltraum gibt es ja tolle Fotos, wieso? Wie die sich dann so ausbreitet, Milliarden von Lichtjahren und so, ne? So, das ist dann also im Kleinen das Große. Also je mehr ich jetzt davon erzähle, desto mehr bin ich jetzt begeistert und fange das Projekt an. Oder mindestens mache ich es öffentlich. Das ist ja noch ein bisschen erstmal so, ich habe ja mal im Grunde im Hintergrund nachgeforscht und Briefe geschrieben. Und ja, das ist jetzt natürlich hier Raucher, ne? Ja, auch die Frage Verbreitung durch Zigaretten, durch Rauchen. Gerade wo die heute ja alle elektronisch werden und
vom Handy aus gesteuert werden können. So. Aber gut, gehen wir mal wieder zu Ernsthaftem über. Das ist sozusagen so ein Hallen, ein mögliches, ich stelle mir das jetzt so vor, als ein Swimmingpool in einer Villa eingebaut, ne? Entweder wir gucken von oben rein oder wir stehen drin und irgendwann wird das Wasser aufgefüllt und dann hast du so diese ganzen Goldkacheln. Was ist denn das unten? Das sieht unten so ein bisschen wie Goldlaub aus, ne? Ist das nicht so ein bisschen? Blattgold. Genau. Das ist zum Quasi Draufsitzen. Da natürlich, unten ist ne? ein Oder Würfel. Also ich hier glaube, steht ein Würfel. unten ist unten und hier ist ein Würfel. Oh Mann, ey. Dagobert Duck hätte jetzt so seine Freude. Kommt doch an, aus welchem Material das ist. Nein, das ist, also das ist Goldfolie oder natürlich. How Asia changed the course of American Art. Wie Asien den Lauf oder die Richtung amerikanischer Kunst verändert. Oh, da kann man neureich, protzig, neureich kann man bei denen auch nicht sagen. Noch mehr. Aber muss ja gar Das ist kein jetzt so Gold, besser beleuchtet. also kann zwar Goldfolie sein, aber muss ja gar nicht. Muss Sondern die es Farbe nicht. haben. Ach, guck mal hier. Ja, das ist jetzt sozusagen eher so auf dem Boden gematscht, sieht das eher aus, ne? Immer so mit so breiten Spachtel. Ja, das ist dann wieder komisch. Da weiß man jetzt nicht, haben die eine Goldmasse, die sich so, Ist Folie. oder haben die das mit Gips gemacht, Das nachher ist alles Folie. einfach. Ja, das kann natürlich auch sein, aber ansonsten, das Cool. vorhin war Folie, würde ich sagen. Ja, aber es gibt ja Goldmasse. dieses, also ich meine, wie man Blattgold herstellt, das ist schon so eine Sache, wie das gehämmert wird. Also so, ich habe das so mir mal angeeignet, kann ich aber nicht mehr. Diesen Rahmen, wie so ein Blattgoldrahmen gemacht wird, nicht? Da hat man dann diese rotbraune, was sagen wir so, japanbraune, japanrote Farbe. Und die hat so eine Eigenart, die saugt das an. Das ist also richtig so ganz vorsichtig, legt sich das da ganz glatt drauf. Dann nachher wird es ja dann so poliert. Aber meine Güte, guck mal hier, das geht ja dann. Also hier, guck mal, das ist ja dann. Hier, Ockergelb da kann haben man auch wir für Gold nehmen. Mal, Graffitis, guck mal ockergelb. hier, Graffitis, was? Ockergelb, ockergelb. Ockergelb. Kannst du auch für Gold nehmen, als Gold. Aber auch hier so ein Grünlicht, ne? Hier so ein Grünlicht drin. Und hier, da haben sie vielleicht, ich kann mir vorstellen, die haben da einfach in der Stadt Mauern, haben sie da sozusagen ausgeschnitten aus irgendeinem Graffiti oder vielleicht die Berliner Mauer oder so und haben dann das vergoldet. Ja, natürlich ist es das, das sieht man doch. Also du siehst doch die Bruchkanten des Betons Ja. und dass sie das einfach, ne, auch die Ritzereien und so, und da haben sie einfach Gold. Was heißt Gold? Es ist, glänzt und sieht goldähnlich aus. Ja, das kann immer ein fürchterliches Als-ob sein. Und auf dem Grad wandelt man natürlich nicht, ob die genug Geld hatten, um zu investieren und echt Gold, ne? Ach, das ist ja in den darstellenden Künsten, also Kleinkünstler und auch Großkünstler, wo sich dann die Menschen, so Männer und Frauen, so mit völlig Gold überziehen. Bei den Oh. Crawberries zum Beispiel ist das im Zombie, da ist die Sängerin, ja, die ist auch völlig so in Gold überzogen, Ja. hat dann da so einen Rosenkranz am Kopf, glaube ich. Warte mal, wie war das? Da war noch, glaube ich, ein goldenes Kreuz. Aber sie war auch, glaube ich, völlig in Gold getaucht. Ja, die war relativ Ja. golden, ja. Ja, das ist auch so, sieht man öfters mal, oder? Dass die Ja, das ist Leute. Lebensgefühl. Also je nachdem, was sie da drauf getan Ja, haben. das sieht ja Also nur golden aus, das ist ja kein richtiges Gold. in Venedig der goldenen Zeit damals, ne, da haben diese immer so eine Prozession gehabt, da wurde ein junger Mann, ne, wurde als Gold, ergoldete Statue in so einem Zug mitgeführt. Und den haben die tatsächlich mit Gold bedeckt, der ist am Ende tot gewesen. Ja. Immer, jedes Mal. Nee, Deshalb nee, sehe das aber haben sie Herr. nicht so oft gemacht, weil das war dann schon skandalös. Sag mal, So deshalb einen sind die auch schönen von Jüngling. Zombies. Die sind Tja, ja da auch von Zombies. der ist erstickt, also die Haut hat nicht mehr geatmet und dann gab es Giftstoff und Atom. Aber was interessant ist, es gibt ja noch seltenere Metalle,
und noch wertvollere Metalle. Die haben aber nie den Status wie Platin. Gold erreicht, ne? Platin oder was? Wahrscheinlich, ja, an sowas denke ich Ja, jetzt. ähnliches. Entweder, wann wurde denn Ja. Platin erfunden oder gefunden? Hat genau die, Platin. du Gold hat genau die richtige Menge, dass jeder ein bisschen haben kann. Ah. Und ist aber trotzdem, Angefixt. ne? Ja. Jeder kann reich werden, nur nicht alle. Ne? Ja, aber Platin Richtig. gibt es ja auch grundsätzlich relativ viel, ne? In der Aber Platin ist so Medizin. ein Understatement. Das heißt also, diese direkte, pure Sinnenfreude, die man an Goldschmuck zum Beispiel entfalten kann, nicht? Die ist da, oder an Brillanten natürlich, aber eben am Gold, die ist da sehr zurückgenommen. Es ist sozusagen, ich gehe ins Understatement, aber ist kostbarer. Ne? Wie ist das denn mit Und seltenen das ist Erden? Weiß nicht, was das ist dazu so, was ist zählt, die aber die sind ja seltenste auch Erde? selten, ne? Ja. Nee, die dafür für die Handys gebraucht werden angeblich. Seltene Erden und so. Ah, das Problem bei Platin war, das ließ sich nicht aus dem Gold irgendwie so einfach raus extrahieren. Und deshalb hat das ewig in 3 Tage gebraucht, bis man es irgendwie als Platin an sich. Ist das im Gold praktisch Ja, das ist so ein vorgefunden? Begleitmaterial, die Kupfer oder sowas ist ja auch, also dort, wo Gold ist, hast du meistens auch Kupfer mit und umgekehrt. Und Platin hängt im Gold mit drin. Und das lässt sich aber, nennen wir es mal, nicht so einfach Ja. irgendwie aus dem Gold irgendwie. Trennen, ja. Genau, es wurde sogar als lästiges Begleitmaterial beim Goldsuchen bezeichnet. Naja. Also bis ins 17. Jahrhundert steht zumindest bei Wikipedia hier. 1856 gelang es dem Apotheker und Chemiker Wilhelm Karl Hereus. Ah, daher. Erstmals und so weiter. Reines Platin in nennenswerten Mengen. Also das hat wirklich, es war ein Problem der Extraktion. Ja, da geht auch unheimlich viel an Know-how und Entdeckungskapital sozusagen mit rein. Nicht? Das ist ja das, was man auch nicht, die meisten nicht wissen, dass also in der Ilias wird ja um drei Beine gekämpft. Nicht? Und die drei Beine waren ja aus Bronze. Und so drei Beine herzustellen, das war schon also viel Handelsbeziehungen. Übrigens auch die ersten Goldvorkommen und dann, das ist nochmal eine extra andere Geschichte, Archäologen, wie die Goldgewinnungsorte und Herkünfte herauskriegen. Aber diese Bronze, das brauchte schon einiges an Kenne und das ging in die Kostbarkeit von Bronze-Dreibeinen mit ein. Nicht? Die waren Bezahlungsmittel in Delphi zum Beispiel. Na gut, so, jetzt habe ich aber jemanden unterbrochen mit der Garantie. Andreas, du Metallurgie. laberst zu viel. Ja. Bist unterbrochen. Ich werde jetzt nicht mehr so viel. Ich bin jetzt. Können wir Jetzt mal haben alle Sie alle. Jetzt schneiden. dran gewöhnt, dass du hier Ja. bist. Weißt du, so von Anfang an reden, durchgängig, und dann sagen, jetzt habe ich bestimmt jemanden unterbrochen. Ja, wie unterbrochen? Hat doch gar keiner angefangen. Das stimmt. Also ich habe jetzt die ganzen Motivationen von Michael, habe ich jetzt zur Seite gedrückt. Ich Er kann hatte das Herr ja Jahn mit der zeigen lassen. Badewanne. Hier bei Zoom gibt es jetzt künstliche Assistenten und da kann Aha. ich die Redezeit von jedem kriege ich Ach so, angezeigt. krieg ich mal so Echt? Säulen? Doch, kriege ich angezeigt, kann ich auch Diagramme und Excel-Tabellen generieren am Ende. Geil. Ja, das fehlt. Unbedingt. Das ist ja mal mindestens. Genau. Ja, also Das ist. kulturelle Aneignung habe ich mir eigentlich gedacht, das Thema an sich ist da schon so langweilig, oder? Was soll man da eigentlich noch zu sagen, kulturelle Aneignung? Naja, Diebstahl ist ja Oh. nicht Kultur, ist ja vielleicht, Diebstahl ist ja auch immer da im Schwange. Und bei Gold ist Diebstahl noch eine Komponente mehr, ne? Ja, Also aber ist das hat ja nichts Diebstahl, direkt Reichtum. mit kultureller Aneignung zu tun, Gold, oder? Weiß nicht, weißt du? Uff. Wir haben uns vom Universum was geklaut. Ja, genau. Ja,
Ja, ich bin gerade aufmerksam geworden, wie schön die Haut gemalt ist von dieser Lady, an deren Bockschößen ich so Führung machen lehne. weiter. So, Das ist unglaublich. Da sieht man also, wie auch Haut Untermalungen braucht, um glaubwürdig zu sein, die was ganz anderes sind als rosa angestrichen werden. Ne? So. Gut. Also der Malerische ist schon toll. Ja, ach so, ich wollte ja nichts sagen. Also das mit dem Michael, Platin, Stichwort Badewanne. Entschuldigung, Marc. das mit dem Platin hätten wir also geklärt. Also es war sozusagen, es gab keine direkte, also Verwendung hätte man vielleicht schon gehabt, aber es war nicht verfügbar, das Platin. Okay. Kunsttalk schreibt hier im Chat Platin 1856. Soll Okay. das? Da haben die da erst angefangen, das richtig zu. Genau. Echt? Ja, wie gesagt, ich habe auch gedacht, Gold erst vor 6000 Jahren, da muss ich nochmal überlegen, warte mal. Der Heraeus, also nachdem auch dieser Konzern da benannt ist, dieser Edelmetallkonzern, der hat das erfunden. Es war ein Apotheker. Aha. Bla bla bla. Hanau. Ja, genau. Heraeus. Genau, das ist dieser. Ist das denn bei der japanischen Schmiedekunst von diesen Kampfschwertern? Da ist ja angeblich auch irgendwie so traditionell lange schon überlieferte Methoden, um dann irgendwie Legierungen da hin und her zu kloppen. Die kloppen die irgendwie oder so. Echt? Weiß ich Oh gar nicht. Gott. Diese Schwerter werden ja so also in mehreren Schichten irgendwie gekloppt. Aber ich bin da kein Experte. Aber da geht es ja auch um die Legierung dann, ne? Woraus die dann ja, die Schwerter machen. Ja. Ich Interessante gucke gerade noch Frage. was. Entschuldigung. Eine interessante Frage, ob Japan die auch so goldverrückt war. Ja, Gold, nee, ich meine jetzt mal generell von der Metallverarbeitung da, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Wie lange gibt es jetzt Metallverarbeitung sozusagen? Scheinbar noch nicht so lange. Mache gerade eine ganz eigenartige Erfahrung, dass unter dem Wort Scheingold lauter Kaffeeangebote sind. Ich versuche jetzt mal mit, das ist wirklich unechtes Gold. Aber ich will auch was hinaus, weil diese Leute, die dann irgendwie in so Stollen gegangen sind, um Gold zu finden, die haben dann ja immer plötzlich gedacht, sie haben Gold gefunden. Und das war dann falsch. Es war doch dieses Katzengold, was irgendwie. Ist das nicht irgend so ein Feldspatzeug oder sowas? Also. Pyrit, Ja. Schwefelkies, Narrengold. Aha. Nochmal, ist das ein Salz? Ah, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass es Katzenmangold oder so heißt. Ja, lebhafter Metallglanz sieht öfters golden aus. Ja, hier gibt es welche in Gold. Aber wir waren ja vor uns Paritze. bei dem, sind wir ja fast schon auf die Betongoldstrecke abgebogen, ne? Im Ja. Einhorn. Aber da haben wir uns noch, über die Klippe wollten wir nicht drüber springen. Da sind wir noch, wir sind ja noch erst angefangen. Dazu kommt ja noch, ich würde sagen, Plastik wäre auch noch, also der Kontrahent zum echten, wahren, schönen, göttlichen Gold. Ne? Das würde ich jetzt Plaste. wohl noch. Plaste. Plaste, Plast und Elaste. Ich fand das übrigens toll, als ich das. Ich habe das ganz spät erst gemerkt, dass also die Sprachverwendung für Plastik, ne,
Ja, bei uns in Richtung künstlerischer Skulpturen geht, also da eben Plaste und Elaste hieß, Ah, also im östlichen Elastomere. Deutschland. Und das finde ich, ich fand das viel, viel interessanter und treffender. Plaste und Elaste. Also ja, wollte ich nur sagen. Ja, Na gut. da haben meine Eltern sehr drauf geachtet. Plastik, ja, das ist das Ding, was man anfassen kann. Das steht irgendwo im Museum. Was du meinst, ist Kunststoff. Ja. Genau. Genau. Kunststoff Meyer, wer Ja. ist das noch? Kunststoff Meyer. Das war Loriot oder was, ne? Kunststoff Meyer, gibt so ein Loriot, so ein Trainer, der ist total. Weiß gar nicht. Meier? Ist das nicht dieser Typ aus Papa and the Porters oder sowas mit diesen Mal so eine Rohren? Show, also so Kleinkunst Ach in der so. Firma und dann mal mit so einer Bühne und dann ist die Loriot. Partnerin da vom Loriot, die singt dann da mit dem Chef von der Firma, Kunststoff Meyer, Die Firma Loriot. Kunststoff Meyer legt Kunststoffeier aus Ja, Polyvinylchlorid. genau. Ach so, nicht genau, Ödipus war es. Entschuldigung. Ich wusste jetzt immer genau, aus welchem Werk. Dann hätte ich jetzt mal ins Werk schauen müssen. Also angeblich gibt es Schwertei auch erst seit 6000 Jahren. Lese ich jetzt gerade eine Wikipedia hier, Bronzezeit, ältesten Schwerter, bla bla. Und die wurden von Kupferbeimischung von Arsen, sogenannte Arsenbronze. Da haben die dann irgendwie zusammengekloppt. Keine Ahnung. Naja. Auch erst 6000 Jahre. Wahnsinn. Also, wie lange sind die, wann fängt die Steinzeit an? Irgendwie weiß das jemand? Das wäre dann auch nochmal so, könnte man nochmal gucken, wie lange sie gebraucht haben, bis sie so irgendwie was Vernünftiges. Aber es ist schon irgendwie, ob die in der Steinzeit schon, vielleicht hatten die mit den Brillis so sehr zu tun, mit den Edelsteinen, mit den Achaten und so, dass sie also auf die Idee, Metalle da beizuziehen, gar nicht gekommen sind. Vielleicht irgendwie so, dass das so ein, in Wirklichkeit hat die Steinzeit was mit Ja, pass auf, Steinzeit, sagen Sie hier, wer ist Willis are the girl's best friends die irgendwie. früheste Epoche der Menschheitsgeschichte? Geht hin bis zu gesichert geltenden Werkzeugfunden von Blabla-Kultur vor 2,6 Millionen Jahren. 2,6 Millionen Jahren. Oh, ja. Ja, da ist nämlich auch die Frage, wie alt ist überhaupt der Mensch? Also von dem ersten Mal, dass da einer mit einem Stein auf eine Nuss gehauen hat, das kann ja noch viel weit früher sein. Ich weiß da Also. manchmal gar nicht mehr. Also angeblich, was ich gelesen habe, der Mensch, von dem wir sprechen da, der ist irgendwie so 300.000 Jahre alt, oder? Echt? Wir jetzt mit dem, der Goldene, der mit Nee, dem Gold. allgemein. Ich meine jetzt mal mit diesem, Allgemein. was ist jetzt Steinzeit, Bronzezeit, Kupferzeit und was weiß ich, was für eine Zeit. Aber die komischen Pyramiden, die sind doch schon 4000 Jahre alt. Das heißt, die sind von anderen Menschen gemacht. Genau. Ja. Oute ich mich jetzt hier gerade als unwissend? Ja, wahrscheinlich. Was? Ja, das tun wir hier dauernd. Dazu sind wir da. Wir wollen das ja gerade hier eruieren, oder? Wir halten ja hier keine Das Vorträge immer. ist so wie RTL, ne? Wir sind auch dazu da, damit andere sich sozusagen so distanzieren können. Nicht so, na, nee, ich nicht. Also, nee, die. Also, dann gibt es ja auf Fox irgendwie Nachmittage lang Tüll und Ja. Tränen, wo Frauen irgendwie sich Brautkleider anziehen und wieder ausziehen, wieder anziehen, Was? bis sie das gefunden haben, was ihnen persönlich so sehr entspricht, dass sie es unbedingt haben müssen. Ich meine, das ist ja hier jetzt auch nicht viel was. Nein, Entschuldigung. Ich glaube, ich mache hinten mal ernst ein Bild wieder anders. Da liegt auch ein Schwert hier, das ist so ein
Ich sehe gerade, dass da noch ein Schwert nicht von links, von rechts. Was hatten wir heute hier, Andreas, mit den Historikern, ne? Wo ich gesagt habe, es gibt angeblich da, haben wir von Göttlich, gehört, ne? Historiker, die Ganze Gold rausgeschmissen aus den Gotteshäusern. Ne? Da hat man dann gesagt, wir müssen darauf verzichten. Bin ich jetzt eingefroren? Nein, alles gut. Nein, hier nicht. Also, Also ich habe bei mir jetzt hier ab und zu mal eine schlechte Verbindung. Vielleicht ist sie bei mir da Ah, abgehakt. dann war das gerade bei dir. Das ist natürlich blöd, weil ich der Host bin. Ja, wenn du raus bist, könnte es sein, dass das zu Ende ist, ne? Ja, aber ich habe das Gefühl sogar, dass Zoom noch irgendwie puffert. Der Stream läuft auch weiter, selbst wenn ich keine Internetverbindung habe. Das ist natürlich gut. Wie Ja. auch immer das geht. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir jetzt mal jemanden fragen, der sich mit IT und so einem Kram auskennt. Ja, aber nicht so wie wir, ne? Nicht so wie wir. Wir würden ja sagen, der würde Luschen. dann abbrechen. Ja, muss Aber man wer mal richtig gucken. Ahnung hat, der weiß, dass es einfach Ja. weitergeht. Das ist empirisches Wissen, ist das, ne? Ja, wir sagen ja auch Phänomenologie noch der bei, wir Informatik. flüchten ja auch in den Aberglauben, wenn wir einen Fehler haben, der sich nicht Ja, beheben lässt. Dann ja. sagen wir, es ist der Kosmos oder Das Jenseits, genau. Irgendwo was das ist allmächtige nachvollziehbar als das Netz. Jenseits. Guck mal, Andreas, hast du Was hast du da gesehen? hinten? Ein Das ist goldenes Geo, Pattern. ein goldenes Pattern. Goldenes Pattern, ja. Habe ich mir gerade generieren lassen. Die Sammlung von Matze Pattern ist also Ist auch wird immer größer. bei Twitter ist es auch. Da habe ich es auch hingespielt. Ach, super. Wenn Ich wir muss da schon mal hier richtig gründlich stundenlang über hinterhergehen. Goldstaub reden, ich bin hier auch gerade noch dabei, Durchzug, aber es dauert immer eine Weile, bis hier irgendwas kommt. Ich habe jetzt noch Geopattern plus Staub will ich jetzt haben. Kommen sehr unterschiedliche Bilder aber raus. Da hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts mehr zu tun. Und ich brauche ja aber eins, wo das Pattern und der Staub noch zu erkennen ist. Muss ich hier noch umprompten oder was? Du bist jetzt da in deinem Kontrollnet, ne? Irgendwo. Jo, nee, ohne Kontrollnet, das ist ganz normal jetzt. Also da hatte ich ja, ich hatte doch die Geopattern mit 10 Bildern trainiert, so dass er ungefähr die Form kennt und was da so an typischen Mustern drauf ist. Und gerade die prägnanten Muster, die vielleicht, wo Andreas sagen würde, ja, das sind vielleicht die, ne, aber für ihn gar nicht zum Beispiel die interessanten, ne? Aber die merkt er sich natürlich eher, ne? In Stable Diffusion. Da müsste man nochmal anders trainieren. Und aber diese Grundform ist erstmal, ne? Ja, das Zipflige, der Vogel, der da Na, kuckeln ich gehört. könnte mit Kontrollnet könnte ich es erzwingen, dass es genauso aussieht wie das. Aber das wollte ich jetzt nicht. Aber du hast im Prompt einfach Gold gesagt, oder was? Geopattern ist ja made of gold. Ja. Also, was auch manchmal made out of gold. Also, aber made of gold müsste reichen. Was wäre Also. denn, könntest du das gleiche Bild, oder was mich halt mal interessieren würde jetzt zum Beispiel, was ist, wenn du anstatt Gold Messing sagst? Da kommt wahrscheinlich was ganz anderes raus, also von der Form her. Das müsste man dann, man müsste sich das Bild jetzt nehmen, das wieder in Kontrollnet packen und dann das andere Material drauf prompten. Dann geht es. Weil ich habe mal hier, wie gesagt, ich habe da mal so gegoogelt und mich versucht, da ein bisschen schlau zu machen und habe da nur einen riesen Wald gefunden, wie die Codes sind für den Begriff Messing zum Beispiel oder Gold oder Kupfer, Bronze. Da gibt es, was weiß ich, der eine sagt das, der andere sagt das, aber da gibt es keine festen Regeln scheinbar. Weil sind so Wischiwaschi-Begriffe. Ja, also ich bin ja auch, man kriegt dann so ein Gefühl dafür irgendwann, welche Sachen funktionieren und welche nicht. Ja. Aber so, es geht halt auch nicht hundertprozentig, ne? Es geht nicht immer. Mich hätte jetzt nur interessiert, also wie weit zum Beispiel Gold und Messing da von der Art und Weise des Outputs sich unterscheidet oder halt Bronze oder Kupfer. Bei Kupfer ist eigentlich das Auffälligste, finde ich noch. Also Ja, ich also muss das jedenfalls sagen, kann ich mal machen. dass diese goldene Fläche wirklich golden aussieht. Das ist also nicht wie also dieses Gold FFD 700, ne?
sondern Ja, es hat klar. also tatsächlich die Illusion von einer goldenen, von einem Goldblech zum Beispiel, Ja. wie gepunzt ist oder so. Schon. Und, Kopper rechnet er gerade. Es steht auch ein bisschen steht ein bisschen ungelenk, aber es steht auf dem Tisch sogar. Ich habe auch Lie on Table irgendwie, hatte ich gesagt. Und dann aber Aufnahme from Side, sodass er die Kamera von der, ne, Seite so macht. Und rechnet gerade, ich packe es gleich hinter mich. Und dann müssten die Kupferbewerter herkommen. Copper. Also der gleiche Prompt, gleiche Zufallszahl genommen und es ist schon nicht so weit weg. Also aus dem, was ich vorgesehen habe, wie viele unterschiedliche Bilder kommen, wie stark die differieren. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier an der richtigen Stelle bin. Bin ich nämlich nicht. Zack. Also ich warte jetzt auch ein paar Sekunden, bis das große Bild gerechnet ist, damit ich nicht mit so einem niedrig auflösenden Hintergrundbild hier sitze. So. Dann schreibe ich nächstes Mal Copper, ziehe das hier rein und tausche es hinten aus. Doppelklick, suchen, Copper. Und zack. Ja, Oh, ja, Farbton also wird es ist dann, jetzt halt, ja, vom Farbton würde ich auch sagen, ja. ja, das ist Kupfer. Ja, eben war Gold, das ist Kupfer. So, das kennen die ganz gut, ne? Also wenn das ordentlich verschlagwortet ist und so. Also das ist ja auch immer. Ich habe jetzt das Basis-Base-Model genommen, das halt einmal, weiß ich, wie viele Fotos und wie viel Verschlagwortungsarbeit da drin steckt. Sehr viel, schätze ich. Und deswegen dauert das ja auch immer eine Weile. Und darauf setzen aber alle auf. Also wenn man jetzt andere Models runterlädt, setzen die alle auf dem Einser, auf dem Einser-Model auf und sind dann Modifikationen, sodass man eigentlich in allen immer so Grundelemente auf ihn verlinkt. Wie die Propädeutik sozusagen, so Basis. Oh, jetzt kommst du, was muss mir helfen? Ja, das Grundlagenwissen, was du brauchst, um weiß der Geier, was da Naja. binomische Formeln zu oder Boolesche Was ich mal machen Algebra kann? kannst du nur verstehen, wenn du das den anderen Kram davor auch verstanden hast. Guck mal hier. Dann seht ihr mal, wie das eigentlich ist. Es ist hier auf dem Tisch. So steht es da ein bisschen ungelenk. Wie hätten wir es denn gern? Ich hätte es gern. Ich Ja. hätte So. gern noch zwei, und zwar einen Messing und einen in Bronze. Oh, Messing, Dann Englisch. nebeneinander als Kacheln, ja, in einer Viererkachel. Hilf mir Messing, Englisch. Messi. Stand heute auf Twitter. Stand heute auf Twitter. War mal Gold. Ich habe heute schön Beaker heute früh gebaut. Frank hat ihn schon, also hier. Den von Muppets. Der hat mir gut gefallen. Der hat total gut funktioniert. Wer hat Messing? Macht er. Ich kann auch sagen, ich mach, ja, komm. Messing. Brass. Brass. Hätte Ah ja, man drauf, genau, ja. Blechblasinstrumente sind also Messingblasinstrumente. Ja. Hätte man drauf kommen können, Ja, ich nicht. Jetzt vergesse jetzt, ich wo es man nicht es mehr. weiß, jetzt, wo man es Ja, weiß, ist man, halte ah ja, ich stimmt, genau. Zufallszahl ist er ein weitergerückt. Die mache ich mal fix. Mal gucken, ob es wieder. Ich hoffe, dass wieder sowas. Ja, die Form ist da. Also auch der Aufbau, dass es wieder auf einem Bild ist. Es sieht, es ist von, ja, es ist messingartig, ja, es wird messingartig. Also es ist halt weniger gelb und hat so einen Grünstich drin. Also auch dieses, ne, wo dann auch Patina und sowas alles so zum Durchschein kommt. Ich könnte noch eben eine eigenhändig bearbeitete Kupferfolie beitragen. Ich mach mal kurz Noch mal. noch, mach ich Das mach ist ja mal. alles, du kannst ja teilen, ist ja nur Hintergrundbild hier. Wir sind ja moderner geworden. Wir streamen ja unten unter uns drunter jetzt die Bildschirme. Ich muss eben muss jetzt erst das nochmal gucken. Da ist es. Und jetzt. Das und beigeben.
Und? Mhm. Ah ja, das kenne ich, ja. Das sind diese Kupferblechdrückarbeiten, die da auch im Knast machen, die Leute zum Ja, Bestechen. das ist, das war im Was? Gymnasium. Ja, ich habe das aus Ja, meiner ich Gymnasialzeit, dachte. Oh. habe ich das mitgenommen. Mein Bruder Jetzt ist hat das da die, ewig, ewig viel Zeug von gemacht. genau, das war so eine Aufgabe. Genau, ja, das ist der Unterschied zwischen Alu-Silber-Farben und Na, dreh es auch nochmal um, ey. Ja. Spektakulär. Spektakulär. Ey, ich mach's gleich auch wieder weg. So. Mal stoppen. So. Ja, aber jetzt zum Beispiel den Da ist Farbton, jetzt. den würde ich bei dir, Matze, jetzt auch direkt als Gold durchgehen lassen. Nee, ich nicht. Doch. Hätten wir das Nee. am Anfang gehabt, dann hätten auch alle gesagt, ja, ist Ja, Gold. also wenn es als Gold angekündigt hätte, Ja, ich hätte es auch genau. als Ja. Gold durchgehen lassen. Ja. Aber ich Aber hätte, guck. könnte jetzt auch Patina dazu tippen oder sowas. Weißt du, dann geht das Also hier sofort. fehlt Ja. das Warme, das also das ist Messing hat eher so eine Mühle. Aber Gold gibt es doch in der Ausprägung Weißgold, dass es schon fast silbrig ist. Und Ja, Rotgold, wo es schon, das also in Anführungszeichen übertrieben, auch schon fast kupferfarben ist. muss man sich dann hinprompten, Das sind ja. ja, das frage ich mich jetzt, ob es tatsächlich Weißgold gibt, was so nah am Messing ist. Oder Messing, was man so ein bisschen pusht, näher am Gold. Ja. Das ist ja Das das ist also. Interessante an dem Gold, ne? Also dass das vom Material her Made ist of das alles Gold. brass with Patina. Mal gucken, ob er Englisch den Begriff kennt, Patina. Ja, er meckert es nicht an. Aber was hier ist, ist so Ich eine rechne. gewisse Steifheit und das war Er bei diesem goldenen rechnet. Blech, also das war, wirkte weicher. Wenn das Programm das hingekriegt hätte, dass das also das eine tatsächlich materialmäßig Ich kann hier Donald Trumps aus Gold und Kupfer machen. Das interessiert das Programm einen Scheiß. Ja, aber der ist auch Gold. Guck mal, das ist auch ein Goldlöckchen. Das ist gerade bei dem Trump zum Beispiel, da siehst du Gold ohne Ende. In den Haaren, im Gesicht, der ist mal braun gebrannt, goldenbraun, ne? Das stimmt. Das räume ich ein. Bei uns gibt es ja auch Goldhähnchen, ne? Die kann man essen. Goldbräuler, stimmt. Bernlos Goldbräuner, Toni genau. in Gold. Aber. Ich glaube, mit dem zweiten werdet ihr zufriedener sein. Und die Meckerei hört endlich auf, ey. Das da sieht aus wie Alien-Kunst, Matze. Na, vielleicht auch nicht. Na, mal gucken. Also das eine war ja so ein Dreiecksnetz, und das hat jetzt diese Gravur. Woher auch immer Und die da, kommt. Wir woher müssen auch uns immer das die kommt. Fotoset angucken. Solange ich nichts dazu prompte, was das Muster angeht, kommt es aus den Fotos, sonst könnte ich halt auch sagen, ich möchte gern Pattern aus Herzchen haben und dann könnte man gucken, ob das klappt. Das goldene Blatt. Nee, das passt. Brass 2, Brass 2. Das Hier ist rote Buch und das goldene Blatt. Brass 2. So, jetzt kommt ihr. Es ist bei mir auf dem Bildschirm, sieht es etwas rötlicher und etwas, ich mache mal ein bisschen hoch. Was heißt das jetzt? Ach Und so, das ist schon ziemlich Patina. am Schmuckdesign. Wow! Ja, das ist Dann da auch jetzt mit hier, dem ich mache mal so mit dem Fuß, ne, dass man den mal sieht. Quadrat da drin. Ich kann mich Messing aber selbst mal noch, kurz oder? ausmachen, ja. Messing ist das noch, ne? Ich mache mich mal kurz aus und dann, so sieht das aus. Das ist aber noch Messing, oder? Nee, hier steht jetzt Brass dran, ne? Aber Patina habe ich rangeschrieben. Ah ja, Brass, ja. Dann ist es halt so. Nee, Brass und Patina. With Patina steht jetzt dran. Wie spricht man das ordentlich? Patina, ne? So, Know. also er packt das halt auf den Tisch, ne? Weil ich gesagt habe, hier on table, dann macht er Müsste eine halt Minute verschwinden. jetzt. Und Bronze jetzt noch? Kannst du das auch noch machen? Wäre so nett. Jo. Bronze heißt Bronze. Ja. Das ist natürlich sehr praktisch.
Aber Patina wieder weg. Erstmal reine Bronze, ne? Mal gucken. Na, Form ist noch da. Es macht was relativ Dickes. Oh. Na, ihr werdet staunen, ne? Das ist ja richtig Arbeit, die dahinter steckt. Die hier gerade. Weißt du, der macht das hier in einer halben Minute, in zwei oder in einer Minute fertig, in 2048er Auflösung. Ein Lüfter oder was? Zwei. Vielleicht sogar vier. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ob der jetzt zwei auf der Karte kann. Lüfter, Lüfter, Lüfter. Also ich finde, wenn man so Sachen miteinander vergleicht, dann ist der Tatbestand, dass jeder ja auf dem Monitor noch mal etwas anders sieht, ist ja dann etwas entkräftet, ne? Ja, also Wenn ich habe ja jetzt das Videofenster dazu. Nee, es wird auch ein bisschen so sein. Also ich habe ja hier so einen Monitor. Der ist zwar sehr groß, aber es ist halt kein farbtreuer Monitor. ja. Und das heißt, wenn ich im Winkel gucke, nach hier links, ist es halt blasser, als wenn ich, ne, auf die eine Hälfte hier gucke, wo die Bilder ich jetzt sehe. Deswegen ist der Unterschied, den ihr seht, ist ja gar nicht so groß. Wenn überhaupt eine, ne, vorhanden ist. So, hingucken hier und jetzt haben wir Bronze. Und es ist eine Skulptur. Also das andere ja auch, aber jetzt ist es ganz klar eine Skulptur. Und ich mache mich selber weg. Und zack, und ich bewege sie. Warum bin ich noch da jetzt? Da kannst du mal bei mir auf meiner Da, Karte da gucken, guck kannst du ja hier, mal. guck hier, Ja, so. guck mal bei mir auf meiner Farbkarte, die Auf ich mir deiner da. Farbkarte. Wie das da mit dem Guck. Bronze aussieht, da ist ja völlig daneben. Also das andere war eigentlich so Deine relativ sauber Farbkarte gold. ist daneben. Das kannst du in die Hosentonne treten. Ne? Aber das sieht eigentlich auch aus wie Gold, finde ich. Finde ich auch. Wie gesagt, das Einzige, was ich da unterscheide, ist Kupfer. Groß, ne? Klar. Ich habe jetzt einmal generiert. Ja. Man wird auch, ne, man muss aber schon selber wissen, wenn man, ne, welche Richtung man haben will, oder wie die Farben sind und sich Originale raussuchen. Und dann, aber hier, Andreas, noch kurz, ne? Wie das ist jetzt gewölbt ist. Das soll jetzt hat es halt hier wirklich diese durchlöcherte oder Das ist jetzt herausragende. Altgold. Altgold. Das ist Gepromptete jetzt Bronze. Altgold. Ist das jetzt, aber das ist ja, jetzt kommt Altgold. gerade so, Das ist ist das jetzt Altgold. sozusagen Widerspiegelung oder Aneignung? Oder ist das Also Messing oder Widerspiegelung Bronze? Sag von mal, ist schon das Messing oder gehabter. Bronze? Damit kannst du mal antanzen, ja? Kommst mit einer Rasterfrisur auf ein Fridays for Future Konzert und dann sagst du, nee, das ist keine Aneignung, das ist Widerspiegelung. Und dann sagen die, ja, ist okay. Okay. Ja, Aber kann ja, wenn du spielen. sagst, eine kulturelle, genau, kulturelle Widerspiegelung, Setz dir noch eine Krake auf die Schulter, kommst ganz durch. hol die Ja, voll aber raus. Da geht es ja eigentlich da. nicht um die Rasterlocken. Das ist ja genauso, wie der Andreas richtigerweise sagt, auch Ästhetik ist für die meisten vielleicht, die denken nur irgendwas Schönes ist, ne? Aber selbst Hunger kann man ja auch ästhetisch betrachten. Und so ist die kulturelle Aneignung ist halt die Ausbeutung von schwachen Minderheiten. Die kapitalistische Ausbeutung von schwachen Minderheiten. Ja, das sind aber alles Kinkerlitzchen einer gesättigten Gesellschaft. Naja, Mar nee, marginal. doch. Nicht wirklich. Also das ist das Modell Alter, ich dafür mache doch ist. niemandem Vorschrift, wie er sich kleidet oder was ich was. Ja, Das ist, aber. was ist das für ein Schwachsinn? Nee, das meine ich auch nicht. Oh Ich bin ja, auch bei ich muss den. mal eben eine Flasche öffnen. Was? Boah.
Lässt sich nur im Suff ertragen. Ne? Ja, aber irgendwas ist da an dieser Debatte, was jetzt halt nicht mit irgendwelchen Rasterlocken zu tun hat, sondern auch noch auf einem höheren intellektuellen Level relevant. Nee, na, entschuldige, aber ich darf gleich noch mal zu Ende machen, was ich eben angefangen habe. Danach bin ich wieder still. Und zwar, also das Problem war, da gehen große Pharmakonzerne durch den Dschungel, nehmen sich hier eine Rinde, da ein Blatt und machen daraus Medikamente. Aber sozusagen die Leute, die in diesem Urwald leben, die haben absolut nichts von, sondern im Gegenteil. Das ist so dieser Sprung, wo das dann mit der Ausbeutung anfängt. Ob man das, da bin ich auch eben nicht für, dass man das jetzt auf Rasterlocken überträgt oder so nicht. Aber Ja. das ist das Konzept. Ja, aber Wenn man das ist dann was nach, ganz anderes als irgendwelcher Veranstalter, der da wegen ne? Rasterlocken irgendwie einen Schwachsinn macht, oder? Sind ja auch nur wenige. Die ist natürlich immer Ja. so die ganze Diskussion super hochgetrimmt, Ja. weil, weißt, gibt es zwei, drei Vorfälle. Ich sehe das schon ein, dass es eigentlich so, aber es wird halt so hochgekocht. Stefan und Wolfgang, die hatten das ganz gut, ne, im Podcast. Ich weiß nicht, Frank, hattest du den gehört? Ich glaube nicht. Das hätte ich mir Ja. gemerkt. Und haben nochmal so dieses, selbst wenn die Diskussion eigentlich eine total virtuelle ist, also diese ganze Woke-Quatsch hier so, ne, hat es ja aber doch eine so große Verbreitung, dass es doch über die Medien doch zu einer Wirksamkeit kommt am Ende. Ja. Und das ist natürlich sehr traurig, es ist aber so. Witz, ich habe heute in Slavoj Žižek in diesem einen Interview, na, da erzählt er auf jeden Fall einen Witz. Oder er erzählt, dass er in einer der Hochburgen wo der Political Correctness in Amerika einen Witz erzählt hat, in dem also ein Roma-Zigeuner drin vorkommt. Und der war sehr raffiniert wirkte sehr schlicht, war aber sehr raffiniert eingefädelt, dieser Witz. Und auf jeden Fall, hat er den gerade erzählt, da merkt er, dass so das Publikum so eingefroren ist. Und die anfangen zu diskutieren, ob er da gerade eine Minderheit, nämlich die Roma-Zigeuner, fertig macht mit seinem Witz, ne? Also auf jeden Fall irgendwie diskriminiert oder verletzt. Und so. Und dann sagt er, da wäre er fast raus gewesen. Hat er den Koffer packen und nach Hause fahren können. Aber witzigerweise hätte sozusagen der Rassismus ihn dann gerettet, weil sie gesagt haben, naja gut, das ist ein Typ, der kommt da aus dem Balkan, die sind so, müssen wir ein bisschen erst mit leben. Und so. Und dann durfte er weitermachen. Also meinte so verdreht ist diese Art von Diskussion, fand er dann, ne? Also, ja gut, also von Rastelocken, aber ich meine, mit der Pharmazie, da machen die dann Entdeckungen, die sie dann ausarbeiten können. Oder sie fahren nach Italien, da die armen Bauern, die also noch authentische Tomaten machen, suchen sich da den Bauern mit der besten Tomate, schicken da Leute hin für künstliche Aromen. Danach prägen die dann ihre nächsten Modelle. Und machen ein Heidengeld, aber die Bauern haben nichts von. Und da finde ich auch, gibt es also viele Grau- und Zonen, die. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt was dagegen. Dagegen habe ich was, wenn die Gene da patentieren und der Bauer seine eigenen Ja, Sachen nicht das mehr machen die ertrage. aber. Das ist die Ja, aber das Sauerei. am kapitalistischen System Ja, bist du wird total gezwungen, krank. Der sowas Es zu. gibt Du auch bist ein, gezwungen, das zu ich sag's patentieren mal und dann wirklich so, auszubeuten. das sind, ich sag's mal wirklich so, das sind entartete kapitalistische Systeme, die solche Sachen machen. Wo alles sozusagen zu Geld gemacht wird und irgendwie findige Ja. Anwälte sich darum, eine Lobby darum kümmert, dass überhaupt Sachen mit Rechten belegt werden können, wo man sagt, das ist doch eigentlich die Natur. Nö, ich habe es entdeckt, ich habe das Genom entschlüsselt, das gehört jetzt mir. Ja, dann hat man am Anfang in der BWL lernt man ganz einfach am Anfang, der Zweck eines Unternehmens ist Geld Ja. erwirtschaften. So, Punkt. Also sollten wir vielleicht eine Das ist Ausstellung halt so. entarteter Kapitalismen machen? Nee, So, also also das mit der der Kunst ist durch. Kapitalismus, dann müsstest du ja davon ausgehen, dass es einen nicht entarteten Kapitalismus gibt. Aber Ja, ich eben meine, so wie Matze das eben formuliert hat, waren wir nah dran, dass es also einen anständigen Kapitalismus gibt. Ach so, ja, Und soziale Marktwirtschaft, wenn man so man muss will. ihn im Zaum halten, ne? Sonst Soziale ist es Marktwirtschaft. halt völlig, ja. Deswegen, ja, also einfache Regeln. Oben kappen und unten kappen, unten regeln. Oben, das nicht
Leute am Ende die ganze Welt besitzen können, ja, Jeff Bezos oder so. Das sind ja Tendenzen, die man ja ablesen kann. Und unten, dass man sich totarbeiten muss und trotzdem keine Kohle verdient. Nicht genug. Also Mindestlohn. Wenn man an den beiden Stellen immer gut aufpasst, dass das funktioniert. Bedingungsloses Existenzrecht für jeden So. Menschen. So. Genau. Aber im günstigsten Fall alles, weil das miteinander alles zusammenhängt, weltweit. Ne? Aber dann bist du ja bei Utopien da. Naja, gut. Ob man nicht dann auch schon wieder so faschistoide Das ist rüberkommt, ich Ah, das hört sich jetzt an wie so ein Make-up. So, heute hast du mal weiß wieder echt total. es nicht. Ne? Der, Oh ich Gott, ey, gucke. was ist das alles für eine Sprachschlüpfrigkeit, in der wir gelandet sind? Also, es gibt eigentlich, man kann sich an der Wand ablehnen, ist schon anlehnen, ist schon ausgerutscht und Ja. so, also es ist. Hatte Günter Lierschoff mal im Kunsttalk so schön gesagt, da ging es ums Porträt. Und er meinte, alles, was man jetzt sagt, ist verkehrt. Und dann, die haben dann stundenlang weitergelabert. Obwohl der ganz klar gesagt hat, von Anfang an, alles, was man jetzt sagt, ist verkehrt. Naja, gut, das hat er ja gesagt. Also ist ja, wenn, ist so, wenn wir uns alle vorher geeinigt hätten, alles, was wir jetzt sagen, ist verkehrt. Ich meine, da hätte man auch munter weitermachen können. Naja. Ja, man hat dann das Vorzeichen geändert. Ja, und der Chit-Check, über den habe ich jetzt nur so im Vorbeifliegen gehört, irgendwie sind sie sich am Beschweren. Da hat er irgendwie auf irgendeiner Veranstaltung was gesagt, was irgendeinem nicht Ja. schmeckt oder so. Ich Das ist im weiß gar Augenblick. nicht. Hast du das mitgerichtet, meinst du dann, was er gesagt hat? Ja. Ja, und worum ging es da? Was war's? Na, er hat ja aber gesagt. Und das geht Aha. heutzutage, das geht jetzt erstmal aber nicht mehr monatelang. Man darf nicht Mhm. ja, aber ist verboten. Ja, mal jetzt muss man nur verurteilen und bekunden. Und darf aber nicht sagen, aber man muss jetzt auch mal in die Zukunft gucken. Nee, das darf man nicht. In die Ist das Vergangenheit, jetzt die nee, das darf man Taz? nicht. Ist das jetzt die Taz, die das mit ihrem Titel da, die ja Aberlinken, so gesetzt hat? Oder war das schon vorher da und die haben es nur aufgegriffen? Naja, das ist von wegen ja, aber, oder was meinst du jetzt? Ja, mit dem Ja, aber. Also, dass wir da jetzt Na, also das auf ja, einmal wieder eine aber neue ist. Sprache haben. Das ist verboten, in Anführungszeichen. Ja, also das ja, Ja. aber ist halt, Man ist wird ja an also mehr, ist nicht ja an mal mehreren sagen Stellen. dürfen. Ja, also man wird ja wohl Du, mal sagen dürfen, ja, genau, das ist so, oder? dass du hast ja halt die ganzen Bild-Zeitungs-Idioten und so weiter, Ja. die da unterwegs sind, die dann da gleich. Besorgte Hey, Bürger man vor allen darf Dingen. jetzt und jetzt, ne? Und man Oh, ist muss auch dann halt, schön. Kann man da auf ja. jedoch oder ja doch also so hin ausweichen, dass man also statt ja aber ja doch sagt oder jedoch? Wieso ist denn das Ist umgedreht jetzt? egal. Ja, bin ich doof? Ja, natürlich bin ich doof. In Hamburg gab es folgende Begebenheit, dass Warum also ist mir das einer. vorher nicht aufgefallen, dass es seitenverkehrt ist? Also jetzt in meiner Ansicht. Andreas, was ist in Hamburg? Red ruhig weiter. Ich muss es gerade erinnern. Es ist so, dass da eine Hauswand, also sozusagen, dann gab es so eine Lücke, dann gab es da so eine Hauswand und die ist von einem Künstler voll vergoldet worden. Aha. Mitten da, also so die. In einem, sagen wir so, sozial wackeligen Viertel. Brennpunkt irgendwie, ne? Ja, Brennpunkt. Ja, auf jeden Fall so. Das hat natürlich die Leute voll provoziert, nicht? Das hat, war unheimlich teuer. Ja. Und Das wird zu das massiv. ist dann so, lief dann unter Verschwendung natürlich. Aber es war eben auch so, dass sozusagen die falsche Art von Glanz war. Damit hat er natürlich was provoziert, ne? So ein bestimmtes, eine Ja. bestimmte Widerständigkeit gegen bestimmten Stil, gegen bestimmte Art von, wie man sich gibt. Also Die es hätten ja eben mal, die nicht hätten. die Kette von den Rappern, sondern Die hätten dem ganzen Wohnblock goldene Mülltonnen spendieren sollen. genau, es gibt ja auch ein goldenes Klo, gibt es auch irgendwo als Kunstwerk, nicht? Also, ah, das sind so billige. Ich weiß nicht, das ist mein Alter. Ich bin aus, ich bin aus der Mode. Ich kann es einfach nicht vergreifen, mit welchen kleinen Flachheiten da sich Leute
Geld machen, Vergnügen, das Ein Kunstmarkt, meinst du? ja, wo auch immer irgendwie, da wo es Geld fließt. Naja, egal. Mache ich jetzt nicht mehr. Das müsste ich auch nochmal recherchieren. Ich habe es mir nur so gerade eingefallen, das So, ich hätte ich bin wieder auf vorher. das Ursprungsmotiv zurück, weil das nicht so schwer ist wie die anderen. Und das hat jetzt, weißt du, was da das Eigenartige ist, es gibt ja dieses goldene Weihnachtspapier. Also man kann sich einerseits Ja. vorstellen, ne, dass das jetzt sozusagen mit einem Falzbein so schön gerillt worden ist, ne, und Rändern so ein bisschen aufgefaltet und hätte, und es gibt auch diese Matten, dann hätte man also, für mich ist es jetzt so entweder das oder Gold, Goldfolie. Und es ist aber nicht Messing. Das ganz eigenartig ist, also es kommt nicht als Messing über, weil wahrscheinlich, weil da so eine Weichheit drin ist, in der Formbarkeit, oder wieder diese Rillen eingesunken sind. Aber so wäre es auch bei diesen Goldpapieren. Ich kann mir vorstellen, dass das Bildmodell war, wo das dann herkommt. Ja, genau. Auch oben, weil es gibt diese etwas verrutschten Faltungen. Das ist das Goldpapier. Mal rechts oben der Schnabel, ne, euch. Das ist so, und ja, herrlich, herrlich. Weihnachtskugelgold. Hat auch was Lederartiges, ne? Wenn man so drauf guckt. Ja. Bestimmt Goldleder. Ich tippe jetzt mal den Begriff nicht Made of Gold, sondern Made of Gold Foil. Goldfolie gemacht Toll. mit dem gleichen Ding. Mal sehen, ob es dünner macht. Ja, ist das jetzt Simulation oder Aneignung? Ich werde jetzt fragen, nicht los. Wieso? Eignen wir uns Naja, bringt nicht, ne? Qualitäten visuell an, kommunikativ visuell? Machen uns Ja, den also. Automaten untertan. Ja. Wieso? Hoffen wir Also wir treten zumindest. in. Also. Ja, wir hoffen, dass sozusagen die Menge unserer gespeicherten Erfahrungen ausreicht, dass man da zu Simulationen kommt, die man sonst nicht glauben würde. Als Simulation. Ich Irgendwie muss noch sowas. was dazu schreiben. Jetzt ist es sehr glatt. Also, ja. Mir kommt das so vor, als hättest du so ein wärst der Meister und hättest so einen dummen Lehrling, ne? Und dem sollst du erklären, weil du an dem Tag Ja, nicht kannst, wie er da so ein Gerüst aufbauen soll, ne? Dann fängst du so an, ne? Weißt du, senkrecht verstehst du ja, ne? Also geht nach oben, ne? Und dann müssen da so Böden rein, das macht man mit diesen Knebeln. Und dann fängst du an. Wenn du dann über Telefon und so, ist immer so, kommt, dann ruft er wieder an. Meister, Meister, das ist jetzt so weit, aber da ist irgendwie was, das klemmt. Und dann fängst du so, sieht's denn schon nach dem Gerüst aus? Ja, das sieht schon. Was? Was ist denn? Also das Folie sieht Aber es jetzt noch nicht aus. Jetzt, aber es sieht nach dünnem Gold, güldenes Blech. Aber was ich jetzt mache, oh, das wird, Andreas, das wird, ja. Ich habe noch dazu geschrieben, wrinkled, also geknitterte. Und das also funktioniert. okay. Also es ist jetzt wirklich goldfolienartig. Es ist wie an der Wand oder auf dem Tisch liegend und dann von oben fotografiert oder an der Wand, ne? Irgendwie, wie man es dann sieht, Es das hat auch ganz sowas, wunderbar. Augen, wie heißt das? Kippfigur-ähnliches. Das ist so ein bisschen Kippfigur, ist in den Mustern drin. Ja. Ich habe ja Ah, da diese. also eine ganze Bilderreihe produziert, ne? Etliche tausend Bilder. Und faszinierend finde ich in den meisten Fällen mit dem Pomodoro, ne? Arnoldo. Arnaldo Pomodoro. So Dem als Kugelmeister, ja. Stilreferenz, ja, weil der hat nämlich auch nicht nur Sphären gemacht, also nicht nur Kugeln, sondern auch Scheiben und so, ja, so Wände praktisch, die er irgendwie mit Aber es hat schon was so Strukturen macht. Aufreizendes und so. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nachher ist das Bild weg, weil ja, jetzt war dieser Zipfel eben, der so nach links rausging, das hat so was Relatives, nicht? Das hatte schon
eindeutig, ne, hatte das eine leise erotische Komponente. Das Naja. Lind, wie Lindschokolade. So, guck jetzt hier. Also Das ist in Pattern. jetzt ist es folienartiger. Noch nicht ganz so dünn, wie man es Der vielleicht Vogelkopf ist erwartet. jedenfalls. Ja, also Aber das. dieser Wechsel von glatt und glatt gestrichen und knitterig und mit einem Struktur und so ist schon, ja. So Osterhasen, ne? Die sind ja auch, diese Schokoladen-Osterhasen, die Ja, sind die sind noch auch. feiner geknittert, ja. Es ist schon hier nachgeglättet. Aber die Also sind ich auch habe immer hier Gold, ne? Diese Osterhasen. so ein Du, das Hannover. war immer zu Hause. Das war, Frank hatte gerade noch was an einer anderen Stelle was gepostet und ich komme gerade dann in dem Moment vielleicht deswegen auf den Osten. Also Geschenkpapier aufheben, ja. Oder auch von diesen Osterhasen das Papier ganz vorsichtig abmachen und dann Ja, dafür muss man nicht aus dem Osten kommen. in einem Akt Ja. ganz langsam glatt streichen, ja. Ja. So, dass es halt seine Falten verliert. Aha. Ich mache zum Beispiel, ich habe so Hustenbonbons, ne? Und das Papier falte ich ganz fein zu so einem Streifen und dann mache ich dann Knoten rein. Ja, aber Hätte das ist damit schon. nicht gemeint. Die tust ja jetzt nicht sammeln und machst daraus irgendwie was Neues, oder? Nee. Ja, doch, zum Beispiel hier, Was? kleine Plastik ist das, ne? Ach Aber ich so. meine, die tatsächlich, also sammeln wir natürlich das Geschenkpapier Ja, das ist aber auch und gefährlich, ja. Da kannst du ganz schnell zu so einem Messi werden, ne? das Tolle ist, wenn du Nikolaus Messi kannst du. und einen Osterhasen so aus glatt streichst, ne, ohne dass ein Loch Stimmt. entsteht, ne, dann Ja. siehst du, wie ähnlich die sind und so, dann haben sie das so immer gefaltet, dass du den Hersteller der Folie, nicht, den siehst du immer nicht, ne? Ja. So. Wenn man Befindet als sich. Künstler mit so einem echten Material arbeitet, dann braucht man ja auch den Platz für das ganze Zeug, ne? Ich bin platzlos. Also ich habe hier diese Bude, also diese Halle, Musstest du ja an der also Decke hängen, in dem Frank so denken kann, ne? Der steht da und denkt und hat diese riesige Halle mit so einem riesigen Tisch, ne? Da bin ich ganz anders gesettelt. Auch, aber ich meine, das würde ich sowieso ganz schnell zumüllen und von daher wäre es, hätte ich meine Ja. alte, vertraute Enge. Mal. Also Ja. damit, um das mal zu demonstrieren. Ja, das sieht ja aus Jetzt wie, hier. weiß ich nicht. Wie sieht das aus, Frank? PR-technisch. Also, Sieht nach Erfinder aus, was ja vom Prinzip Erfinder. nicht so weit weg ist, Werkstatt. ne? Werkstatt. Werkstatt, ne? Ja, so. Ah, ist, Oder na gut, Labor. also es. Ja. Do it yourself ein bisschen auch, ne? Es ist nicht so wie, wie heißt die Frau vom Ernst Jandl, Mayröcker, die ja in einem Zusammen von riesigen Stapeln von Papier ganz anders nochmal eng beklebt. Aber ich habe jetzt also die Aufgabe, in der nächsten Zeit diesen Tisch da freizuräumen, und zwar so, dass also nicht nur Chaos entsteht, weil da werden dann die Drucke gemacht. Ich habe jetzt, bin einmal nach, habe ich jetzt im Grunde das Layout voll entwickelt. Und jetzt müssen nur noch eingeführt werden, das Papier muss kommen. Ah, Also ist noch nicht da, oder was? dauert. Ich hatte gedacht, es käme auch 2 Tage später, Aber aber was nein. hast du? Du hast mir das ja geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt, je nachdem, auch manchmal keine Probleme über Geld zu reden. Aber du hast gesagt, das sind 50 Blatt, 4 € pro Blatt. Ja, Und ich das habe das Format ist irgendwie runtergerechnet. so A3 oder was? Bei A3 Plus. So riesig, oder wie? Na, A3 Plus, das ist A3 doppelte A4 Größe, aber mit einem Reifrand für einen Drucker. Und da Genau. passt dann aber jetzt sozusagen dieses etwas außergewöhnliche Format, was also da von Halle aus vorgegeben wird, passt da ganz gut drauf. Dann muss Und du das nachher kannst gut geschnitten werden es und anschneiden, ne? Also du brauchst ja Anschnitt und deswegen, aber das kennt Andreas. genau. Quatsch, Filterraum kennst du doch bestimmt auch. Und 50 sind es, damit ich also Verlust machen kann. Und Kannst so, also du denn nuten?
Klar. Achso, nee, nicht mehr in der Maschine, sondern mit dem Falzbein. Ich habe Das ehrlich gesagt. mache ich aber auch nicht, das machen die. Ah ja, So. okay. Matze, ich habe Print immer auch mit angeboten, aber eher selten gemacht und auch ich jetzt nicht so der Spezi da für Print. Aber Ja. theoretisch die ganzen Tücken hier, die kenne ich. Ne? Nee, Andreas scheint ja einen Drucker zu haben, wo das A3 reinpasst, ne? A3 Und Plus. Hm. A3 Plus sogar, damit du halt druckst. Also es gibt schon Drucker, die auch bis an den Rand drucken können. Die müssen sich aber um die restliche Farbe kümmern dann. Und das ist alles anstrengend. Deswegen lieber diese Übergröße. Und dann kannst du auf dem Papier alles drucken, schneidest es aber wieder ab. Also ich habe dann die Schnittmarken und so und kann das dann genau. Also das habe ich ja jetzt schon, also ich habe den ja eine Zeit lang ziemlich in Verwendung gehabt. Und dann aber wegen der Preise und dass es dann eben dann bei mir immer mehr, ich habe tolle laut Grafiken so stapelt und Fotos gestapelt. Das ist alles Quatsch. Ich werde das ja niemals los. Ja. Und ist ja jetzt etwas stillgelegt. Jetzt muss er erstmal wieder sozusagen nass gedruckt werden, sodass also die möglicherweise eingetrockneten Düsen sozusagen wieder flüssig werden und so weiter. Und Was kostet dich dann für so ein Foto DIN A4 Ausdrucks? DIN A4, weiß ich, habe ich mir nie ausgerechnet. Also die Farben, also ich würde mir das jetzt auch nicht machen, ich finde, das gehört ja jetzt nicht hin, aber die. Nee, das ist ja einfach nur, wenn du diese Druckkosten mal nimmst, ne? Also Ja, weiß ich, genau. sonst hat man mal, glaube ich, so einen Durchschnitt Also 30 ich kaufe die Prozent Farbe, dann drucke Farbe, ich ne? und dann Pro Seite. rechne ich mir nachher nicht aus, wie viel das Blatt gekostet hat. Dann Ah, aber hast du so viel? würde ich so Ich weiß gar deprimiert, weißt nicht. du? Ja. Sind wir denn, weiß nicht, wie viel Fläche, Farbdeckung hast du? Also ist jetzt das Layout? Also die. Also die Rückseite ist ja im Grunde eine 9-Punkt-Schrift, wird das wohl werden. Und da ist sehr wenig Farbdeckung. Das wird dann Ja, dunkles Grau werden. Und die Vorderseite ist eben, ja, die Grafik kennt ihr ja nicht. Und dann ist die ist ja so teilweise dünn. Zippelzappel und es ist ja, wenn er unter ist, ja immer so unter 10%, sollte man keine Farbe, ne, wenn man keine hat, machen, weil die kann auch wieder aussetzen, ne? Hast du auf einmal nur noch, Genau. siehst du nur noch Rasterpunkte, weil er das dann rastert, ihre Farbe und so. Das hängt aber Also vom er hat alles, Drucker was ich bisher dann gemacht wieder habe ab. mit ihm, hat er ganz anständig gemacht. Also Naja. extrem. Also wie man Aber ich das weiß hier noch, auch. wenn du früher so, wenn man dann gesagt hat, ah, lass mal einen Proof machen, ne, von der Titelseite einer Zeitung, da hast du aber früher 50 Euro für bezahlt für einen Proof. So. Also das ist jetzt sozusagen in der Auflage gedruckt worden. Das ist sehr klein gedruckt, ne? Und dann gibt es also Abbildungen, also in Eigenmaß sozusagen hier oben von der Serie. Und eins von denen ist in groß, Aber ne? wenn du da rechts zum Und Beispiel, wird nehmen wir mal an, du, farbgenau warte, und warte, warte, wenn du da ja. rechts zum Beispiel mal, nehmen wir mal an, man käme auf die Idee, das Blau zu drucken, dann kannst du eine Patrone kaufen, ja. Ich weiß, ich habe Das mal würde etliche man nicht, das Patronen. würde, ja, aber das würde man, Das da aber ist das würde ich da. ja nicht drucken lassen, da würde ich ja das Papier blau machen. Ja, aber Andreas, ist das da jetzt ein alter Also Almanach, das hier, der das ist ein letzte, anderer oder? Künstler. Hast du denn den letzten Almanach, wie der aussieht? Hast du den da? Das ist der. Ach so, alles klar. Das ist also Das ist der Vorgänger 2019. Alles klar. genau So sieht er dann 16. praktisch schon aktualisiert ähnlich aus, oder was? Das ist Alles der klar. nicht der der das ist der vorletzte. Also davor da sind hochfeine Radierungen drin. So, ne? Also original. Also das ist jetzt nicht eben eine Abbildung einer Radierung, sondern die Radierung. Das hier kann man nicht sehen, weil es so Hat er ganz dann 50 Mal die Radierungen angefertigt oder so? was hier war auch eher so in der 25er Liga, nicht? Das ist hier eine Lithografie. Also So. die haben die Werke da jeweils Das ist ein pro Kritzel. Stück. So Buntstift Ja, hier weil beide. das schafft man natürlich eher, ne? Dadurch erklärt sich das für den Raum so ein bisschen auch. Wenn du Was? das alles 25 Mal machen musst, Ja. würde ich mir auch überlegen, ob ich jetzt ein komplexes Werk mache und sage, Ja. okay, daran will ich jetzt mal trainieren. Ja,
Ich mache das nicht. Also ich stürze mich voll rein, immer, und mache das nicht, dass also ich da so eine Art von Kalkulation mache. Ja, der Wie hat hier hoch, ganz ja. mühsam Wie hoch, eingeredet, ja, ganz mich würde jetzt kann man nicht interessieren, sehen. wie hoch wird denn jetzt das Original, was du da in der Hand hältst? Wie hoch wird das gerade auf dem Kunstmarkt gehandelt? Ja, die haben das für, ich weiß nicht, knapp 1000 haben sie das auf der Buchmesse gehabt, haben aber nichts verkauft. Aha. Das ist so dieser alte Spruch, nicht? Also der Künstler trägt die Bilder zum Galeristen und holt sie Ja. vom Galeristen auch wieder ab, nicht? Also es ist eben nie gesichert, Also dass also Marketing eine stimmt nicht. Ausstellung was bringt. Marketing stimmt nicht. Müsste man mal einen Kunsthock fragen oder was? Ja, müsste man. Ja. Aber das ist auch, das lohnt auch nicht, das unter 1000 zu verkaufen, weil du Nee. musst Ja. die, Ja. ne, Ja. dann behältst du es lieber. Ja, genau. Also, Ja. das Genau. ist. Dazu kommt, dass jeder, der teilgenommen hat, kriegt eins, ne? Und wir kriegen sogar zwei. Und da müssen wir uns überlegen, was wir mit dem einen machen, was dann frei Das ist ist, was nur ich einen dann. ideellen Wert, aber wenn du jetzt hingehst und da ganz viele Blogposts zu schreibst und Videos machst und so, dann kann das Genau. so eine Aura aufbauen, Genau. Und ne? das wäre vielleicht, also ich bin Ja, da, aber da hast du also viel die zu beiden tun. Das großen ist schon Bücher, eine die ich ganze Menge gemacht Arbeit habe, auch. ich habe so ein wenig ein Gefühl für Geld, das glaubt ihr gar nicht, das ist so schlimm. Man sehe manchmal schon, also sagen wir so Goldphobie oder Geldphobie oder so, nicht? Deswegen ist das Thema Gold für mich so ein Punkt. Geldphobie ist unpraktisch. Ja. Ich Also meine, vor allem. es gibt Sachen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen muss, hast du Schulden oder hast du bist schuldenfrei oder so Sachen, ne? Oder aber so generell, ja. Das Problem ist aber heute auch, dass du zum Beispiel in München, habe ich heute Morgen gehört, was haben sie da erzählt? Die Studenten kriegen ein halbes Zimmer in einer WG für 1200 Euro oder Ja, das ist. so. Was? Und Also, so, dann haben sich das andere ist, glaube ich, jetzt ganz beschwert schön und dann schnell. hat ein Politiker da gesagt, die sollen sich nicht beschweren, weil es gibt ja auch andere Orte in Deutschland, wo es Unis gibt, die nicht so teuer sind. Ich weiß gar nicht, wir Ja. hatten jüng, das war irgendwie, kreiste gestern oder vorgestern auch auf Twitter, irgendwie von wegen Arbeiten, ne, für Studenten und so weiter. Und da sagte Mick Klöckner, hatte Statistik rausgesucht. Drei Viertel der Studenten arbeiten sowieso schon. Also es ist eine rein virtuelle Diskussion, ne, die da stattfindet. So, Ja. wahrscheinlich jeder, der arbeiten muss, arbeitet jetzt auch schon. Und das ist aber so FDP-Scheiß halt. Ja, Naja. irgendwie, die wollen jetzt aus der Koalition austreten, habe ich jetzt gehört. Was? Haben heute in der Ach, Tagesschau. das war eine Unterschriftenliste, hatte ich. Ich habe es vorhin gerade noch gelesen, Echt? Tagesschau. Aber du, ich glaube nicht, weil die FDP steht in den Umfragen so schlecht da im Moment. Das ist ja Rasierklinge, der Ritt drauf. Es kann ja passieren, wenn die sich blöd verhalten, wenn die 8 oder 9, weißt du, wenn die ganz sicher drin sind und die SPD, das ist aber alles nicht gesichert. Also wenn die Koalition jetzt platzt, ist es übrigens so, muss ja keine Neuwahl geben, ne? Olaf Scholz kann hinterher sagen, jetzt mache ich GroKo. Ja, aber da muss ich sagen, dann hätte ich echt lieber vorher vor dem Quatsch den Markus Söder als Kanzler gehabt. Zum Test mal, ne? Wäre mal interessant. Ja, warum nicht? Echt? Doch. Was denn, warum haben die nicht den Söder mal machen lassen? Oh. Also mal alle das immer so richtig sich toll durchblamieren. Und dann kommen vielleicht ein, zwei Vernünftige und sagen, Leute, das kann ich erstens auch und zweitens besser und es Der dann auch Söder, der ist tun. so wandlungsfähig. Ich glaube, der wäre in seinem Amt noch zu guter Figur gewachsen. Ohne Witz jetzt. Aber Was auch immer Scholz, so, ja. ja. Aber Scholz würde einfach sich die CDU schnappen, eine GroKo machen, er bleibt Kanzler, fertig ist die Laube. Das würde sofort so Das gemacht würde werden. der Merz aber nicht mitmachen, dass er dann einfach Doch, sagt, macht er. meinst du? Doch, doch. Das kann man Er würde diesen konstruieren. Das ist Forderungen. ja, der würde zwar sagen, wir wollen eigentlich Neuwahlen haben, ne? Und dann sagt Olaf Scholz, aber nee, ist gerade scheiße. So, für uns und auch die Lage an sich, hier jetzt nochmal Wahlen zu machen, so mitten im Krieg, weißt du, ist in der Ukraine ja auch schlecht. Und wir sind ja alle mit ihnen verbunden und dann, ich glaube, das kann man schon machen. Ja. Bei der nächsten Wahl dreht man einfach den Kanzler um. Außerdem wäre dann
Ja, Lindner auch vom Fenster. Genau. Sven Lindner Echt. weg und die Grünen, da wären so einige zufrieden. Oder nicht unzufrieden, so. Am Ende ist es halt alles, also Ja, dann egal ob also bei FDP. Neuwahlen dann auch die Wagenknecht da mit ihrer Partei da, wenn die da auch noch anfängt. Ja, obwohl ich glaube, die ist jetzt im Moment deutschlandweit, glaube ich, ein bisschen überbewertet und man muss mal gucken, wie die Ist sich da noch so. keine Partei geworden? Bisher spielt sie das Spiel noch. Ja, Ja. also wir haben ja nicht mehr als die Umfrage, die ja total virtuell ist, ne? Und da muss man mal die ersten 2, 3 Monate im nächsten Jahr abwarten, wenn die Partei da ist, wenn sie bekannter ist, wenn die ersten, also ist sie da jetzt wahrscheinlich hunderte Journalisten unterwegs, ihre Leute abzuscannen, die sie da hat oder die neu in die Partei kommen, um denen erstmal was Schlechtes, ne, anhacken. Das ist ja normal, das Verfahren. Und da muss man dann mal gucken, wie die damit umgehen. Und ich glaube, dann so ab zweites Quartal weiß man, wie die Umfrage wird, dann sind die ja auch belastbarer. Im Moment deutschlandweit 12%, das ist viel. Aber was meint ihr denn, also jetzt, klar, wir denken immer über die großen Themen nach, wir könnten ja auch mal über Kunst nachdenken. Wie müsste denn eine Kultur- und Kunstpolitik aussehen, Nee, nee, gar nicht. die sozusagen, Gar nicht. Ich wie würde gar die keine? Kunst einfach Kunst sein lassen. Ich meine, Keine Kultur, da ist diese ganzen so ein Kulturministerien Grundeinkommen fände ich und schon nicht sonst schlecht. was. Ja, aber das ist für mich halt mit der Kunst. Ja, aber jetzt, ja, Also ist ja nicht wie beim jeder Mensch ein Künstler und dann. Religiösen, der sich auf die Stelle setzen, meditieren kann und dann ist er zu Meine Hause. Meinung Die muss ist ja, braucht ja mal, das Material. hat aber nichts mit Künstlern zu tun, sondern mit Menschen. Und wenn jeder Mensch ein Künstler ist, dann ja. Das geht einfach dieses Bedingungslose, dann hat nichts damit zu tun, ob du dich jetzt da, meiner Meinung nach. Aber dann Ist jetzt weltweit. meine Meinung, ja. Ist jetzt so meine Meinung. Ja, aber das bedingungslose Grundeinkommen wird ja dafür sein, dass du wohnen kannst. Aber so eine künstlerische Betätigung, wo man mal 500 € jetzt für Farbe und Dings ausgibt, das wird schwierig. Das musst du dir wirklich absparen dann. Ja. Ja. Oder musst du dein Metier, Kunstmetier halt, was weiß ich, anders suchen? Kannst ja auch Genau, mal aber mit ich meine, Spannstoff man und irgendwie Kunst machen, oder? scheitern ja unheimlich viele Künstler so auf diesem Antragstrich, ne? Der dann immer wieder laufen Künstler dagegen an, dass sie also dann irgendwelche doppelt, dreifach, also es ist ja im Grunde überall, hat sich ja diese Antrags Blut durchgesetzt. Und für Künstler ist es eigentlich noch, also wie für Erfinder vielleicht, also eine echte Hürde, also eine echte. Ja, So vor allem eine. diese Budgets sind ja immer wieder das Erste, was so hinten runterfällt. Also wir haben es jetzt hier bei uns hier in Dresden, das Haushaltssperre. Und das Erste, was den Leuten da, die das verwalten, eingefallen ist, zu sagen, ah ja, stimmt, die Stadtteilbudgets, die werden auf Null gesetzt. Und das waren aber solche Sachen, wo du mal in Anführungszeichen hast hier irgendwie gesagt, ich möchte hier ein Plakat machen oder irgendwas, ne, solches Zeug, kannst du hingehen, kannst sagen, hier, ich brauche mal 200 €. Wenn man sich Formlos und überlegt, für was für geringe Summen manchmal das dann dann ist das geht, nicht? beschlossen und verkündet worden und dann ist das, also, ne, muss halt hingehen und so weiter, ne, wo das Geld verwaltet wird, ne, und da sind aber zum Glück die Stadtbezirksleute da auf die Barrikaden gegangen und gesagt, nee, das Stadtteilbudget, das bleibt bitte schön. Und wir haben ja so einen FDP-Oberbürgermeister und das ist dann wieder zurückgedreht worden. Aber das ist immer wieder bedroht, ne, also ist immer das Erste, Alles was. immer, also Kultur ist immer auf kann. Und Naja. während alles andere, Kindergarten ist muss und so, und nicht also Ja, ihr redet da da. jetzt von der Kunst, die halt in der verwalteten Welt Naja. irgendwie so und so. Oder? Aber es gibt ja auch, so ähnlich würde ich mal sagen, wie bei der Philosophie, sehe ich mir das so, es gibt eine philosophische Sphäre, die ist absolut universitär. Und es gibt eine philosophische Sphäre, die ist dann nochmal eine andere Sphäre. Ne? Ja, so off-off sozusagen. Das ist Es ja, gibt so die ich würde ja auch eher verwaltete sagen, off-off. Philosophie, ne? Das sind dann, was weiß ich da, die ganzen Sophisten an den Hochschulen, die da eigentlich nur mehr so Geschichtsprofessoren noch letzten Endes auch durchgehen können. Aber mit der Philosophie, wie ich mir das dann so vorstelle, die ist halt auch möglich außerhalb dieser Strukturen. Und so ist es mit dem Kunstbetrieb.
gibt es so diese in dieser kapitalistisch verwalteten Welt eine Perspektive, die ist halt BWL, nenne ich die. Und da ist halt alles, was kostet das, wenn du 50 Seiten hast und die sind A3 riesig groß und du musst sie drucken und so, was, ne? Was ist da in der Kalkulation, so bla bla, so und so, zack. Also Weißt ich du, habe recht. die großen Projekte, also Stummnetz, Planetarium und so weiter, das sind alle Projekte, die sind über mehrere Jahre gelaufen. Und in dieser Zeit habe ich also allerlei, also die wesentlichen Sachen zusammengestückelt, nicht? Also für das eine, also die Hauptkosten waren dann ein Stipendium, dann also die Zelte über den Luken bei der Stubnetz, dann gab es also Spende von der Salzindustrie, dadurch habe ich diese, weiß nicht, so und so Tonne Salz gekriegt, dann und so, und dann ganz viel Eigenleistung vom Schiff, von mir. Und also das waren aber also 3 Jahre Arbeit mit dann einem verschobenen Termin, und dann ging es also statt nach, weiß nicht mehr, dann nach Brügge, wurde dann die Ausstellung mitgenommen. Und also da habe ich dann nochmal 2 Fahrten nach Belgien durchgehabt. Und also es war eigentlich immer so dieses, dass es also knapp an der Grenze war, dass es nicht ging, ging es dann noch, ne? Und so sind dann eigentlich alle, also die großen Projekte auf jeden Fall, sind dann gelaufen, nicht so. Und eigentlich alles. Und das geht eben auch ganz viel eben auf die Familien Kasse, ganz viel Jobben Ja, auch so. ja. Also Da, aber hör mal. es hat eben, die Existenz ist eben so, Aber pass mal auf. ohne, Ja, also es gibt das meine Künstler, ich denen damit. geht das noch wesentlich schlechter, also was Ja, soll ich, ja, da ja. kann ich Das sagen. ist also das Reden über Geld hat der Günther Lierschoff ja auch da zu so einem Thema für seine Performances irgendwie da fabriziert gehabt, ne? Aber das war abstrakt über Geld, also den Ich Simmel mir weiß. hernehmen und Aha. philosophisch verstehen und dann in der Performance Ja, verwandeln, das ist noch was anderes. weil die Birgit, die ist ja hier auch auf YouTube gerade da fleißig am Kommentieren. Die hat mit dieser Maskentänzerin, ne? Ja, die wollte auch nicht, und das ist ein Ja. Teil von mir auch, dass ich also in den Einstieg in diesen Markt, wo du dann sozusagen dir selber hinterherhechelst, wenn du Erfolg hast. Schulz. Ja, die Lavinia Schulz, genau. Und natürlich, also von Das daher ist. hab ich auch gar nicht so richtig registriert gehabt, glaube ich. Das war, also ich habe da immer von gehört, da von der Geschichte mit den Maskentänzerinnen und so, ist ja schon länger dran. Ne? Aber das ist mir jetzt erstmal so richtig bewusst geworden, Also die was er hat da eigentlich knallhart gesagt, dass da das mit dem Geld keinen Sinn mehr macht. Und ich meine, Trusanowski hat ja auch da Sachen probiert und probiert sie wahrscheinlich Ribaudo. weiter. Ich, Überflussgesellschaft auch. Überflussgesellschaft, genau. Und was, wie kann man Überflüsse Sharing, staring. steuern und so weiter, nicht? Also das ist schon eine wesentliche Ebene, nicht? Oder wenn hier Leute auf dem Land einen Galerieraum haben über lange Zeit, und dann kommt eine neue, die Alten treten ab, drei neue machen das, die müssen sich aber erstmal da sozusagen da reinfuckeln, wie man so diesen Laden am Laufen hält, mitten in einem Gebiet, wo sozusagen so erstens das, was Kunst ist, noch gar nicht also alten Normen und alten Vorstellungen folgt, und andererseits aber auch selbst das ist sehr schwach besetzt und so, also da Kunst und Krempel, oder wie? Also das heißt, ich hieße dann da Kunstfleck, aber ich durchschaue deren Stand noch nicht. Ich muss mich da mal nochmal melden. Ich hätte da schon gerne was gemacht, aber der Kontakt ist sehr, sehr anfänglich noch. Also man weiß auch nicht, wie was immer zustande kommt. Ja, also solche Sachen, da kann man sich ja vorstellen. Und der Witz ist, dass man dann eben auch sehr viel mit Leuten zu tun hat, die eben auf dieser, und das ist ja eigentlich aber sehr lehrsam, nicht? Man kommt aus der Akademie und ist dann auf einmal auf gleich mit Leuten, die also auch ihre Küchenkunst genauso würdevoll ausgestellt haben wollen, nicht? Wie ja, wirklich, natürlich.
Nicht? Und dann ist das, was man selber kann, möglicherweise beängstigend. Ne? So. Also Sachen. Naja, da wollen wir mal nicht weiter ausbreiten. Ja, also wenn ich Kunsthochschule höre, dann habe ich ja so eine Idee davon, ob ich jetzt selber da war oder nicht. Jeder, denke ich mal, macht da seine eigenen Erfahrungen in so einem Umfeld. Ja, Rick zum Beispiel hat da ganz und gar nicht gute, so gute Erfahrungen gemacht, zum Ja, Beispiel. ich weiß Das war auch eine andere Zeit. nicht. Also aber was meine Frage ging dahin, was für Konzepte mag es denn staatlicherseits geben unter einer neuen progressiven, naja, aha, Perspektive, so? Gibt es da was? Naja, gut. Aber die, Ja, das würde ich halt nicht, dieses Grundbedingungs, dieser Gedanke, dass eigentlich jeder Mensch ein Existenzrecht hat, ne? Und was das halt einschließt, dann zu existieren, ne? naja, gut, Ist natürlich es kein ist Luxus, eben. aber das würde ich halt auch nicht auf die Künstler jetzt beschränken, sondern das sind für mich alle Ja, Menschen das ist klar, Künstler. aber dann auch nicht hier allein in Europa, sondern Ja, weltweit, genau, aber dann bist weil du dann wieder, stehen sofort ja, aber. Wirtschaftsdynamiken. Ja, das ist ja aber alles faschistisch dann wieder. Wieso? So Weltregierung und alles Ja, unter. nicht Weltregion, was? Die Weltregion nicht, ich meinte ja weltweites Grundeinkommen. Ja, aber ich würde fast Ja, behaupten, sonst hast du hier sozusagen dass das die Armut zusammenhängt. Ja. ausgelöscht auf Kosten, noch mal mehr auf Kosten der Länder, die dann entsprechend abgeschöpft werden oder so. Also das sehe ich dann. Weißt du, so sind eben die Insel der Seligen noch im Meer von unglaublichem Elend. So, und das kann ja so nicht Bestand haben, nicht? Also Dann dieses Einkommen, dieses Grundeinkommen zum Beispiel, ne, macht ja auch nur Sinn, wenn es ein kapitalistisches System gibt, was halt dieses Einkommen als Voraussetzung nimmt, dass du existieren kannst. Wenn du jetzt aber fragen würdest, würde denn ein anderes System aussehen ohne Kapitalismus, ne, dann brauchst du ja auch kein Grundeinkommen, weil dann ist alles vielleicht, was weiß der Geier. Nachbarschaftshilfe oder keine Ahnung, wie man sich so hilft halt. Ja, also es müsste so kultiviert sein, dass Wohnen staatlich organisiert ist, Strom, Internet, alles staatlich organisiert und du halt in Laden gehen kannst, Lebensmittelladen, staatlichen und da deine Lebensmittel mitnimmst. Ja, und das klingt That's faschistoide it. für mich. Nee, Ich das habe ja klingt extra diesen Begriff, aber das ist für mich Faschismus, ne? So, was Wieso? Ordnung, Frieden, Du Freiheit, meinst, Recht da war und das kein so? Widerspruch, das Da ist war so das und so, so? ja, Recht So ein für alle, Quatsch. kein Du, Widerspruch. also es ist zum Beispiel so, gibt ja in arabischen Ländern, gab es den Sprit nicht jahrelang umsonst, ne? Ist das richtig? Ja, Quasi, ja. Saudi-Arabien, glaube ich, ne? Oder? Also da muss ja auch einer den Scheiß bezahlen und da haben die gesagt, naja, haben wir genug von und wir sind sowieso reich. Ja. Ja, wie man auch sagen kann, manche sagen, dass die Chinesen bei aller, was weiß ich, Kritik, aber die haben halt dafür gesorgt, dass den Leuten es im Schnitt eigentlich wirtschaftlich besser geht als früher. Ja, also Seit der vom Niveau her kapitalistischen Wende. macht das, ist das vielleicht gar nicht so. Also, Statistisch gesehen, ja. 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 Also wie viel hat man sozusagen Realeinkommen oder was kann man sich davon kaufen und so weiter? Also wenn du natürlich anfängst, den technischen Fortschritt Ja. einzurechnen und sagst, naja, früher hätte ein Flachbildfernseher von 1,5 Meter, ne, Diagonale, hättest du 10 Jahre drauf sparen müssen. Ja. Also wenn du das jetzt wieder nimmst, okay, ist das Niveau, ist mir die Frage, was ist aber. So, wie sieht der Warenkorb dann aus, ne? Genau, ja. Also, und da interessiert mich eher der Warenkorb für die Armen als für die Reichen. Würde ich so sagen. Also ich habe so einen Also. Eindruck, dass also an der Frage, wie gehen wir mit den Künstlern um, dass das so ein Knackpunkt ist, nicht? Und an dem Dinge sichtbar werden und mehr will ich auch Ja. gar nicht im Augenblick. Ne, ich glaube nicht, dass in der Lösung in irgendeiner Form
Lösungen möglich sind. Nein, das ist für mich ist das so eine Aber Frage das die Frage ist schon. mit dem Begriff, was man jetzt unter einem Künstler wieder versteht. Und da findest du bei Facebook eine Gruppe, die heißt Bildbetrachter. Und da wird das, glaube ich, habe ich so gehört. War da nie drin, aber da diskutieren die das dann so aus unter Ja, ich Künstlern. bin aber wieder raus. Also So Diskussionen lang lassen. Ja. ja, das war mir, das ist ja im Grunde da Malerei basiert. Und, da gehöre ich Ja, aber in der so nicht Wahrnehmung rein. auch, was ist jetzt? Ja, aber die haben natürlich die gleichen Fragen. Ja, Und dann hast du ja die keine gleichen Ahnung. Fragen. Du hast meinetwegen bis 10, 15 Jahre erfolgreich gewesen, in dem Sinne, Ja. dass du Verkäufe hattest, dann hat das aufgehört. So. Und dann, wenn, dann, ja, also ich meine, ich jobbe auch an der Schule, nicht? Also ich will da nicht ganz rein. Nicht? Und das frisst einen dann nämlich auch auf. Also so, Aber ja. der Staat selbst wird sagen, er macht ja was für seine Künstler. Er macht eine Also Menge, ja. so, Was ich also meine, Theater, genau. weiß ich was, das ist ja immer nicht Oh, nur hier, für die das Bundesregierung. ist hier in Lüneburg, wollen sie Ja, gerade und im so Theater das weiter. Orchester nehmen. Das ist Ja, auch das sind witzig. ja, und daran erkennt man ja aber, was alles gibt, ne? Wenn dann so Sachen, wo man sagt, naja, hätte ich vielleicht auch ganz gerne was davon, so von wegen. Und dafür gibt es zum Beispiel so Konstrukte wie die Künstlersozialkasse. Ja. Die dann ja auch, das muss ja staatlich finanziert sein, der ganze Kram, ne? In Also den Querfinanz. Großstädten sind diese ganzen Künstlerviertel, werden da umgewandelt in, was weiß ich, hochpreisige, wie nennt man das da? Ja, das ist der, also der Das Künstler sind zieht diese. ein, wenn die Immobilie nichts mehr wert ist, nicht? Und Nee, dann ich meine jetzt mal gibt so es. diese Künstlerviertel wie zum Beispiel Schanze in Hamburg. Oder wie heißt das? Künstlerviertel da. Ja, So ein Name es ist ist dann. immer, das wandelt ja, ne? Erst ist es halt sozusagen so ein Insider-Tipp. Oh, Ja, dahin, da ist cool, da alles gehen wir mal, arme ja, Leute, ne? alles Arme Künstler. Leute sind das Und alles. dann wechselt das irgendwann, weil es hip ist und dann werden die, gehen da die Preise hoch und das war's. Und dann Dann ziehen die ziehen Künstler weiter. die, die das Das kultiviert, gentrifizieren oder wie irgendwie sowas. Gibt es einen Fachbegriff dafür? und die, die dann da das Bild eigentlich geprägt haben, sind dann irgendwann weg, aber das ist normal. Genau, Also das ist eine Entwicklung, die immer wieder Aber stattfindet. die Grundlagen gelegt haben, sind arme Leute. So. Ja, meistens ja dann mindestens welche bei, die dann sagen, okay, das ist cool, die sind alternativ und da, ne, kann man auch so, kann man auch mal verrückte Leute sehen oder auch selber mal ein bisschen Party schräg sich machen und verhalten, ohne dass da jetzt gleich das auffällig wird. Und aber auch vielleicht der eine oder andere berühmt gewordene dort dann noch sich weil er rumtreibt, sich ja. inspirieren lassen will. Ja. Ja, Er oder sich dann das. da von da aus berühmt geworden ist, also sozusagen, ne? Also wenn man sich vorstellt, so eine WG, sag ich mal, die in Hamburg war, mit Udo Lindenberg, Otto und Eine Community ja, das sozusagen. muss man vorstellen, die haben alle in einer Bude da gewohnt und sind alles super. Also es ist ganz komisch, dass das so ist. Das ist natürlich cool, wenn man in so eine Kultivierung dann rein. Das Der Lindenberg, stärkt sich dann gegenseitig, ne? Aber da so frei zu werden im Kopf, auch eine Musik machen zu können, die dann in verschiedene Richtungen, also Otto hat ja noch ganz andere Sachen gemacht als, wie heißt er hier, Marius Müller-Westernhagen, der hat da auch drin gewohnt, glaube ich. Und das sind ja nur. Westernhagen und noch so ein geschäftstüchtiger Mensch da. Ja, also Frank so. meine Arian. ich. Ja, Ja, weiß ich. Und das ist natürlich der hat so. Boney M. produziert, unter anderem. Frank Farian. Aber glaube ich, denn in so einer Kultur zu sein oder zu leben, und das war damals, ging es ja noch darum, den alten Muff, ja, unter den Talaren und so weiter, es war ja alles noch sozusagen da. Das gibt es ja heute gar nicht mehr aufzubrechen. Heute sind ja die Älteren auch schon die Aufgebrochenen. Klar, es Also kommt ja, aber wieder zurück. ich bin der zerbröselte Muff sozusagen von heute. Irgendwie so, keine Ahnung. Easy Rider, 78, Silke sucht Neues. Was Du, weiß heute kommt die bekloppte Jugend an und sagt, nee, also Hippie sein und so, das ist ja alles kulturelle Aneignung, so geht das jetzt nicht mehr. Ja, also sie übernehmen die Rolle, die ihre alten aber die, Penner, ja, vor ja. 68 eingenommen haben. Das machen Ja, jetzt die klar. jungen Leute. So. Hier, ja, Ja, aber wenn, dann sagt Arik über die Ausstellung bei sich in der Halle, so was das dafür. Na gut, okay.
Ich finde, die jungen Leute, die sollen auch das Recht haben, das Bestehende auf irgendeine Art und Weise zu kritisieren. Das heißt, sollen auch das Recht haben, es viel zu gönnerhaft. Ja. Irgendwie. Doch, das gehört dazu. Nein, die sind alle in Ordnung. Die wissen später auch, dass die da jetzt da Scheiße gelabert haben, damals. Das wissen die später auch. Ne? Frau Majoschka Fischer. Hat er Steine geworfen oder was? Oh. RAF. Richtig schön Otto. Polizisten, ne? Otto. Ein Polizisten eine reingedrückt auch so, ne? Also richtig mit wohl so und so. Otto Trotzdem Schilly. Ja. Minister geworden Ja. und Otto dann Schilly auch. aber jetzt einer der Transatlantiker schlechthin. Also Joschka Fischer ist komplett Transatlantik-Zeug. Und Also schon, ja, schon immer noch in drin. Transatlantik ist für dich so Davos oder was? Oder die Bilderberger? Ja, Bilderberger, da hängt jetzt ein komisches Bild mit dran, aber nee, der ist schon Verteidigung pro NATO und den ganzen Geschichten und so weiter. Der ist da halt so, wie man sich so einen Außenminister, einen westlichen Außenminister dann Ja, wollte ich gerade vorstellt, sagen, der die an den westliche USA Achse halt auch ganz sozusagen. gerne Ja. hängt, ne? Also gut, es gab wirklich die Reise von, ich war das Fischer und also bevor der Kosovo-Krieg war, sind, ich weiß nicht, war es Fischer und Scharping? Scharping hieß er damals, ne? Und die, war das die Ja. beiden? So, die waren eigentlich dagegen. Dann sind sie nach Washington gefahren. 2 Tage später kamen sie zurück, waren sie dafür. Für den Angriff. Die da Also es gehört war haben. komplett umgedreht. Die werden denen irgendwas erzählt haben, pass auf, Die Lobbyisten das und sozusagen. das passiert. Wenn Westliche wir jetzt, Lobbyisten, wenn wir das politische jetzt nicht machen, Lobbyisten. passiert jetzt Folgendes mit euch. Oder gar nicht als böse, so ganz böse, sondern so eine Regierung kann auch schnell mal weg, weißt du, so eine Minderheiten, so eine Mini-Partei kann auch schnell mal weg sein. Dann machen die Druck von außen und dann steht Deutschland scheiße da und Was hat das dann jetzt mit dem Fischer? Der Fischer war da also wie so ein Außenminister. Transatlant. Fischer hat sich in dem Moment, das war damals Der hat eine auch Rede an gehalten. Ja. Antikriegspartei und dann gab es diese Also, Rede, alles da war klar. ein Parteitag und Was danach der macht er heute? Berater, würde ich sagen. Ja. Der ist. Der ist auch klug, alles gut. Also, du weißt Na, ja, der, Uni ist er also noch, das ist oder? Nicht so. schon interessant, dem zuzuhören, weil er jetzt Ansichten hat, die in sich konsistent sind. Der Würde ich Frank sagen. sagt, Frank, du weißt, was er macht. Ja, ich habe den letztens erst irgendwie gesehen und da stand irgendwas, was er jetzt macht. Moment, das muss ich aber erst wieder lesen, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Aber also das war damals schon eine Wucht, wie er seine Partei da. Also erstens gab es diese Farbbeutelattacke, wo er halt aufs Ohr gekriegt hat, auch richtig taure Trommelfell geplatzt, ist dann bei dem Parteitag geblieben und hat dann eine Rede gehalten und hat gesagt, bla bla bla. Warte mal, das war so, Auschwitz ist unvergleichbar. Das ist jetzt Wortlaut. Auschwitz ist unvergleichbar. Komma, aber. Das hat er zu Situation. Also, ist unvergleichbar, Ja, der hat Komma, das. aber. Aber Ja, das haben wir und hat. eben schon gehabt mit dem Aber. Das hat Das ist er. ja Genau. scheinbar jetzt Und überhaupt vom wo man dann sagt, Grundproblem ist so Alter, was machst du Aber. denn da gerade? Ja, totale Ja. Demagogie. Ja. Hat er ja auch Sachen erzählt, die gar nicht stimmten. Aber sozusagen, ja, da sieht man dann ja drüber hinweg. Scharping hat ja Bilder gezeigt. Von GZ. Ermordeten, die waren nicht authentisch. Und seine Leute wussten das schon. Aber hier, das habe ich hier im Heinz von Förster zum Beispiel. Das ist so ein Kybernetiker. Ja, Da habe den ich hast du auch ja so ganz viel gewusst. Material von dem, also auch Tonmaterial und Videomaterial. Der hat auch zwischendurch mal so Blödsinn erzählt. Da denke ich mir auch so, was ist denn jetzt los? Also, dieses Blödsinn erzählen, weiß ich nicht, ob das jetzt so grundsätzlich ein Problem ist. Ich komme jetzt nicht ganz mit, wie du das meinst. Also dieses Handeln, was jemand macht, also wenn jemand Blödsinn erzählt, dann handelt er ja auch durch seinen Sprechakt zum Beispiel. Ja, das war, Also ich finde das das war schon irgendwie nicht ganz mal früher mal unrelevant, irgendwie wenn das dazu geeignet ist, Eichmann wenn das gesagt. dazu geeignet ist, eine Kriegsstimmung herzustellen, Ach so.
Ja. Dann halte ich das schon für relevant, ob jemand Idioten-Scheiß erzählt oder nicht. Ja, das hat er damals geschafft, jedenfalls. Oh, hat Also super, also heute ist hatte, er aus propagandatechnischer Sicht hat das Princeton super funktioniert. University. Ja, also da saßen Oh, Gysi in der Talkshow und Scharping hat ja. abgeledert, ne, Oh. und hat dann gesagt, und wer jetzt nicht eingreift, der muss in die Fratze seiner eigenen Geschichte gucken. Und meinte damit den Hitlerfaschismus. Und der Moderator sagte, ui. Weil das war, Schweigen danach. Ja. Gysi saß da, alle ruhig. Wussten, also weil moralisch unschlagbar. Geht nicht. So, und deswegen hast du eine Habt Situation, heute in Notlage. Sachen Israel nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Also da ist ja auch die Ja, ganze hier Zeit also in Deutschland nicht so stark, ne? Aber. ein Vorgang, wie er seit dem Holocaust nicht mehr Ja. gegeben war, ist ja so das Schlagwort, wo sie das versuchen. Und von deutscher Seite kommt dann das mit dem was ist das Staatsräson und Ja, genau. nicht? Und da das begegnet sich zwar, aber auf so einer seltsamen wie so mimosenhafte Weise, nicht? Also das zuckt immer wieder auseinander. Dieses Und Begriff. obwohl das so nibelungentreu klingt, ist also dahinter eben, dass man wirklich eine Lösung braucht und dass die auf die Weise, die bisher vorgeführt worden ist, eben doch nicht geht. Ne? Ja, Das ist, glaube ich, dahinter sowas von deutlich. unsere Nibelungentreue besteht ja letztendlich darin, nichts einfach so wenig wie möglich Kritik aus Regierungskreisen kommen zu lassen. Das ist ja, ne? Also wir werden jetzt keine Soldaten nach Israel schicken. Ja, obwohl das ja Staatsräson eventuell sozusagen, also dieser Begriff Staatsräson ist natürlich hochproblematisch. Was bedeutet das? Ist das über dem Gesetz oder was? Ja, Staatsräson ist die Würde des Menschen ist Staatsräson. Das ist Staatsräson. Weißt du, so würde ich das ja, so kommt, das ist erstmal Ausgangspunkt so. Und Sie stellen ja aber Staatsräson so, schwebt da noch so nebenher. Was soll das denn? Was soll das? Dann brauchen wir so ein Grundgesetz nicht. Wenn es Staatsräson oben drüber gibt, kann man es lassen. Also dann ist es. Also Ruanda zum Beispiel, dieser Völkermord da. Das war irgendwie nur eine ganz kurze Zeitspanne. Und da gab es dann da so Berichte, wie die sich da irgendwie dagegen Hutu, Tutsi sich die Köpfe mit Schwertern abschlagen. Ne? Volles Ding. Und Ey, nicht, also, ja. eine Million Tote in drei, vier, fünf Monaten oder was weiß ich. Ne? Schlachtbank. Unglaublich. Boah, was für ein Gemetzel. Ne? Unglaublich. Und das hat mich damals schon so schockiert, weil ich war ein paar Mal, also ein paar Mal in Afrika, auch in Kenia, ne, Ostafrika. Und da hat man schon in den 80er Jahren also gesagt, am Strand, da musst du gucken, dass du nur am Strand bleibst, im Hotel, denn dahinter wirst du überfallen und die hacken dir die Finger ab, ne, wenn du den Ring nicht ausziehst oder so. Ja, und da werden die, gucken die heute drauf in Afrika, das ist quasi einer ihrer schlimmen Konflikte und da sagen die, hat den Westen nicht interessiert. Genau. Das ist völlig so, was für ein Beispiel. Ja, und wenn du das aber jetzt wieder als BWL statistisch die Zahlen und Daten, Fakten nimmst, ne, ist ja zum Beispiel, ich sage es mal so aus dem Gedächtnis, Protokoll, ich glaube, in Deutschland leben 250.000 Juden. Oder wie viel? Ich weiß es nicht. Du. Frank guckt, glaube ich, gerade. Ja, ich gucke gleich mal. In Schwerin gibt es auch eine, von mir aus, mir wäre ja lieber hier sind 10 Ich Synagogen habe in da so Schwerin statt eine, eine. aber ich habe da so Weißt du eine so? Ich Erinnerung. möchte gar Ja. nicht so viele Religionen hier haben. Also ich Ja. habe das so, aber da ich habe nicht da so so in von Erinnerung, tangiert zu sein. ich habe in Erinnerung ungefähr das Verhältnis der Juden und der Zeugen Jehovas ist ungefähr gleich in Deutschland. Ob das jetzt einen Zusammenhang hat, würde ich jetzt mal. Aber. Ja, hier wird so eine Unterscheidung gemacht zwischen Juden und Mitgliedern in jüdischen Gemeinenden. Ja. Und da Ja, dann gibt es mach mal logischerweise Mitglieder. zwei Zahlen. Also das eine ist 225.000, das sind die Menschen jüdischen Glaubens. Und dann, ich verstehe das andere jetzt im Sinne von organisiert, es sind dann 90.000, Aber 91.000. diese zwei, Okay, keine ja, den würde ich jetzt von. 250.000 hatte ich jetzt so Ja, gesagt. aber das kommt ja gut hin. Ja, und das sind ungefähr so viele Zeugen Jehovas gibt es auch in Deutschland. In der Größenordnung, ja.
Ja. Und wenn du jetzt überlegst, trotzdem ist dieses Thema für uns hochvirulent, ne? Also wenn da jetzt einer mit einem Wachturm irgendwas erzählt, interessiert keine Sau. Aber es ist irgendwie von dieser Verhältnismäßigkeit auch diesen Terror, also diese Bedrohung, die ist natürlich bei den Juden jetzt virulenter als bei den Zeugen Jehovas. Also Richtig. die hatten zwar Ist ja auch letztes so. Mal da irgendwie Das so, ist ja die Scheiße. Ne? ja. Und es ist ja auch so dieses, haben wir jetzt einen importierten Antisemitismus? Klar haben wir den. Aber die Reaktion kann jetzt nicht sein, jetzt machen wir alles dicht, sondern wir müssen uns damit mal auseinandersetzen, mit Ich diesem sag dir, aber ich importierten sag dir mal, Antisemitismus. wenn Was es meinst du mit mal, auseinandersetzen? darf Ja, ich wir haben mal doch ganz kurz. bisher, wenn du bisher, warte, ich mache erst mal, wenn du bisher halt gesagt hast, es gibt ihn, warst du ein rechter Verschwörungsheini. Das ist wirklich Aber so. ja, darf ich mal ganz kurz noch bei den Zahlen jetzt. 250.000, nehmen wir die mal. Wie viele Türken gibt es in Deutschland? Ich Oh, sag Millionen. mal 3,5 oder was. Ja, so Ja. ungefähr, glaube ich, Vielleicht ja. sogar noch mehr. Aber es, ja, vor allen Dingen viele, die nicht wählen können. Ne? So überhaupt Einwanderer. Wenn Dürfen. du das jetzt so wie so aus so einer BWL-Brille von mir aus, wenn man einfach nur die Zahlen so sich gegenüberstellt, ne, dann ist ja die Frage nicht, ob wir mit diesen Problemen da aus dem islamischen Kontext von der Masse her, wenn man das jetzt so denken würde, ne, also dieses Potenzial aus dem islamischen Kontext in Deutschland ist ja wesentlich größer als sonst was. Also, ich sehe die nicht so homogen, Ja. dass du die sozusagen numerisch in einen Pott tun kannst. Es ist so viel. Also meinetwegen, Jesiden sind was völlig anderes als Leute, die aus Palästina eingewandert sind, als Wir haben auch eine Menge Asyls. Palästinenser hier in Deutschland, ne? Das ist gar nicht so. Ja, aber die sind ja auch Teil, auch nicht alle sozusagen auf dieselbe Weise bekommen haben, die Einstellung, auch da sind divers und Und die haben von natürlich daher. sehr, die haben selbstverständlich eine ganz andere Sichtweise auf den Konflikt als Ja. das ist, aber so ist das. Das muss erstmal zu kennen. Also so, nicht nach dem Motto, nein, das darf man nicht anders sehen als wir. Doch, das Ja. könnt ihr ja gar nicht verbieten. Das sehen die anders. Weil Ende jeder vom Lied. andere, der sagt Heimat, das ist sein Wort und nicht Ich habe dein die Wort. Flucht meiner Eltern nicht mitgemacht, also schon hab schon allein deswegen ich eine andere Sicht. Und obwohl sich da einiges, ich habe zum Beispiel keine Schrankwände, weil ich also Regale kann man so schön zusammenlegen und wir mitnehmen. Ne? So. Und, also lauter so, also Mini-Dinger, die laufen einfach durch einen durch. Und die kommen gar nicht, obwohl meine Eltern einen, nee, auch nicht hatten, mehr, weiß ja auch gar nicht. Und das ist ja schon allein dadurch, dass eben die Herkünfte anders sind. Wenn du aus einer Bedrohungslage kommst, wie die vom Holocaust direkt bedrohten Menschen und wenn du sozusagen fliehen musstest, weil du dann wiederum von den Flüchtlingen des Holocaust in die Enge getrieben bist. Also solche Sachen, das ist ja gnadenlos andere Ausgangssituation heißt aber nicht, dass du dann entsprechend agierst. Das kommt ja noch dazu. Ne? Da gibt es also Leute, die sich leicht und entzünden lassen und so. Ich kenne das an mir. Ich bin auch erstmal schnell mal so erregt, ne? So dann auch in der Zeit, bis ich mich Ja, aber sortiert du habe bist und jetzt dann. nicht so alt, dass du da jetzt einen erzählen kannst, du wärst ein Kriegskind oder so. Was meinst du mit Kriegskind? Ja, das ist nämlich die Frage, was ist ein Kriegskind? Also aus dem im Krieg, den Krieg selber habe ich nicht mehr miterlebt, aber ich habe also die ganzen, habe also Ruinen in Nachwehen, Ruinen, ja. in Essen, das war nicht voll aufgebaut, also es schon. Rote Armee-Fraktion und ja, Kampf gegen Das habe ich die mitgekriegt, alte da Nazi-Strukturen. kommt ja meine Stempelidee auch her, nicht? Also wo mein Zeigefinger als Stempel zu verkaufen, Ja. damit also Terroristen den Fingerabdruck zurücklassen können am Tatort. Ich glaube, ich eine. War das dann der große Verdienst der RAF oder was?
Nein, ich habe mich einfach sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Also was sind das für seltsame Identifikationsmuster, mit denen ich dann also aber nachher auch die Hausbesetzer und so weiter begleite, obwohl ich ja hochaktiv in der Friedensbewegung war. Also solche, das, dem bin ich, habe ich ganz vielfältig nachgespürt. Was ist Angst in dem Zusammenhang? Was ist sozusagen Usurpation, wenn da so eine Terroristengruppe behauptet, sie wäre sozusagen der Arm der Bevölkerung, so, nicht? Also wir sind sozusagen die Vertretung der Arbeiter, oder was auch immer. Wer Was ist das, wenn sprach die, Gruppe Hoffmann oder wie? was, Es was gab sind die auch eigentlich dafür, was sind die da, was usurpieren die da eigentlich, nicht? Also stellen sich da, sozusagen, das hat ja nicht nur den, dass sie eigentlich da einsam agieren, das hat ja auch eine bestimmte Sicht auf die Leute, die sie zu vertreten meinen und so etwas. Also es sind ganz viele Sachen, die da in das Projekt reingeflossen sind. Habe ich noch gar nicht alles sichtbar gemacht. Was von Wobei mich der da sehr intensiv welches Projekt? beschäftigt. Das Stempelset für Attentäter. Ach so, Das ist Attentat, ausgestellt worden in der Ausstellung Unfrieden genau. Zeig das in mal. Hamburg. Aber da hast du das, hast du das, das, ich sag das so. Wenn du hast, kannst du es ja mal zeigen, um das mal Ja, ich weniger mal. Befehlston hier zu machen. Aber Zeig jetzt das hier mal, mal. Zeig das mal, du ja. promptest zu viel, du Ja, hattest doch noch genau. mal. Ja, ich sag, Nein, alles prompt, bei prompt. GPT sage ich auch nicht mehr so oft bitte und Nee, danke. ich habe mir das nicht Bitte angewöhnt. danke. Das habe Jetzt ich mir gar aber. nicht angewöhnt. Mal gucken, Stempelset. Wie ist damals? Also ich zeige so die Hauptgrafik. Also dann, oder doch vielleicht. Dann scheiden sich aber auch da die Geister, ob zum Beispiel die RAF, ob die jetzt gut oder schlecht war oder was. Also ich habe damit ja auch mit Spektrum der Wissenschaft korrespondiert über die ganze Geschichte. Das war auch sehr lustig. Hier ist das, glaube ich, drin. Ja, hier ist das. Mal ein bisschen verkleinern. So. Also ich mache jetzt mal Bildschirm teilen. Otto Schily war Anwalt von der, von wem? Von der ganzen RAF oder? Oh, Von das den ist also Badern. gedacht für einen Automaten, der also aufgehängt werden kann und wo man so, das ist eigentlich ein Präservativautomat, den man umbauen kann. Und hiermit gestatte ich es jedem Attentäter, den Abdruck meines rechten Zeigefingers am Tatort zurückzulassen. Dahinter steckt eine Menge Theorie, aber das ist sozusagen so das kernige Ergebnis. Und hier, da habe ich noch immer welche, die ich also gerne auch weiter verkaufe. Das ist interessant, Oder ist so. weil irgendwie Jahre später im Zuge mit dieser, falls sich noch jemand daran erinnert, der digitale Fingerabdruck, der wurde ja vom hier, Kollegen Schäuble irgendwie, und da hat Genau. der Chaos Computer Club hat den irgendwie auch zur eigenen Sehr viel. Verwendung irgendwie, keine Ahnung, das konnte man sich selber auf Genau. den Finger irgendwie drauf machen und dann konnte man das überall hinterlassen und das war aber in Wirklichkeit der Fingerabdruck angeblich vom Schäuble gewesen. Ja, den haben sie von irgendeinem Glas, haben sie von einem Politiker, ich weiß Naja. nicht wem, haben sie das also Das abgezogen, haben dadurch einen Stempel, einen Fingerabdruck. Das war also im Grunde so, um zu zeigen, wie leicht das fälschbar ist. Aber meins geht ja eigentlich noch viel, viel weiter. Nämlich, also ich sag mal, wenn man so sein Fingerabdruckset meinetwegen regelmäßig verschenkt, meinetwegen zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder was auch immer, nicht, also hast du ja so eine seltsame Art von Allgegenwart, weil überall können diese Stempel hinterlassen werden. Und damit unterminierst du das, was Individualität in unserer Gesellschaft bedeutet, nicht? Und da habe ich also natürlich einen längeren, also das war dann so, parallel dazu las ich in Spektrum der Wissenschaft, wie toll die sind, weil sie jetzt inzwischen die Fingerabdrücke per Computer bestimmen und vergleichen können, ne? Also ein großer, unhinterfragter Triumph, ne? Den habe ich dann also einen entsprechenden Brief geschrieben. Und es kam was ganz Eigenartiges, sozusagen so eine Hälfte war Faszination und so eine seltsam erschrockene Faszination, wie dieser Gedanke funktioniert. Und danach kam eine voll, so voll die Verdammung, ne?
Und dass sie sowas natürlich nicht abdrucken können und auch nicht als Leserbrief und sowas, ne? Und das war so die Härte. Und diese, also ich weiß nicht, wie viel hundert, ich konnte damals eben hingehen und meine Fingerabdrucke im Sinne von Hochdruck, ne, konnte ich sozusagen als Stempel machen lassen. Und habe dann nicht viele verkauft, aber einige. Und einen Automaten habe ich auch nicht gehabt. Das wurde dann zu kompliziert und auch noch zu teuer. Aber so für die Ausstellung habe ich damit ganz gut bestritten. Da waren einige Künstler, auch Schweizer, haben dann da auch was gekauft. Aber die haben eigentlich, hat diese Ausstellung, die sich mit, ach, ich weiß nicht, wie philosophisch begründeten Unfrieden, Geschichten da auseinandergesetzt hat, Simulationen und aber das hatten so richtig haben sie es nicht verstanden, was ich gemacht habe, also mit wem ich auch redete. Aber da, das war aber nicht schlimm, weil Ah, das erstmal ist ja bei die. uns auch so. Deshalb mögen wir dich ja so. Weil ihr mich nicht verstehen müsst und dann bis mit Nein, aus dem ja. Schneider seid. Was muss man alles verstehen? Ja, ich bin mir auch noch am Überlegen, ob das nicht doch irgendwann, weil inzwischen ist ja das egal. Du hast also heute so viele Möglichkeiten, Bewegungsabläufe, Fasern, genetischer Fingerabdruck. Also es ist im Grunde unglaublich viel. Man ist nicht mehr unbedingt auf den Fingerabdruck der alten Art abhängig, nicht? Aber letztendlich ist das dahinterstehende Prinzip vielleicht sogar umso gültiger. Und bin am Überlegen, ob ich das nicht dann doch irgendwann mal in Breite öffentlich mache. Vielleicht im Rahmen der Website oder so, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall da, in der Zeit habe ich auch so diese unglaublich viel Literatur zum Terrorismus der RAF zum Beispiel durchforstet. Bin darauf gekommen, dass also die Veröffentlichungen die staatlichen Veröffentlichungen, dass die qualitativ wesentlich besser und klarer und durchdringender waren als das, was man so beim Rotbuch Verlag kriegte und irgendwie so nicht das das da hat man gemerkt, dass da noch mal ganz andere Entscheidungszwänge hinterstehen und naja gut, also es war auf jeden Fall auch das war also spannend, aber ich habe dann auch also Grundform der Angst im Hinblick auf dieses als Terrorist erkannt oder nicht erkannt zu werden oder was auch immer. Also da habe ich dann also auch dran gearbeitet und das ist wirklich etliche Karteikarten. Aber dann nahm dann, ich weiß nicht, wer das nochmal war, dann mach das doch jetzt gleich groß. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das, also damals kam das auch, also vom Attentat ging das also viel stärker noch zum Terrorismus hin. Und da habe ich dann so gemerkt, nee, diesen Wandel, den habe ich Aber da nicht wann war wirklich das? drin. Da war Ende 90er, 96 oder was stand Da da? müsste ich mal gucken. Glaube ich, irgendwas Ich habe 96? sowas schon nicht. Nee, war Denn, 96. wo habe ich denn, wo habe ich denn, wo habe ich denn? Sechsundneunzig, genau. Ja, das ist ja, ich rede jetzt von RAF, da rede ich ja nicht von 96. Da rede ich, wo ich ein kleiner Bub war. Aber 96 war noch kein DNA-Test Nee, noch nicht. etabliert und deswegen, weil damals war halt Fingerabdruck, jetzt muss man halt eine DNA-Probe abgeben. Ja, genau. Also heute ist gibt ganz viele. Ja. Aber jedenfalls ist trotzdem diese. Also ich bin dann eben so weitergegangen zu etwas, was jetzt fruchtbar wird. Also ich habe gesagt, man könnte eben auf der Grundlage von dem, was ich da jetzt gemacht habe, könnte man eben auch künstliche Personalitäten oder sich selber in bestimmter Weise allgegenwärtig machen. Und dann würde man eben von Andreas Pechstein nicht mehr als diese lokalisierbare Identität, sondern eher so von Verteilungsräumen reden müssen, nicht? Also wie man von meinetwegen dem Verteilungsraum einer Vogelart oder so redet, nicht? Also weil dann auf einmal und dann gibt es Varianten, dann gibt es also Ja, das ist und so eigentlich weiter, die, nicht? aber Und das ist jetzt also, das ist eigentlich die Technologie, wenn ich das so richtig verstanden habe,
Ich habe es aber nicht richtig verstanden, aber wo auch Bitcoin drauf basiert. Da gibt es ja irgend so eine Technologie. Bitcoin Bitcoin. versucht ja Individualität. Nee, ich meine diese Kryptotechnik, die hat einen anderen Ja, Namen. also Krypto, weiß ich nicht. Also Blockchain, muss man sagen. ja, genau, Blockchain. Ja. Ja, So, Blockchain. Blockchain und für mich ist das ehrlich gesagt vom Technischen, jetzt wenn ich das erklären müsste, so ähnlich wie wenn mich einer fragt, erklär mal, was ein neuronales Netz ist. Und dann weiß ich auch nicht viel mehr. So ist für mich Ja, also Blockchain. Ja, so im Gegensatz labern. zum neuronalen Netz ist schon eine Blockchain determiniert. Also da ist jetzt kein Unsicherheitsfaktor Ah, drin. alles klar. Also Aber Blockchain ist doch dadurch Identität oder Individualität versichert, indem du also auf so einer Liste als eine Nummer stehst und diese Nummer in quasi. irgendeiner Weise garantiert wird, so Also ich etwas. habe das nicht ganz verstanden, das ist mir alles zu kryptisch noch. Blockchain. Wie auch Ich kann immer. das auch nicht gut erklären, aber letztendlich lässt sich damit zum Beispiel so ein Währungsmodell umsetzen, wie halt, ne? Aber es ist halt ein irre rechenaufwendiger Prozess halt, ne? Gerade dieses Ganze, dass du die ganze History immer mitschleppst und so. Und dieser Schürfprozess, der halt irgendwie dann so ein Gesetzesende hat, wo irgendwie dann die ganze Grafik, also es ist ja gut, dass das Geschäft da so ein bisschen eingebrochen ist, weil dadurch wurden die Grafikkartenpreise gingen endlich mal wieder nach unten. Na? Weil Ja, die nicht alle alle diese, da weil die alle, am Schürfen sind. ja. Riesenrecks bauen die da auf, habe ich mal Ja, gesehen. und Wahnsinn. so Strom und hin und her, ja, kannst du in anderen Ländern, da haben die richtigen Anschluss gekriegt vom Kraftwerk, damit die das Aber ich Netz hin und verstehe so. die ganze Technologie, verstehe ich überhaupt nicht. Ne? Was da Also genau so passiert. Aber ich für habe auch mich ist kein ja Problem zu interessant, was ist sagen, daran? ja. Entschuldigung. Ich Also. habe auch kein Problem zu sagen, dass ich das halt nicht verstehe. Und ich finde das interessant, wenn ich das sage, ne? Dass ich es halt Ja, nicht verstehe. das Keine nicht Ahnung, was verstehen da können, los gehört ist. in die Ja. künstlerische Struktur mit hinein. Ja, aber Blockchain muss man heute wissen. Was passiert da? Genauso wie bei neuronalen Netzen muss man scheinbar auch wissen, was passiert da. Denke ich mir dann. Also Aber trotzdem verstehe ich es nicht. für mich war damals eben auch wichtig, also es ist ja im Grunde ist so ein Fingerabdruck, Stempel, schlicht und einfach wie ein Linoldruck, so ein Hochdruck. Und von daher wird also der eigene Körper sozusagen erstmal ist sowieso durch die Fingerabdrücke selbst sozusagen so dauernd hinterlässt es also überall Hochdrücke, ne, so als Fett quasi unsichtbare Fett Grafiken und mit dem durch den und den Stempel kann man eben auch so benutzen, dass man Vaseline oder Haut nimmt und dann also sozusagen unsichtbare macht. Man kann natürlich auch dann mit Stempelfarbe kann man sichtbare machen. So. Und dann ist aber das, was ist denn daran jetzt sozusagen das Kunstwerk? Das ist dann eben nicht nur dieser Stempel, sondern das ist also im Grunde dieser gesamte Prozess samt dem intellektuellen Raum, den er eröffnet, samt also dieser Einflussnahme, dieser performatorischen Einflussnahme auf die Gesellschaft. So. Und wenn wir dann das weiterdenken, haben wir heute eben unglaubliche Plastiken. Also das ist sozusagen wie ich Kontinentaldrift Mittelmeer. Das sind riesige Bewegungen, unglaubliche Zeiten, aber es ist eh Plastik, ne? Und so haben wir heute mit dieser Blockchain-Geschichte haben wir also große Plastiken, die sich sozusagen wie so Landschaften selber kreieren. Die sind dann da, nicht? Und eigentlich Aufgaben für Künstler damit zu arbeiten, gibt wahrscheinlich auch schon welche. Und also so Ja, wie handhabt man so etwas sorry, künstlerisch? dass ich ja mal ins Wort falle. Das ist für mich dieser ganze, wie ich das wahrnehme, dieser ganze NFT oder wie heißt da dieser Hype. Non-Functional Token Kunst, bla. Also, Ja, das ist aber, finde ich, eine ziemlich primitive Art, damit hängt umzugehen, das weil nicht es da ja. irgendwie nicht mehr auch mit der Blockchain da zusammen? Ja, aber, also für mich, also das heißt, also NFT-Kunst heißt, also du hast eben diese riesigen Zahlenreihen, in denen hast du eine gekauft und der wird jetzt
meinetwegen ein Foto, eine Zeichnung, die du gemacht hast, zugeordnet. Derjenige, der das kauft, der Ja. kauft von dir diese Nummer. Ja, Der hat überhaupt gar das ist kein, der hat klar. überhaupt noch kein Besitzrecht an der Grafik. Das ganze Ne? System Die ist wie bleibt bei dir. so ein virtuelles Gürtelregister, wo Ja, alles. die könntest du dem sogar nehmen. Ne? Das ist irgendwie, Also, aber ja. ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Ja, Ich kann das ja ist auch vielleicht ein genauso. Charakteristikum der Plastik, die da Ja. sich bildet. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Plastik selber, nicht? Das ist irgendwie so ein Nebenaspekt und der eher an den Kunstmarkt bindet und also für mich jedenfalls. Und ja, von daher, ist eben, wenn ich eine Grafik mache, ist das für mich schon immer sozusagen irgendwie Vergangenheitspflege oder so, oder so also Traditionspflege. So wichtig, wichtig und da steckt noch viel drin. Das ist auf jeden Fall. Aber so der Almanach, der da jetzt entsteht, der hat seine eigentlichen Charakteristika auf Ebenen, die man sehr viel schwerer erfassen kann, auch nur. Auch selbst darüber zu reden, ist viel, viel schwieriger, als wenn man sozusagen, sagen wir mal, genießerisch die entstehende Grafik auseinandernimmt. Ne? Da Das ist natürlich, die Sinnlich, ist das schon, die ist Sinnliche, schon klassisch, die ist das schon klasse. Sinnliche, Aber, das ne? Sinnliche. Ja, aber auch so. Dann sind wir so, dann haben wir Dickicht, das aber auch irgendwie tentakelt und dann kommt also die Birgit um die Ecke und sagt, ja, aber der Clou daran ist, dass das ein Gewölle ist. Das heißt also, das, was Katzen oder Eulen so ausspeien, ne, so. Und in dem Moment wird es für mich so wirklich absurd, also wirklich surreal und auf eine ganz seltsame Weise schräg. Ne? Das ist aber dann zusammen mit der gesamten Entwicklung dahin. So. Und das, also sowas interessiert mich total. Nicht? Und andererseits finde ich es auch wieder unheimlich anstrengend und entinspirierend oder so. Also so die Sexiness schwindet dann, wenn man das jetzt alles dokumentarisch so durchexerzieren muss. Das mache ich dann auch so nicht gerne. Mal, Aber ich habe im Holz, im Garten habe ich Europaletten gesägt und ich habe das dokumentiert. ja, und ist noch nicht im Internet. Ist noch nicht im Internet. Das muss aber sein, weil es gibt so viele Handwerker, die auf das edelste Edle dokumentieren und dabei stolz Fotos gemacht geschwellt. mit Schutzbrille und Hörschutz und so. Hat deine Frau die Kamera geführt? Nee, ich selber, so Also, selbst, das ist so so. experimentiert, habe ich mir gedacht, was würde müsste ich jetzt tun, damit ich jetzt das Sägen von diesen scheiß Paletten da so als Instagram-Story, ne? Habe ich dann so eine Story gemacht. Ja. Na. Und dann hatte ich einfach, danach hatte ich nur noch Rückenschmerzen. Das war beim letzten Kunsthock, habe ich da gesessen und ich hatte nur Rückenschmerzen. Ne? Also Video Wegen diesem machen, das macht Scheiß, wegen so einem Rückenschmerzen. Scheiß, ja. Hat sich mit dem Mit den Poncé oder mit dem Paletten, Pons. und dann noch gleichzeitig auch noch das Dokumentieren alles. Hat sich da mit Eiseskälte als Filmdarsteller mit dem Pons durch den Wald gelaufen bin Alles und durchdacht, ja. lediert nach Hause kam. Und dann So. war ich ja stolz, dass ich am wenigstens meine harmlosen Guerilla-Videos gedreht hatte. Und dann merkte, es funktioniert nicht, persönlich nicht und konzeptuell schon gar nicht. Dann war ich da ja raus, dann habe ich mir gedacht, Rückenschmerzen hast du wenigstens gehabt. So. Es war dann so, immerhin, Held. Der Schlagzeuger von The Police, Stuart Copeland, ne? Und der kriegt auch immer Rückenschmerzen, Der oder hat was ist jetzt nebenbei das? immer während der Arbeit, hat er noch so Super 8 gedreht und Super 16. Beim Schlagzeugspielen. Nee, Mit der dritten Hand. während diesen Touren, die die gemacht haben. Also, okay. Sind heute wahrscheinlich ganz schön was wert. Da gibt es eine DVD, Everyone Stares heißt die. Also alle starren. Alle starren, das ist schon mal gut.
Also das heißt, er verwandelt das Publikum in so eine Art Zombies, die dann so da stehen und Ja. ja, der tut einem leid, ne? So. Nö. Wieso? Nee, das ist einfach, dass ein Künstler auch noch nebenbei so die Dokumentation von seiner Kunst machen muss. Das muss man auch erstmal verstehen, irgendwie, oder? Was ich muss, Muss man interne, das? Ja, wenn andere intrinsisch das machen, oder dann ist gut, ja. Aber wenn es keiner macht, irgendwie scheint es doch das zu brauchen, dieses ganze Dokumentieren um die Kunst. ja, von meinen großen Performances gibt es irgendwo immer hat dann einer eine Kamera in die Ecke gestellt und dann irgendwie Richtung Ja. vorne und da, die Art von Aufnahmen gibt es eine Menge. Aber ich traue mich noch nicht, sozusagen öffentlich zu machen, weil das ist so hillefittig, also das ist so bleh. Von daher habe ich von meinen großen, also ich habe ja wirklich lange, Teil 3 Stunden Performances, 1,5 Stunden Performances und so gemacht. Nicht? Jetzt habe ich gerade noch eine Anfrage, was ich wohl inzwischen mache aus Görlitz. Nicht? Da hat einer eine meiner Performances gesehen und interessiert sich. Mal sehen. Aber ich kann dem eigentlich nichts schicken. So, das ist mir total blöd. Er muss auf seine, mich auf seine Erinnerung verlassen. So, genau. Also insofern, so, wir haben ja jetzt auch über Politisches, also ich bin da ja immer unbeholfen, aber geredet, das ist irgendwie ganz schön, dass das im Kunsttalk so auch in die Richtung ausschwenkt. Und weil das gehört da so, wie es ist, mit rein. Nicht? Das ist also ganz wichtig, finde ich jedenfalls. Also da stehe ich total zu. Naja. Politik. Politik, ja, aber du, dich zieht das ja magisch an, irgendwie. Ja, Jo. eigentlich schon, ja. Blöd. Ja, hör mal, der Ja. Matze, der freut sich, wenn die blöde Strack-Zimmermann ihn blockiert. Da freut er sich wie ein Kind. Freuen. Wie ein kleines Kind. Nee, das stimmt so nicht. Ich sage ja nur. Das ist ja gelogen. Also Kunst wäre es, wenn du es schaffst, dass sie es mehrmals macht. Das ist immer so. Aber von ihrer Seite wäre das eine Kunst. Nee, Nein, das wäre von. Kunst ist, wenn du wirklich physisch von der Post Ich kann das heute einfach Brief von normal der kriegst. melden, dadurch, dass die Ja. Verlässlichkeit oder die Aufmerksamkeitsschicht natürlich sehr begrenzt sind und mein kleiner Account. Ich könnte das jetzt wieder melden, es würde wieder geliked werden. Matze, Also, das Das ist ist erst sozusagen Kunst, die wenn ihr bei Kunst. dir an der Haustür Zonen klopft. von Kunst. Entspannung und Annäherung wechseln sich mit Krass. Schnicken so ab. Ohne SEK läuft da gar nichts. Was ist denn SEK? Sondereinheitskommando oder Ein Einsatzkommando? Einsatz, ja. Mhm. Erst wenn sie bei Genau. Matze da die Bude räumen, Genau. glaube Wie ich kann ihm. es sein, dass sie Wenn jung und naiv mit SEK. unsere Lieblings, weiß ich was, bald nach Europa abwandernde Strack Agnes als Verschwörungstheoretikerin bezeichnen. Das kann ja nicht sein. Wichtigster Ja, Troll aus Schwerin gefasst. ja, genau. Ja, da hattest du ja so einen Genuss, ne? Das war so. Trollbude stillgelegt. Bild war dabei. Ja, genau. Genau. Die Journalisten sind heutzutage die Trolle. Das ist da das Ding. Die haben sich das alles abgeguckt und jetzt machen sie nichts anderes, als andere Leute zu triggern und irgendwelchen Scheiß zu schreiben. Unterhaltung ist es einfach, oder? Ja. Ja, die Leute wollen unterhalten werden. Genau. Es schreiben Könnte eh man alle das? das Gleiche, also müssen sie variieren Man bezüglich der könnte auch einfach mal Troll, warten, bis die Busner fertig sind aber und dann nicht die Ukraine haben. Ja. variieren nicht bei der Qualität, sondern variieren bei der Trolligkeit. Ja? Ist also so übrig Reizreaktionsschwäche. geblieben von dem Mitläufertum der, weiß nicht so, der 60er, 70er, 80er Jahre Presse, die Nee, das von der. Kybernetik. Reizreaktionsschema. Kommt Das, alles du wieder zurück. wirfst hier immer so Sachen in rein, wo ich dann auch im Moment erstmal gar die Kurve nicht kriege. Wegen dem Begriff Kybernetik oder was? Ja, wegen dem Begriff, ja, den sowieso, aber mit dem Begriff,
Als Reaktionsschema. Reaktionsschema, ja, so Skinnerbox sagt ja auch nichts. Ja, Skinnerbox sagt mir schon, aber das, Ah, wie ja, das aber mit das dem geht dann, Journalismus das jetzt war heute. Behaviorist, ja, das mal einfach ich hätte auch sagen können, Attraktionsmontage, also intellektuelle Attraktionsmontage nach Eisenstein. Das war so einer von den Großen damals, wo die anfingen mit dem Film. Und dann haben die so Schnitt und Gegenschnitt und Einstellungen und was weiß ich. Und der Eisenstein hat dazu eine Theorie auch. Also der hat auch theoretisch was geschrieben. Der folgen die Das, Journalisten heute. nee, das ist einfach nur so ein Blick da drauf. Attraktionsmontage nach Eisenstein. Intellektuelle Attraktionsmontage. Eisenstein und der. Ja, das hört sich ja so an, dass man sich fast wünschen würde, dass die Journalisten eine intellektuelle Attraktionsmontage bewältigen würden. Ja, und wo ich jetzt weiter bin dann mit dem Skinner, das ist Behaviorismus, Reizreaktionsschema. Das ist wie, der hat versucht, Tauben so zu trainieren, dass sie auf einem Monitor Raketen abschießen. Ach Also der so, und wollte das die machen die irgendwie so. Journalisten heute selbst. Die Ja, die gucken trainieren sich selber, selber wo ist da was sozusagen. zu triggern, Reizreaktions, ne? So Reizreaktion irgendwie. Ja. Das ist einfach komplexer. Also sie singen, wie der Herr will, aber machen es komplexer, damit es nicht so auffällt. Und die machen das auch jetzt nicht strategisch bewusst, sondern evolutionär hat sich das so entwickelt. Was jetzt los Also die ist. sind gar nicht Ah. selber schuld, ne? Aber jetzt heute gerade bei Twitter habe ich doch so verschiedene Punkte, Äußerungsformen, ah, wie schön, Äußerungsformen gefunden, wo mir doch so das eine oder andere zusätzliche Licht aufgegangen ist, wo ich dachte, ja, so kann man es auch denken. Das fand ich also, gibt's. Ja, jetzt ist das jetzt ein künstlich erzeugter Fingerabdruck. Das ist sehr, sehr interessant. Gepromptet. Gepromptet. Und vor allen Dingen irgendwie Das so, es ist ist ja so eine wichtig. Tintenzeichnung mit dem Bleistift, ja. Das ist Kunst. Das Ja, ist, als wenn genau, Agnes Strimmermann mich zweimal so blockiert richtig. hat. Genau, ja. Und der Scholz noch eine Pressemitteilung in der Tagesschau machte. Ja, und was Genau. ich ganz interessant finde, Nee, also. ja. Und hinterher sagt, und die Heizdecken können Sie hier bestellen. Sogar Walter Steinmeier Ja, hat mich blockiert. Heizdecken, dort Lamadecken, irgendwie so. Magnetfelddecken. Europapolitik als wer ist das? Butterfahrt, ne? Genau. Butterfahrt ist gut. Das hat hier heute mit dem Andreas Matze mit der Giraud. Diese Politikwissenschaftlerin da aus Bonn. Giro. Ich sage, wir Giro. nennen sie jetzt ab jetzt Giro. Die war aber auch bei dem Jung und Naiv hier, Thilo. Oh ja, früher hat, 2017 oder so. Ach, als sie als komm so. Europa Visionärin unterwegs war. Da war sie auch auf mindestens, also vielleicht sogar zweimal. Ich weiß gar nicht mal, ich Aber habe auf jeden einmal mit Fall. Albrecht von Lucke und so gab es dieses Jung und Naiv Live. Und das war in Berlin in so einem, weiß ich, 200 Leute oder so und dann so ein kleiner Veranstaltungsort. Und da haben sie sich auf der Bühne. Da hat sogar Harald Schmidt drauf reagiert. Ja, aber gar nicht. Ich habe ein Interview mit ihr und dem Thilo eins und eins nur gesehen, ne? Ohne Bühne. Ja, das kann Und auch sein, dass wir da haben die waren. dann beide so, deshalb kam ich da eben drauf, so abgedreht mit, wer war 1948 französischer Präsident? Ja, das könnte sogar Ne? sein, Wer dass sie war das das? alles, Wer war könnte das? sogar so, keine Ahnung, Ne? könnte sogar Ja, sein, dass sie das alles Mitterrand. weiß. Ja, und Mitterrand, da, stimmt, und da ja. haben die beiden sich praktisch gegenseitig ein Ohr abgekaut mit so einem Wissen. Ne? Stundenlang. Das ist unglaublich, was die alles wissen da. Detailwissen. Ne? Und wer war's? Ich habe keine Ahnung. Da war, mir ist ja nur diese Form ist mir aufgefallen. Dass Na, er so, Mitterrand und ja, davon der Vorgänger, ist doch klar. ja, der Schwager von Mitterrand, der war im Stand da aus dem Herzogreich, bla bla, sonst was. Und der war Attaché in Afrika. Was sie da alles wissen, ne? Unglaublich. Oh.
Ja, die darf ja jetzt nur noch im bösen Fernsehen auftreten. Ich hatte da mal, das habe ich aber nicht mehr, habe ich aufgehört. Oh! Ich glaube, die Ja, Gro, die, Entschuldigung. ich spekuliere ja, dass die Gro, Ulrike Gro, glaube ich so, dass die wieder auftaucht irgendwann im normalen Fernsehen. Aber es muss, da dauert noch ein Jahr oder so und dann ist ja auch ein bisschen in den Fernsehsendern ein bisschen diese rechtskonservative Welle, so rutscht dann langsam durch, dass sie nicht mehr, ne, dann wagen sie auch mal wieder was. Irgendwie so angefangen, im Sinne von als seltsam wahrgenommen zu sein, hat es irgendwie mit diesem Seuchenzeug irgendwie, ne? Ja, sie hat das halt irgendwie nicht mehr nachvollzogen. Da gab es ja auch Punkte, wo man sagt, und dann hat sie aber übertrieben an der Stelle. Und dann ist sie gecancelt worden. Und dann kann man schon auch als Mensch dann komisch werden. Das sehe ich ein. Also wenn sozusagen ihr denn der Job, ne, an der Uni und alles so genommen wird und richtig gecancelt und die Bücher, wo du dann das Gefühl hast, die haben sie alle gegen dich verschworen und das findet dann auch statt. Dann sage ich, ja, da kann man schon eine eigenartige Sichtweise auf diese Welt bekommen. Also rein, weißt du? Ja, oder Ja. eine realistische. Für sie auf jeden Fall. Für Ich würde einfach Außenstehende, mal, wo das denn ist auch ein so. bisschen Naivität dann vielleicht, oder? Ja, es ist aber auch schwer, aus dem sie hatte noch darüber erzählt, sie hat sich dann auch behandeln lassen und so weiter, ne? Weil es schon ein Ja. bisschen sie alles sehr, sehr, sehr mitgenommen hat. Und so, und um da Abstand zu gewinnen. Und weil da wirst du ja, wenn du das Gefühl hast, hier wird dir jetzt alles genommen, ne, von deiner so Existenz heißt es ja immer, und man meint damit die berufliche und so weiter und so. Und das ist natürlich schon doll, was da passiert ist. Und nur weil jemand eine andere Meinung zu, wenn jemand sagt, ich möchte mir nie impfen lassen, war das schon das Problem. Was habe ich gesehen da, wenn wir jetzt mal bei Namen sind, Jenny Günther, die ist beim Finanzamt irgendwie beschäftigt. Das ist Macht richtig. nebenbei dann ihre Themen da irgendwie. Was? Das ist richtig. Ha? Und sie Ja. kriegt auch, finde mal, bisschen zu wenig Aufmerksamkeit für was sie für Gäste hat. Also die Sachen, die sie da produziert, sind meines Erachtens ein bisschen unterrepräsentiert. Aber das ist so. Es sind immer mal ein paar Knaller mit dabei, ne? Hier wie. Ja. Also. Und sie hatte jetzt Wälzer und da hatte, ich bin ja mit ihr im Kontakt Wälzer. und da hatten, das war dann, hatte in so einem langen Interview mit oder in so einer langen Sendung mit drin und ich sag, lass mal rausnehmen, lass, bisschen Screen gebaut und so. Und das hat auf YouTube auch gezogen. Zack, 15.000 Aufrufe. Oh. So ein Einstünder oder so. Und Ja. Stefan Lambi hatte sie da Also und. mit Bild oder was? Die macht ja auch viel Podcast auch oder so. Ja, aber sie hat nimmt die Sachen auch auf, soweit es geht. Und Lambi war zum Beispiel, das ist dann mäßig gute Aufnahme, aber es reicht halt hin, finde ich. So als läuft halt und guck mal ab und zu hin. Zoom-Gespräch, so wie wir jetzt hier sind. Und dann hängt es immer vom Gegenüber ab, was für eine Ausrüstung der hat, ne? Wie gut das Ja, ist. Also da wird jetzt kein Riesenaufwand betrieben. Harald Welzer hatte gesagt, er macht nur per Telefon, er wollte nicht im Bild sein. Und dann ist das so gelaufen. Aber sie hat da schon wirklich bekannte Leute irgendwie auch mit drin. Mit Albrecht von Lucke, zu dem fährt sie ab und zu mit hin und macht da 2, 3 Stunden Gespräche, die, das ist auch wirklich, ich denke immer, Mensch, Albrecht von Lucke, der ist doch eigentlich so und Jenny ist doch so ein paar Sachen, ne? Aber die ergänzen sich da super. Und Albrecht geht auch darauf ein und umgekehrt dann auch und so und das sind dann 2, 3 kurzweilige Stunden, wo Albrecht, glaube ich, auch wirklich sich frei einmal durch die ganzen Themen einmal quer durch. aber sie war auch bei der AfD irgendwie aktiv und der Thilo Ja. Jung war mal bei der CDU, oder wie? Habe ich gelesen. Wer war bei der CDU? Thilo. Ne, das glaube ich nicht. Doch, Thilo Jung war bei der CDU. Klar, war der bei der, also Ja, also er da war bei müsste sich der, jetzt Mike Göhren wirklich für nee, mich nee, 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 täuschen. nee. Ja, das kann ja sein. Ja, genau, Nee, sag habe ich ich ja. nie Das ist gehört. immer noch möglich. Ja Thilo Jung war bei der CDU. ich habe ja öfter Interviews mit ihm gehört, wo er über die Biografie auch erzählt.
mindestens zwei oder drei. Das fand da nie statt, aber das wird man ja auf Wikipedia finden. Also er war in der US-Armee. Nicht, er war in den USA und er war hier auch bei der Armee. Das sind so die Sachen, wo man denkt, oh, das ist aber eine Überraschung jetzt, ja. Also in den USA war er auch so jemand, der dann auf einmal die transatlantische, so, ne? Sich da so von wegen gegen Irak, Saddam Hussein, und ist dann aber erst sozusagen gedreht worden, als er auf einmal nach Deutschland kam und sagte, hä, hier sehen das ja alle ganz anders als in den USA. Und da war dann so die politische Wertung, um das mal kurz zu sagen, kurz zu Das beschreiben. Erwachen sozusagen. Aber Parteimitgliedschaft ist mir nicht bekannt. Naja. Damit hätte er ja vielleicht sogar, wenn ich mal so überlege, geworben, dass er das mal war. Das ist er jetzt, ne? Jenny, klar, Jenny hängt das halt auf ewig an, ne? Ja, die war ja mal bei der AfD und ist ja klar, dass sie jetzt so eine eher bisschen konservative Meinung zu dem oder jenem hat und so. Aber die ist ja da nicht ausgetreten. Also die AfD war ja früher auch mal eine andere Partei. Also, dass er als der Lucke, der hieß ja auch Lucke, vielleicht steht Jenny auf Lucke. Das war ja eine, die wurde ja ständig in die Talkshows geladen, als der Lucke da, ich weiß gar nicht, wie er mit vorne hieß. Das war wirklich ja eine Zeit, was ich, 2010 oder was, als die Partei gegründet wurde. Da war auch der IG Metall, weiß ich, IG Metall-Chef oder wie hieß er? Henkel, nee, Henkel. Henkel war mit drin BDI, und so. genau, BDI, ja. ja. Und die waren halt einfach so, der Euro war noch so im Werden auch, ne? Da war ja auch die Finanzkrise und da war das die Partei, die sagte, hätten wir jetzt die D-Mark, wären wir, also das dadurch war es allgemein verständlich, ne? Hätten wir jetzt die D-Mark, wären wir nicht vom Euro abhängig, von dieser Euro-Krise. So, und das war ja der Aufsatz. Und damals waren ja wirklich, und die sind ja aber alle raus. Und ich weiß nicht, was Jenny dann drin war. Aber sie ist dann halt raus, weil ihr das so unangenehm da wurde. Wikipedia sagt zum Jungen, nach dem Abitur leistete er Grundwehrdienst beim Panzerbataillon 403 in Schwerin. Politisch verortete Jung zunächst als konservativer Unterstützer bei der Bundestagswahl 2005 Angela Merkel und die CDU und befürwortete unter anderem die Hartz-IV-Reform. Siehst du, es ist so ist das. Ja. Kann sich ändern. Aber das war toll, wenn die Leute Wendungen Genau. Wenn man machen. das nicht zulässt, dann finde ich irgendwie, naja, da bist du Also, nämlich eigentlich beim Adenauer, wenn er sagt, was interessiert mich mein Gelaber von gestern? die Frage einfach, also meinetwegen, ich bin ja durch die Kirche gegangen, nicht? Also, und ich habe eben ganz bestimmte Fragehaltung, die jemand, der das nicht gekannt hat, einfach nicht findet. Nicht? Also aus Erfahrung auch wenig thematisiert oder nicht thematisierte Sachen und so, die stehen mir sozusagen zur Verfügung. Aber drin bin ich ja nicht mehr, ne? Schon lange. Und ich weiß auch genau warum. Und also als solche und ich finde in diesen Möglichkeiten, sich neu zu finden, neu zu positionieren oder plötzlich woanders zu sein, ergeben sich eben dadurch gerade Kommunikationschancen, auch kritische oder gerade kritische, die sonst verloren gingen. Nicht? Das ist eben das Doofe, also aus einer puren Gegnerschaft, aber bei Jugendlichen ist das so, die haben nichts als Abstraktion. Die haben ganz viel jetzt gelernt, die haben also sind durch die Kindheit durch, die haben jetzt begreifen jetzt immer mehr von der Erwachsenenwelt, aber auf eine Weise, die nicht erfahrungsgesättigt ist. Also haben die also Raster. Und die Raster, mit denen experimentieren sie rum und treiben die auf die Spitze und richten sich danach, ne? Und schon hast du eben unheimlich schroffe Meinungen und Verhaltensweisen, nicht so. Aber in dem Moment, wo dann also sozusagen Saft und Fleisch an die Knochen kommt, nicht, dann hast du auf einmal die Möglichkeiten, also Kompromisse zu schließen. Du siehst also die ganzen Ja-Abers, man sieht also Ja, die aber. Komplexität durch die
sich da manches federn muss. Auch eben, wie Widerstreben das mit hineingehört in Entscheidungen und sowas, ne? Das ist erst später möglich, nicht? Und so ist das also, finde ich, auch bei reifen politischen Diskussionen zum Beispiel und so. Also von daher habe ich da überhaupt nichts gegen, dass jemand von dort nach da kommt. Natürlich abrutschen, also es gibt ja Linke, die sind so abgerutscht in so eine rechte Ecke oder so. Da bin ich allerdings dann also wiederum harsch, ne? Weil ich das finde, ist denn ein so ein, also Fleischhauer, Jan ja, Fleischhauer zum Beispiel. genau. Ich, Der ist ein richtiger Haut drauf geworden. oder eben so Leute, also so na, aus der Zeit der Kommunen, nicht? Irgendein Kommunarde oder so, die dann plötzlich und so, ne? Also, wo ich denke, was ist das denn? Ne? Aber gut, also vielleicht wäre das, wenn es mich mehr interessieren würde, auch wirklich interessant, das nachzuvollziehen, aber das interessiert mich dann halt auch nicht mehr, dann bin ich so. Na, das ist so. Ja, wo ist das mit dem? Mit der kulturellen Aneignung. Man eignet sich Mit der das an, was kulturellen man hat. Du, Aneignung. ich sagte, ich bin ja, das habe ich ja auch oft schon, auch oft auch zu sehen, es ist an bestimmten Stellen, auf einem gewissen Intellektualitätsgrad ist es so, Ja. dass es sozialer Zufall ist, ob man rechts oder links abgleitet. Das ist einfach deine Umgebung. Also wenn du ein bisschen blöd bist, kannst du rechts abgleiten oder links. Ja, Ja, jeder, muss man zugestehen. so. Aber jeder hat die Möglichkeit, trotzdem selber zu denken. Und das ist eigentlich dann zum Beispiel, wenn man sagt, es geht gar nicht um kulturelle Aneignung, sondern um Abneigung. Also kulturelle Abneigung. Dass man alles, was man da als Kultur sieht, erstmal abneigt. Dass das abneigend ist. Ja, also so wie das mit den, man jetzt Rasterlocken nimmt, was soll denn das Ergebnis sein? Wollen wir hier eine deutsche Reinheitskultur haben oder was soll das? Also, weißt du? Nee, dann dürfen wir hier, dann, nee, dann müssen die Originale hierher kommen. Aha. Was ist das denn? Also ich war Weil du dann in. nur die Star-Originale kennst und die ganze Bewegung mit all den kleinen Leuten, die auf dem Ja, Dorf wir das müssten die ganze aufmachen. Jazzmusik, muss ja alles abgeschafft werden, muss ja alles wieder Ja, zurückgebaut ist völlig werden. Ja? Wir verboten. Du musst müssten das auf deutsche verbieten. Volksmusik zurück. Mehr gäbe es ja Alles nicht. verbieten. Ja, Volkslieder, okay, muss man gucken, wie weit man zurückgeht, ob man Schlager denn noch zulässt, ne? Weil die sind ja vielleicht in Urdeutsch. Aber alles andere, was ist ja, Techno würde noch gehen, ist viel in Deutschland, ist auch in Deutschland entstanden. Ja, muss man gucken. Ja, erst viel später. Ja, Ne? stimmt, Ich du hast meine, recht. ist doch alles herleitbar. Aber Das heißt, alles kommt Hip-Hop, woher? Rap, müsste alles, Fantastische Vier wäre nicht gegangen. Das ist aber auch das Problem mit dem Barock zum Beispiel. Die Barockmusik, die wurde dann ziemlich schnell in Klassen so einsortiert. Und da gab es dann auch schon so Leute, die haben dann gesagt, das klingt wie drittklassige Barockmusik. Kann sein. Ja, Da die haben bin das ich Muster nicht. erkannt und dann nudeln die das ewig durch. Und das ist halt Kultur und das ist, ach ja, hier. Barock. Von wegen Rock'n'Roll und was, oder wie? Nee, das ganze da Getanze in Schlössern und so. Oder Sex, Tischmusik. Barock und Rock'n'Roll, irgendwie, ist ja die Devise. Produktion, alles nur, also im Kunstbereich, in der Musik. Alles staatlich verordnet, beziehungsweise vom Obersten. Also Tischmusik, Händel, Ja, es gibt auch so ein paar Mozart, den ganzen Kram, Kompositionen, ne? wo ich sage, boah, das ist jetzt nicht so meins. Ne? Es gibt so klassische, da kann man etwas anfangen, aber so gerade, glaube ich, so, wenn ich jetzt die richtige Vorstellung von Barockmusik habe und ich glaube, ich habe da, das ist mir, nee, das ist mir nichts. Das ist auch Also. zu. Warum bin ich in der Ecke gelandet, künstlerisch, wo ich gelandet bin? Es stimmt schon, dass also so dieser, eher dieses, was stößt mich ab, ist wichtiger als das, was mich anzieht. So, ich setze mich eben nicht in so eine Reihe, wie das ja manche Musiker tun, die dann bei dem gelernt, bei dem gelernt, bei dem gelernt haben und dann sie sozusagen so die Adepten. Das ist bei mir eher nicht. Es gibt aber so hart edge schmaler
Habe ich mal probiert, als ich bei meinen Eltern die Garage angemalt habe. Fand ich total schrecklich. Und ist auch nichts Gutes geworden. So, weil das war mir unterkomplex, nicht? Und ich weiß nicht, also es gibt dann eben so Sachen, die, und manche begründet man auch nicht, das geht, da geht man einfach nicht lang. Und dann nimmt man, da man ja das, was man dann real macht, ernst nimmt, entwickelt man sich da auch weiter und wird da drin virtuoser oder kennt sich halt einfach irgendwie besser aus. Das bindet einen auch, nicht? Also entstehen dann diese ich will, weiß gar nicht, wie das ist. Es gibt ja, ich hasse das Wort Position in dem Zusammenhang oder eben diese Nester. Blasen habe ich ja. Ich nenne das Attraktoren. Das sind Ja, also Attraktoren. im Phasen, also gibt dieses Nicht Bild schlecht. der Phasenraum, der ist der Raum, also den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Kannst dann Chaos-Theorie. Wikipedia, kannst ja googeln. So. Ja, ich weiß. Also der Phasenraum und innerhalb dieses Phasenraums gibt es Attraktoren. So würde ich das dann. Ja, in der, Was die du da individuellen meinst, Bahnen, sind die du Attraktoren ziehen einfach. kannst, dich dann doch irgendwie verschlingen dann so, nicht? Das ist schon, ja, Also kann aus man der so kybernetisch machen. abstrakten Systemtheorie sind das Attraktoren einfach im Phasenraum. Also, ich bin aber dann Wenn das irgendwas auch, besser beschreibt, kann man das verwenden. Ja, ganz, ja, ganz grob, aber so um diese, was ja. er da meint, da ist irgendwas, was sich sammelt in einem dynamischen System, was eigentlich chaotisch ist. Und da sammelt sich etwas und bildet Muster. So ist auch Muster. Da sammelt sich Ja, etwas. Und das sind. was ist damit besser erklärt von dem, was wir gerade besprechen? Oder ist es einfach nur eine Nee, weil alternative er Variante? darum gerungen hat, wie er das nennen soll. Und da habe ich Ja, also, etwas ich finde angeboten, das. nämlich einen Attraktor Also, ich kann im da. Phasenraum. Also ein bisschen mehr als ein Sonnensystem, so, wo man dann so ein Planet wäre. Planet heißt ja Wandelstern, was ich auch sehr, sehr schön finde, sind Monde. Also von den großen Gasriesen, die haben ja ganz viele Monde. Und da sieht man deutlicher als bei den Planeten, dass die Bahnen irgendwie einen Zufälligkeitsmodus mit drin haben. Also die Planeten müssen nicht da bleiben, wo sie sind. Es gibt Irregularitäten, es gibt Störeinflüsse von wer weiß wo im sonstigen Weltraum. Und bei den Monden ist das sehr, sehr deutlich, weil da meinetwegen der Kuipergürtel und ähnliche Gesteinsansammlungen da noch sind und die queren dann mal oder die Monde sind selber so viele, dass sie sich ganz irritierend aneinander in ihren schwere Feldern beeinflussen und so. Und so habe ich auch mal das Gefühl, dass also das, was ich mache, immer auch so dazu neigt, dass ich dann rüberrutsche in was anderes. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es für mich sinnvoll ist, eine Sache so, also nehmen wir mal die Pattern, ich könnte die ja durchziehen, ne, so, ne, als eine oder die, ne, die Spur, die ich also anfänglich eingegraben habe, da rutsche ich dann eben auch wieder raus. So, nicht? Oder würde, wenn ich dann jetzt also zu lange drin bin, würde ich einfach so schade denken. So, und also diese Irregularität, die da drin steckt, also ohne die Bedeutung von dem zu schmälern, nicht im geringsten, aber ist eben das, was man mit so einem Phasenraum oder mit den Attraktoren in der Chaostheorie, glaube ich, ganz gut beschreiben kann. Weil das ist immer irgendwo auch irrational. Und damit hat man ja dieses Schmetterlingsflügel-Ding damit drin. Und ja, wie soll ich sagen, damit kann man dann natürlich auch wieder willentlich umgehen und so weiter. Aber das Da würde ich einfach ein Bett im Kornfeld. Jürgen Drews. Ja, so. Er war jung und saftig und hat da diesen Hit gehabt und sein Leben lang, bis er dann irgendwo auf Mallorca oder was weiß ich wo seine Disco da hatte, hat er immer ein Bett im Kornfeld gesungen. Ne? Dann nicht mehr plötzlich, oder? Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Ich Fall. meine, Rex Gildo, glaube ich, war das mit dem We diesen weißen Hosen oder so. Der hat ja nachher Selbstmord begangen, weil er also immer Boah, das ist halt so die Stehne. tragisch. So Da tragisch. gibt's, will ich, also keine Ahnung, will ich nicht. Aber
Ich habe jetzt gesehen, die besten Horrorfilme, die man gerade mit KI produziert. Angeblich. Horrorbilder kann man auf jeden Fall produzieren. Da kann ich So euch, das Filme, zeige ich euch nicht, aber Horrorfilme. die kann man, ja, aber du kannst Inspiration für Filme, kannst du Aber die dir haben da jetzt beschaffen. so, da gibt es Das sage ich irgendwie euch. irgendwo, genau, da gibt es irgendwie, ja. Das war dieser eine, der diese Hände von der KI, die immer so mehrere Finger hat und in sich verkuppelt sind und Ja, so. hier gucken Hast du so Monster den auf Namen meinem gesetzt? Rechner, haben hier schon rausgeguckt, die Also was du da bearbeiten Leute Monate dran, ja, sonst früher. Was hattest du da zuletzt mal gezeigt mit in dem Wald, wo du im Wald bist und da so Gesichter aus so Wurzeln rauswachsen? Ja, das Ding ist, man kann diese Loras, diese verschiedenen Modelle auch kombinieren. Ich kann hier Donald Trump zu einem unglaublichen Monster mutieren lassen. Das würde ich nicht veröffentlichen. Weil das ganz unangenehm echt aussieht hier auf dem Bildschirm. Das ist so ähnlich wie wenn du einen Job hättest, so bei Facebook Kinderpornos Ja, genau. auszufiltern. Ja. Oh, Scheiße. Ich suche diesen einen mit den Händen und das hat dann aber ein Musiker gepostet, der dann gesagt hat, das ist jetzt ein Pianist. Boah, das ist ein Stück für. Ich finde das jetzt nicht so schnell. Habe ich irgendwie unter Screenshots reingeschmissen. Naja, gut, also das werde ich jetzt noch so schnell nicht wiederfinden. Weil das so drastisch ist. Aber warte mal, nochmal zurück auf, du hattest angesetzt mit dem KI-generierte Horror oder Filme. Jetzt, was gibt's denn da? Weil ich weiß halt, Film ist immer noch so oder Bilder, klar, ein bisschen was habe ich angekriegt, aber alles noch Ich sehr habe da, begrenzt. also was ich da jetzt so hatte, ich habe mir jetzt so gewisse Kanäle rausgesucht auf YouTube, wo ich mal gucke und dann über den Kram da informiert bin. Und da ist jetzt noch irgendwie was dazugekommen und das scheint irgendwie oh, so eine universitäre Einrichtung für Filmschule, bla bla, die spezialisieren auf KI. Also so surrealistischen Kram, der einfach so wilde Sachen macht und dann einfach, die man so sieht, ne, diese Bilder, die viel wechseln und so. Und da kriege ich Horrormotive da reinzumachen. Okay, das hatte ich aber im letzten Kunsthaus, so, ne? Das kriegt man, das ist kein Ding. Aber die stärker unter die Regie zu nehmen, ne, und zu sagen, Storytelling ist und da. dass die Bilder, die sehen ja alle gleich aus, ne? Die sehen aus wie ein ganz teures Video aus den 80ern im Moment. Ja, super teuer produziert. Das kriegst du hier in Minuten raus heutzutage. Aber dieses, ich mach mal richtig was und steuer die Figur auch, geht jetzt so und Spannungsbögen und so, da rennst du dich ja tot, weil du 100.000 Szenen rennen musst, damit eine dabei ist, die dann genau das macht. Also was ich da hatte, das ist eine Naja, riesen 100.000 ist Community übertrieben. und das ist also hoch, also ich finde das professionell produziert, was sie da machen auf ihrem Kanal. Ich kann dir jetzt aber auch nicht genau sagen, was das da für eine Hochschule ist. Also ich glaube, das ist irgendeine Hochschule oder so. Also bei Match kann man das ja auch sehen, wie so Sachen, die langsam so, muss jetzt nicht unbedingt Horror sein, wo man dann so sieht, okay, eine Figur geht, Tür auf, Tür zu. Weißt du, so Sachen, die dann halt Charaktere unter Kontrolle zu kriegen, das geht hier jetzt mit Stable Diffusion auch, so dass du sagst, wenn ich eine, ich prompte einfach einen Mann oder eine Frau, ja, und kann aber, indem ich einfach ein Gesicht nehme, ohne dieses groß dieses Trainieren mit der Lora und hin und her, was ich hier immer mache. Und er nimmt immer die gleiche Stilistik, sodass die Gesichtsformen auch erhalten bleiben über mehrere Szenen hinweg und so. Oder die Klamotten, ne? Dass sie nicht sich quasi alle 2 Sekunden umziehen. Ne? Ist ja doof. Gibt ja in der Wirklichkeit nicht, ja. Und oder einen anderen Schlips. Und dass man das halt so nach und nach unter Kontrolle kriegt und dann wird man sehen, wie aufwendig das ist, Szenen zu dirigieren. Ne? Wenn ich sage, hier macht ein Mann oder eine Frau die Tür auf und guckt um die Ecke, wenn ich das irgendwann prompten kann und dann kommt ein 10-sekündiges Video raus, dann wäre das schon was. Hier, das Ah sind ja. die
Aber da gibt es bestimmt ganz viele, die jetzt da irgendwie so Formate auch etablieren. Aber die haben Aber sich halt da auch wenn schon. das jetzt schon mal so eine Grafik per AI generiert ist, die jetzt nicht unendlich durchgestylt ist, sondern mehr oder weniger gepromptet, das wäre schon toll. Haben die denn Beispiele hier? Ja, AI Filmgalerie gibt es da oben sich. Als was ich jetzt hier Menüpunkt. gesehen hatte, das war das hier, das meine ich. Also hier ging es um Okay, doch Interview, ein ja. Contest. Also da gibt es irgendwie Leute, die eine Jury bilden und die haben irgendwie einen Contest ausgestellt für wer macht den besten Horrorfilm. Und dann gibt es scheinbar da Experten, wenn ich das so richtig verstanden habe, die dann halt alle vorgestellt werden, dann gucken die sich die Filme an. Lass mal ein paar Szenen laufen. Zum Beispiel das mit dem Auto hier, oder ist egal eigentlich. Wir kriegen jetzt nur Einzelbilder. Einzelbilder? Ja, also hier kommen, bei mir kommen alle 2 Sekunden Dann oder mache alle ich jede Sekunde ein Bild an. Du musst das. einmal Das, weil neu. ich Bildschirm frei habe, ich die Häkchen nicht. Ja, Zoom geht, das weiß ich, ne? Also ranzoomen und so. Das geht ganz gut, auch dass man stabil kriegt. Aber die Qualität ist schon dolle. Also weil das schön hochskaliert ist. Ja, also das hier zum Beispiel so eine Mundbewegung, ne? In dem Stable Diffusion, was ich habe. Es gibt so ein Plugin, das funktioniert bei mir leider nicht. Noch nicht. Ja, Da aber die kann man, sagen, die nutzen warte, andere. ich rede auch mal. Ja? Man kann ein Audiosignal nehmen und das hier reinpumpen. Und die Amplitude ist dann einfach nur die Stärke. Und jetzt brauche ich eine LoRa, also so ein Modell, das nichts anderes macht, als Mund auf und zu steuern. Also offener Mund, zuer Mund. Je stärker ich die mache, ich prompte den Mund eigentlich zu und mit der Stärke der LoRa mache ich den Mund wieder auf. Das binde ich an die Amplitude der Audiodatei und schon habe ich eine Lippenbewegung, die der Stimme entspricht. Das sind so Sachen, die so kommen werden. Und das erklären die hier. Ja. Bei diesem Format sagen die auch immer, mit welchen Tools und welche Prompts sie benutzen, was weiß ich. Die Ja. benutzen dann da wieder irgendeine andere Lösung, um diese Lippenbewegungen da irgendwie zu generieren noch. Ja, also ja, Also es geht man auch, mixt ja, das eine da und dann. ja. Es geht auch Post, ne? Also, aber guck mal, wie, also so wie sich das Gesicht mitbewegt, das geht jetzt wieder eher nicht mit dem, also ich weiß nicht, ob du den Snick-Link auf Twitter kennst, der das Greta Thunberg den Fake gemacht hat. Der hatte so einen englischen, der auch wirklich viral ging und in den USA auch besprochen wurde und so. Der hat, es gibt ja diese WAV-to-Lip, also Wavedatei zu Lippenbewegung. Und das ist im Englischen am besten, ne, weil es darauf trainiert ist, englische Vokale zu erkennen und daraus dann eine Lippenbewegung auf das Gesicht ziemlich sauber raufzumachen. Und so kann man das auch machen. Aber die Mimik des gesamten Gesichtes kriegst du damit nicht so richtig hin. Und das war bei der alten Frau ja eindeutig jetzt gerade so. Also der Eisenstein, den ich eben meinte, ne, der Ja. hat zum Beispiel diese Attraktionsmontage ist, wenn so ein Schnitt, jetzt ist ein Bild, sie guckt, so, ist ein anderer Schnitt und so und so und dann Horror, zack und dann sie guckt wieder und plötzlich so, ah, dann macht das Mund, den Mund auf und das ist eigentlich ganz primitiv nur, ne? Ja. Das Okay. ist intellektuelle Attraktionsmontage, nennt man das. Ja, aber solche Sachen hier, ne? Da müsste man so, könnte ich die hier auch, ja, prompten und so weiter. Also es ist so, Du brauchst die es gibt Story es, auch dafür, ne? ja, kann man ja sagen, ich mache jetzt mal, also ich will jetzt ja einen ganzen Film drehen, aber so einzelne Szenen, ne, mal auszuprobieren. Wo man sagt, ich will jetzt einfach mal die aus irgendeinem Film, ne? So, irgendwas. Und viel hängt dann ja auch am Sound und da kann man ja auch klauen oder was auch immer. Ne? Und das auszuprobieren hier mal. Und im Moment ist es halt so, viele Sachen sind sehr instabil, die rauskommen. Also hier so eine Szene, wie sie zum Beispiel war, vorhin zu sehen, sie drehte sich um und ging aus der Tür. Und da passiert dir im Regelfall, wenn du das Da nicht gut verbiegen sich die kontrollierst, Beine. ja, das nicht gut kontrollierst, fängt der Hintergrund an zu wabern. Also. Und das muss man dann, man kann das mit dem Remove Background machen. Die Frau bewegt sich
Unabhängig vom Hintergrund dann. Und der Hintergrund ist unabhängig gerendert. Aber wenn du das zum Beispiel eine Kamerafahrt wie die hier, wo die Perspektive auch mitmacht, da ist es dann so, das muss dann, guck mal hier, ne? Das kann hinten ein statisches Bild sein. Irgendwie, wo die da so wegging. Ja. Und dann auch die Frage, ob jetzt bei dem Werk, wenn man so ein Werk herstellt, ob dieser Glitch, der da entsteht, ne, durch die Technologie im Moment, ob der nicht auch wieder ein Stilelement ist. Ja, ist im Moment. Also, so, wenn der halt immer nur noch so ein bisschen drin ist, wenn er einfach nur nervig ist, ne? So wie jetzt oft, dann ist natürlich so, denn nicht, aber wenn man ihn ein bisschen drin lässt in der Zukunft noch, warum nicht? Kannst natürlich viele Sachen auch in der Postproduktion halt auch wieder wegmachen, ne? Also indem du sagst, okay, jetzt da ist ein Glitch, ja, den mache ich mal von Hand weg. Du hast doch mal für einen Kunsttalk hast du auch so einen Trailer gemacht in 3D irgendwie so eine Das war anstrengend, Horrorfigur. ja. Ne? Ja. Aber da hast du ja auch irgendwie eine Story überlegt und dann so und dann welche Einstellungen brauchst du? Da konnte ich das relativ genau bestimmen, ne? Und auch die Kamerafahrten natürlich relativ. Ja, obwohl, da habe ich viel mit statischen Bildern gearbeitet. Aber ich habe da drinnen ja Objekte bewegt, mit dem Stuhl, der sich dreht und so, ne? Wo denn das Glas drauf war oder irgendein Kram oder das Erdbeerglas, glaube ich, war das. Und das wäre jetzt relativ schwierig zu prompten. Aber man kann die Sachen, also was auch geht, ist, ich rendere in 3D-Sachen vor. Das habe ich auch schon gemacht. Aber noch nicht viel. Und sage, okay, ich brauche aber nur die Bewegung der Objekte und die Objekte sehen so mäßig gut aus. Auch die Beleuchtung, okay, geht so. Würde man nie zeigen. Und dann lässt du das aber durch die KI laufen und promptest die Stilistik obendrauf und die Figur und so. Und damit kriegt man auch wesentlich stabilere Bilder zustande. Also das ist manchmal das, ja, das habe ich auch schon also gemacht, wo man dann sagt, okay, ich habe eine 3D-Grafik und jetzt will ich eigentlich so, wo 3D versagt. Ich will Dreck drin haben. Ich will Moos und Gras und Erde und so, ne? Wo ich, Filmlook, ja, okay, das wird Noise und so oder diese ganzen Film-Noise angeht, da kann man immer noch so oben drüber rechnen lassen. Da gibt es auch Plugins für. Aber diese Elemente, wo in 3D halt immer alles glatt ist, so, ne? Außer man kümmert sich ewig drum. Da ist KI schon interessant. Also gerade bei Stills, ne? Ich will halt eine ganz bestimmte Szene haben mit irgendeinem, was ich, nehmen wir mal an, ich nehme jetzt eine Packung Jakobskaffee, weil Marcel Schütz immer ja so gerne seine Jakobswerbung da, Jakobskaffee und stelle die irgendwie hin. Dann sieht die Küche, die ich in 3D baue, aus, künstlich aus oft. Weil es 3D und Texturen, klar, und dann kann ich mich einen halben Tag hinsetzen und Texturen machen und Licht und was ich was alles. Oder ich nehme die Szene, schiebe die in die KI rüber, nehme ein Control-Net oder irgendetwas ähnliches und prompte dann und sage, ich beschreibe die Szene auch im Prompt und schieb sie aber auch mit dieser 3D-Grafik rein. Und dann sage ich, so, und jetzt mach mal Gras drüber irgendwo oder Staub hin. Alles, was man in 3D nur mit einem Riesenaufwand hinkriegt. Und das ist interessant, dass das geht auch. Ja, und dass du auch gar nicht mehr das selber beschreiben musst, sondern dass das, wenn du Material hast, auch von der KI wieder beschrieben werden kann. Ja, Na? also es nennt Hast du sich hier da, so Image-to-Prompt-Adapter. Also wenn ich sage, ich habe jetzt die Stilistik eines bestimmten Films, Matrix zum Beispiel, so Grünstich, Grün-Blau oder eher Grün sind die, und sage, okay, nehme mal diese Grundstilistik und schiebe sie, und du kannst sie so wie mit dem Schieberegler so langsam drunter mischen. Ne? Und dann merkst du, oh, jetzt kriege ich so eine Matrix-Stilistik. Das sind schon interessante Sachen. Aber es gibt wirklich auch diese trainierten Modelle, die Loras für ganze Filmstile. Dann nehmen die einfach aus dem Film. Ich habe zum Beispiel, ich hatte ja jetzt hier
Beaker, dann können wir Beaker, kann ich mal hier hin machen, der ist ja nicht böse. Wo ist mein Beaker hier? Durchsuchen. Ich, Bilder. Da habe ich mir aus den. Ich muss umschalten. Alter, wie doof. So, zack. Na komm. Wo ist Pika? Oh, nochmal umschalten. Jedenfalls, wenn ich bei Photoshop Marvel sag, dann generiert er mir auch Marvel-Style. Genau. Also er hier. Ja? So, jetzt vom Sehen kennt ihr ihn, ne? Muppets, ja. Genau. Und ich hatte Probleme, Fotos zu finden. Mich mal weg. Was? Ich hatte Probleme, Fotos in guter Qualität von ihm zu finden. Und es gab aber auf dem Muppets-Kanal gibt es hochauflösende Filme, auch neuere, wo er genauso drin ist. Und das ist jetzt, das ist Stable Diffusion gerendert hier. Das ist gepromptet. Der Frank sagt tschö. Du, ich wollte euch jetzt ja nicht unterbrechen, deswegen habe ich es nur geschrieben. Nee, wir wollten ja bis mindestens 12 Uhr wollten wir heute machen. Was? Weil morgen Feiertag bei uns ist. Also bei uns ist Hätte das Feiertag. andersrum machen Ja, sollen. der war bei uns Ja. heute. Also Ja, ja, genau, hat genau. der Andreas mir auch erzählt. Ich denke, hä? Ja, nee, morgen. Morgen habe ich voll wieder. Wir haben Ja. morgen Feiertag hier. In diesem Daher Sinne. glaube ich, mache ich mich auch vom Frank. Acker. Danke. Bis Bis bald. bald. Ciao, Ciao. ciao. Ja, tschüss. Ja. Ja. Und wenn man da so Sachen braucht halt, die man dann irgendwo einsetzen will, also wenn ich jetzt mit Beaker irgendeinen Film machen wollte, man könnte es wagen. Ja, aber das konntest du die ganze Zeit schon. Wenn du einen Film machen wolltest, konntest du die ganze Zeit das schon wagen, oder? Du brauchst ja erstmal die Idee von dem Film. Ob du jetzt das mit KI machst oder sonst was. Ja, aber wenn du kannst ja tausend Ideen haben, wenn du halt, was ist eine typische Szene mit Beaker? Der versucht irgendein Experiment und das geht schief und kommt was ganz Komisches bei raus, ja? Also er will jetzt irgendwie, so, da kann man sich ja was ausdenken. So, das ist ja das typische Beaker-Problematik, ne? Dass er, und dann lässt ihn immer mi, 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 und dann musst du halt hingucken, ob du das mit dem Mund halt hinkriegst. Ja? In 3D, Ja. ich habe ihn auch in 3D gebaut, aber die Haare, und der Mund und so? Nee, so sieht das nicht aus. So echt sieht das nicht aus. Ja. Und das ist schon eine Nummer, dass ich, wie gesagt, das 15 Fotos und ich glaube, von hinten könnte ich ihn nicht zeigen. Warum habe ich den gebaut? Die Muppets sind drin. Promptest du aber Beaker, kommt nichts raus. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen. Und dann dachte ich mir, guckst mal, ob ihn findest und mach's ihm mal. Hast du den da auf dem Schlagzeug auch? Da das Monster oder wie heißt Nee, ich habe jetzt nur. Also der ist der? vielleicht, ich weiß gar nicht, wie der. Das Ja, Tier heißt er, ne? das Irgendwie Tier, auch. genau, nicht Ja. das Monster, The das Animal, Tier. The Animal, Ja, glaube ich, ne? Ist, Animal, genau. und, der ist eventuell sogar drin, das weiß ich aber nicht. Und der Also ist. Saxophonist, der ist auch ganz wichtig. Ja. Ansonsten, wenn du Muppets eingibst, kommt erstmal Kermit der Frosch raus. Ne? Oder dieser andere Moderator, den es noch gibt, sein Kompagnon, der kommt auch raus. Aber zum Beispiel Miss Piggy und so, Aha. die könnte noch drin sein. Ja. Aber sobald es spezieller wird, irgendwie, und deswegen war das eine gute Gelegenheit. Und wenn du Muppets dazu promptest, geht das auch sofort in die Stilistik rein. Ne? So dieses. Ja. Es ist schon Studio und klar liegt es auch an einem trainierten Modell, dass es halt so ist. Also nicht so, also es sieht eher wie Bauten aus, ne? Kleines Studio, so gebaut, das Studio und klein und so, oder die Räumlichkeit. Und das, weil ich die Farben auch total klasse finde, muss ich mal so sagen.
Das passt schon. Naja. Alles Muster, ne? Die irgendwie da jetzt so getriggert werden. Naja, und die Klamotten hat er auch, also hat er gut gelernt. Also ist wirklich so kariertes Hemd, grüner Schlips und so. Das war halt so. Und da ist auch schwer gegen anzuprompten. Also wenn ich jetzt sage, ich will einen schwarzen Anzug haben, dann das geht, ne? Aber es ist, da muss man schon. Ich habe das jetzt in Photoshop mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, mit dem Generative Fill. Ne? Ja, Da habe ich ja, mit ja, ja. DALL-E habe ich einen Kopf, also ein Bild, da so ein Quadrat kriegst du dann 1024 Mal so. Und da habe ich mir das einfach riesig groß gezogen und dann aus dem Kopf einfach so eine Figur in Varianten generieren lassen. Ja. Also generell schon, da sind gute Sachen bei. Ne? Ja, die mussten auch nachlegen, ne? Am Anfang war das ja so. Es ist schon ernst zu nehmen, was sie da anbieten. Ja. Ich hatte es auch. Ich habe jetzt aber dadurch, dass jetzt wieder bei Stable Diffusion immer wieder neue Sachen kamen, habe ich jetzt Photoshop nicht so viel benutzt. Aber wenn ich jetzt im Moment ein Outpaint machen wollte, also wie wir es bei deinem, ne, wie dein, das Foto, die Fotografie, deine Kompassfotografie, wie er da den Teller oder die Ja, Schale da. genau. Ja. Genau, und dafür, das Generative ist, Extent. und Ja. das war jetzt da in Photoshop super einfach. Habe Da ich jetzt eine muss ganze ich. Menge mitgemacht. So, und da gibt es auch Wirklich. in Stable Diffusion gibt es auch dieses Outpainting. Ja, was soll ich sagen? Mal ist es gut, oft ist es mäßig. Ja. Kleine Elemente auszutauschen, das geht gut. Also ich hatte zum Beispiel, das ist auch lustig, in diesem Config-UI kannst du sagen, ich habe eine Grafik, Marcel Schütz hatte ein Foto von Herbstfoto. In Sonnenuntergang rein fotografiert, er saß in irgendeinem Park, vor ihm so eine Bank, kleine Sitzbank, so Holz. Ja. Ja. Zack, Foto. Und dann wollte ich die Bank gegen halt eine Katze tauschen. Und das ist so. Man nimmt sich das Originalfoto und dann promptet, dann sagt man ihm, was erkennst du da drin? Ja. Sagt, wie viele Objekte du maximal haben willst, sonst rechnet er sich tot, was er alles so kennt. Er kennt 80 Objektkategorien und er erkannte auch Bench. So musste ich das nicht von Hand ausmalen, Ja, weil man kann auch sagen, wo man was Neues haben will. Also nehme ich das Originalbild und prompte erstmal, finde mal, was findest du? Okay, die Bench, dann will ich die Bank ausgewählt haben. Und dann kommt dieses Inpainting, wo man sagt, hier an der Stelle ist auch was Neues. Und da ist dann die Katze drin, wo ich eigentlich nichts anderes prompte, eine süße kleine Katze. Den Rest zieht er sich aus der Umgebung, was das wohl für ein Grundbild ist. Sieht super aus. Muss man vielleicht zwei, dreimal Reload klicken, so machen wir nochmal anders. Die sieht jetzt hier ein Ja, bisschen komisch aus. Varianten, ja. Und wo du in Photoshop 3 mitkriegst, da drücke ich dann halt mehrfach dann drauf und dann kriege Da ich das. kannst du immer mehr, da kannst du da, so ein Projekt, habe ich dann gesehen, da habe ich erstmal gemerkt, dass ich meine Scratch-Disk auf C hatte und da war dann plötzlich mein ganzes Volume voll, weil da nichts mehr Platz ist. Ich denke mir, was, warte mal, irgendwas ist hier temporär. Was ich nicht haben will auf C. Ne? Da Ich habe ich kenne dann eins. da ja Ja, ich auch kenne wieder ein nochmal. Tageswerk damit verbracht, mich mit diesen Bedingungen meines Computers hier zu beschäftigen. Ich kenne ja mal eins. Kurz noch, dann reicht es mir aber auch für heute. Ja, ich muss pinkeln. Ich ziehe das Ah, mal hier der rein. Stempel, ja. Oh. So, das ist Das jetzt ein größeres Ding, was ich gebaut habe. Man sieht unten leider auch schon, dass er. Okay. Was wir jetzt sehen, liebe Zuschauer, Das das ist, ja, Control-Net. genau, Das ist Zauberei. Control-Net. Naja, doch ist Kontrollseite sogar mit bei, weil, also, Aufgabe ist, drei Figuren zu basteln. Habeck, Scholz, Genau, das habe ich Lindner. gesehen. Ja, Genau. ja. So, ich habe einen so einen Workflow, habe ich mir irgendwann mal gebaut und so, der jetzt für eine Figur ist. Und das ist jetzt aber für drei gepromptet. Ja.
So, und jetzt wird hier, jetzt muss er einmal hier laden. Ich habe jetzt sozusagen, leg mal losgedrückt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo er loslegt. Looky, looky, looky. Ah ja, jetzt hat er erstmal aus Donald Trump hier die Pose rausgeholt. Weil ich will, dass alle so dastehen. Weil das hat jetzt Ja. nichts mit Donald Trump zu tun. Ich hatte ihn nur Ja, gerade da. ja, Ja? ja. Also entsteht hier dieses Open Pose Modell. Und das pumpe ich wieder mit ControlNet hier rein. Ja. Und hier ist die Habeck-Lora, die ich mal gemacht habe. Und der Prompt ist Porträt eines 90-jährigen, very alten Mannes mit Falten. Dunkelgrauer Background, Dark Skin und so weiter. Habeck-Lora. Jetzt fängt er an, diesen Habeck hier zu rendern. Und ja, hier nochmal so eine Zwischenstufe. Und jetzt kommt hier schon die Vergrößerung. Er sieht noch wenig nach Habeck aus. Die Vergrößerung wird durchlaufen und dann läuft das aber nochmal in so einen sogenannten Face-Detailer rein. Und da geht es nur um das Gesicht. Das macht das alles automatisch, findet das Gesicht. Und dadurch, dass die Habeck-Lora hier drin steckt, wird er ihn auch schön in Richtung Habeck wieder pressen. Ist ja So. nicht aufgefallen bei dem Thema, wie sieht jemand aus, dass das auf Fotos völlig variieren kann, obwohl die Fotos aus dem gleichen Jahr stammen. Ja, es gibt Fotos, also wenn ich zum Beispiel welche zusammenstelle und jemand guckt, das nehme ich raus. Also wenn er nicht so aussieht, wie ich mir das auch, wie ich ihn kenne, nehme ich das raus, weil das versaut, da kann der ein Genau. schlechtes Foto, kann der Ja. die ganze, den ganzen Genau. Lernprozess. Ja. So, Man sagt ja jetzt. auch die Schokoladenseite zum Beispiel von einem. Ne? Ja. Genau. So, und ja, hier ist er noch nicht so richtig, ne? Aber jetzt geht er nur ins Gesicht und also er kommt nicht, aber als 90-jähriger alter Mann kann er schon so ungefähr gleich Wenn aussehen. da so ein Morph machst von heute nach da, dann. Ja. Also ich würde ihn als Habeck akzeptieren, wenn ich Hm, das noch da genau, drunter schreibe. ja. So, jetzt ist er also hierbei. Gucken wir mal, wie weiter ist. Hinten ist aber die Strack-Zimmermann. Ja, ich habe hier noch so einen Gesichtsaustauscher dran, aber deaktiviert. Also der Workflow ist so gebaut, dass man im Zweifel Dass auch man ihn auch nochmal. immer noch eine Strack-Zimmermann draus machen kann. Ja, da würde natürlich der Habeck reinkommen. So. So, jetzt ist Habeck hier unten, war aber vorher auch schon. Jetzt kommt der nächste dran. Das geht alles automatisch hier, ne? Weil er das von oben nach unten jetzt hier so Dann das mal abarbeitet. eingerichtet hatte, dann geht das auch. Ja, aber du, ich muss ja nur den oberen kopieren hier. Da kannst du alle markieren, Es Copy, gab eine also Vorlage. Ja. ja, Copy V. Und das funkt. Ich bin da wirklich begeistert von, wie das funktioniert und kein Speicherproblem, nix. Das läuft hier alles. Man sieht ja auch, wie ich hier zoome. Ne? Okay, wenn ich hier jetzt eine 8000x8000 Pixel Grafik reinlade, dann kommt auch mein Browser hier ins Stolpern. So, jetzt ist hier Scholz dran. Ne? Ist doch Scholz-Lora, genau. Weiß er denn jetzt, ob beide Grafikkarten bemüht werden oder ob nur eine bemüht wird? Weiß ich nicht, aber ich Ja. vermute beide. So. Ganz schön glasige Augen, ne? Tja, das ist schon, sieht nach bitterem Ende aus. So. Tüt, 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 tüt. Jetzt mach voran, ich muss pinkeln. Ja, geht gleich los. Ah, am Ende, warte, am Ende, wir brauchen das nicht ganz durchlaufen. Dann kommt noch Lindner und dann läuft das halt hier noch durch, dass ich die drei Bilder einfach nebeneinander schiebe. Ja. Dann ja, habe ich sie hier. Hier sind sie auch noch. Ne? Und dann sage ich, diese Bereiche hier, wo die Kante auch gut zu sehen ist, die versuchen mal zu reparieren. Das geht nicht gut. Ach so, mit Generative Fill ist das dann. Ja, genau. Ne? Was in Photoshop gut gehen würde, ne? Ja, Boah, genau. das geht hier nicht so gut, weil die Bilder sind auch sehr groß. Also muss ich sagen, die sind wirklich, ne? Also das ist jetzt eine relativ hohe Auflösung. Aber das ist das Endergebnis hier jetzt vor dem Generative Fill. Und ich finde das schon ganz witzig.
dass man das in einem Arbeitsschritt hier, ich brauche nur anmachen, andere Personen dann, und Ja. dann kann ich das wiederverwenden. Naja, gut, okay, reicht. Ich habe es schon Das ist ja immer so gesehen. beeindruckend, vor allen Dingen diese ganze Konstruktion, die dahinter steckt. Ne? Du, Das ist so Professionalitätsmagie. Weißt du, wie als so ich, wenn ja, einer so im Studio die ganzen Regler hin und her schiebt. ja, so, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich ja schon von einem Zehntel von diesen Notes. Ja. So, was soll das denn? Woher soll, wie soll ich denn das verstehen? Ja, kein Tutorial dabei, nix irgendwie. Und dann ein paar Wochen später, ja, und jetzt geht das ja. Schiebt man mal den Regler, da steht Seed drauf. Ne? Zum Ja, Beispiel. Nein, ja, kann man ja, rumspielen. ja. Bis so. 20.000 Einstellungen. An Samen spenden. Ne? Ja, genau. Ja, Zusammenspinnen. dann gucken wir mal. Ja, ist aber trotzdem schon faszinierend. Ja. Und halt auch, ich weiß nicht, im Moment noch ziemlich umfangreich, auch mit den Hardware-Anforderungen und sonst was, oder? Ja, Wie es lange gibt da da aber auch so rumfummeln. Bewegungen, wo halt diese sogenannten Sampler, die jetzt dieses Bild errechnen, deutlich weniger Speicher, deutlich schneller, also einfach durch Softwareoptimierung. Und weil es ist halt doof. Also warum ist das SDXL, dieses hochauflösende Modell, das ich hier gerade verwende, das findet nicht so den Anklang in der Community, weil du so und so viel Megabyte in die Ab Karte, 8 Gigabyte. Gigabyte, Und also wer hat 8 das? Das haben Gigabyte, halt nicht so ja, viele, ne? Weil genau. Spielen reicht auch 4 GB. Also, ne? Ja. Oder was auch immer. Und am Ende kostet es ja auch alles viel Geld. Und dann geht das halt nicht. Und deswegen gibt es für SD qualitativ bessere Modelle als für SDXL. Moment immer noch. Wird kommen, aber müssen sie noch softwaretechnisch ein bisschen was machen. Gut. Melden uns.